dummes Mädchen gesehen mit dem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Patti, Patu, Patti, Patti, Patu, 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 Patti, Patti, Patu. Kommt da jemand? Komm, komm, komm! Wie wir da jetzt zurück rüber reinkommen, weil das Wasser nicht dazu aus den Tiefen emporgestiegen. Leute und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Und schön, dass ihr da seid. Kuss geht raus an dieser Stelle. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut. Ja, vielleicht ein bisschen besser jetzt. Ich hoffe, es geht euch gut. Hallo, Leute. Let's go. Schön, dass ihr da seid. Hallihallo. Hi, 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 hi. Moin. Moin, Meister. Moin. Oh, ich habe gerade die Nachricht verpasst. Ich wollte gerade draufklicken, da war sie weg. Warte, ich lese sie schnell. Das war eine Nachricht von Quinix. Er hat einen Zehner rausgeschrieben. Hey, Unge, hier ist nochmal der YouTube-Artist. Will dir gerne einen Funchal und Among Us Kunst... Moment. Kunstprint senden. Brauche ich aber die Lieferadresse. Bin gerade in der Fabrik. Wünsche aber einen tollen Stream. Quinix. Ja. Quinix. Kannst du mir mal kurz im Chat hier, einfach im Chat, deinen Twitter-Namen oder sowas schreiben? Oder deinen Instagram-Namen, damit ich Bescheid weiß? Also ich schreibe auf jeden Fall mal jetzt deinen Namen Quinix von hier auf. Vielleicht finde ich dich ja so auch. Warte mal. Quinix. Kunstwerk. Schreibe ich einfach mal. So. Kuss. So, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. An dieser Stelle schon ein großes Dankeschön an über 1000 Daumen nach oben. Obwohl wir nicht mal angefangen haben mit dem Stream. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank. Toxic Panda ist ab heute auch schon 6 Monate dabei. Ehre. Und Jan Philipp hat eine sehr traurige Nachricht, die er mit uns teilt. Und zwar, dass seine Oma gestern verstorben ist. Ich danke dir erstmal, dass du den Mut aufbringst, das hier mit uns zu teilen. Und ich wünsche dir, und ich denke, viele auch im Chat oder wahrscheinlich alle, wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Kraft für die Zeit. Und auf jeden Fall mein herzliches Beileid. Küsse, Jan Philipp. Und ich hoffe, euch allen anderen geht es gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Wir machen uns den Abend zusammen schön. Küsse. Dave ID. Küsse. Der uncoole Dude. Kuss, Kuss, Kuss. LOL 007, Kuss. Candy Shop Castellina. Hi Simon. Bist meine einzige Unterhaltung im Krankenhaus. Bin gestürzt und werde Donnerstag operiert. Uiuiuiui. Hast du mich auf der Do-Liste? Ja, hab ich noch. Candy Shop Castle ist noch auf der Do-Liste. Ja, ich pack dich mal höher. Ich
Frage ich schon mal höher. Wenn du gerade im Krankenhaus bist, brauchst du auf jeden Fall gute Ablenkung. Ich checke. Ich versuche heute Nacht. Nagel mich nicht drauf fest. Insta. Heute Nacht. Also ich versuche heute Nacht nach dem Stream mich zu melden. Spätestens aber die Tage. Kuss. Einfach Fix. Grüße aus der Schweiz. Bin jeden Tag am Start. Kuss während des Streams. Fix, das freut mich, dass du so oft da bist. Oder vielleicht sogar jeden Tag. Kuss. Danke dir. Das bedeutet mir sehr viel, dass du so viel Spaß hier hast, dass du so regelmäßig da bist. Danke dir, wirklich. Finde ich sehr, sehr cool. Elektra, Kuss, Pifke. Ich habe Geburtstag, aber ich wünsche mir einmal von dir in Smash weggesmashed zu werden. Tja, wärst du mal heute in der Arena von heute dabei gewesen, von Maxtendo, dann, Dings. Dann hättest du mit, wir haben heute ein bisschen gesmashed. Lukiro wurde weggehauen, zweimal Klatsch, Patsch, Patsch, Patsch. Sandra wurde weggehauen, Maxtendo wurde weggehauen und, kennst du nicht, alle weg, zack, 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 Chan und so weiter. Wer war noch dabei? Bonzi und habe ich auch jemanden vergessen? Oh Gott, ich habe bestimmt jemanden vergessen. Eieiei. Brosera, alles Gute zum Geburtstag. Kuss geht raus. Und versuch weiter, die ständig ausverkaufte Gewürze zu kaufen. Küsse. Du schaffst es irgendwann. Irgendwann schaffst du es. Kuss. Ich danke dir von ganzem Herzen. Hä? Ach, jetzt habe ich erst deine Nachricht verstanden. Ich bin so lost. Ey, gute, starke Nachricht. Happy Birthday, Brosera. Happy Birthday. Kuss. Mercy Child für den König von Madeira. Kuss geht raus. Bestes Lieber, wenn jemand angerufen hat. Danke, echt danke dir. Vielmals. Also, das sind so viele liebe Worte. Doge, vielen Dank auch an dich. Danke auch an Ungeschnitten. Ich habe keine Angst vor Kanten. Ich habe keine Angst vor Kanten. Ungeschnitten, Ehre. Ah, Ehre. So, wir gehen rein, Leute. Wir haben heute ein paar coole Videos in der Liste. Sorry erstmal an dieser Stelle, dass wir heute 10 Minuten später angefangen haben, beziehungsweise schon noch ein bisschen später, weil wir so lange das Intro haben. Keine Sorge, dafür machen wir heute lange Among Us. Es wird heute sehr wild. Wir spielen heute Among Us die neue Vampir-Mod. Ich bin sehr gespannt. Also ich kann mal kurz vorlesen, was heute Neues dazugekommen ist. Es gibt ein paar neue Mods. Oh, scheiße. Ah, Mist. Hab's sogar aufgenommen und vergessen zu schicken. Ich Idiot. Melde mich nach dem Stream. Kuss. Okay, ich musste kurz noch was schreiben. Also, es gibt neue Rolle und zwar mit Vampir, Snitch und Tracker. Oi, es gibt neue Among Us-Rollen, wird wild. Neue Rollen. Oi. So, was haben wir heute auf der Liste? Wir haben heute ein paar coole Sachen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz gediegen an mit irgendwas Entspannten. Und das wäre doch mal auf ganz entspannt kein Konzept. Let's go, der Hase. Kein Konzept hat ein neues Video geladen, das heißt Ui Memo, guck mal. Und ihr wisst, Ui Memo, guck mal. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Da müssen wir rein. Ui Memo, oh, Memo, guck mal, ui. Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch und Memo. Ach, ich habe übrigens ausnahmsweise heute kein Wasser. Also, ich habe auch Wasser, aber meine Wasserflasche ist fast leer. Und weil wir kein gekühltes Wasser mehr hatten, habe ich was anderes aus dem Kühlschrank genommen, was Sabine gekauft hat. Und zwar einen grünen Tee. Einen Cha Verde Limao. Einen grünen Tee mit Limette, Zitrone. Okay, ich probiere. Lecker. Ich habe aber schon vorher probiert. Ich wusste schon, dass es lecker ist. Let's go, wir gehen rein. Abgesehen davon habe ich gerade gesehen, erst kurz vor 100.000 Abonnenten, Bruder, sei eben so gegönnt. Guck, das Ding ist, guck mal. Warum ist hier die Mond? Wo ist hier die Motorhaus? So. 1.900 Abonnenten. Wir sind 6.500 Zuschauer. Wenn jetzt jeder mitmacht, hat er seine 100.000. Er ist wirklich der beste Twitch-Highlight-Kanal, sag ich dir. 200 an jeden! Wir machen jetzt voll. 100, komm! Irre. Krass. Bei wie vielen Abonnenten habe ich das erste Video von keinem Konzept gesehen? Ich glaube, ich bin auch schon ganz von Anfang an. Ich muss mal ganz kurz dein allererstes Video angucken, ob ich das kenne. Ich glaube, kein Konzept habe ich schon sehr lange verfolgt. Ältestes Video. Vor einem Jahr? Ich weiß es nicht. War ich da schon am Start? Vielleicht.
Also auf jeden Fall, das werde ich auf jeden Fall gesehen haben. Unge lacht eine Stunde. Was ist das für ein Video? Wieso hat dieses Video 50.000 Aufrufe? Unge lacht eine Stunde. Wer guckt sich das an? Seid ihr krank? Unge spielt am Singen. Okay, Leute, wir gucken keine alten Videos. So, wir gehen rein. Die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Ich stecke so viel Arbeit in die Gesundheit? Alter, der war krass. Oh nein, jedes Mal! Fütter mich. Schickt mir gerne Twitch-Clips, die nicht bearbeitet sind. Konzeptclips@gmail.com. Mods! Ich bin unmemeable. Abonniert ihn. Schnell. Was fehlt? 6700? Mathe-Genie. Johann, habe heute Geburtstag und dachte, ich gebe einen aus. Liebe Grüße. Ey, Johann. Johann. Happy Birthday, mein Lieber. Happy Birthday in Chat. Johann, Kuss geht raus. Vielen Dank für deinen Support. Kuss geht raus. Johann, Liebe geht raus. Kuss. Kuss. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Ach, da. Ah! Huhn! Holy shit, Alter. Die bleibt auch genauso aus. Oh nein, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Startet. Ja. Stell dir vor, du hast überhaupt einen Wickel, wo du überhaupt gut aussiehst. WTF, imagine, what the fuck? My man, kann ich ihn lady? Meine Schokoseite, bitch, ich hab gar keine Seite, what the fuck? Gesichtsblut gesagt und... Oh nein. Gestern war einfach der Sandra-Kampf mit dir, dieses andere Highlight im Discord. Haben alle so gelacht, Ehre, kennst du dich, Kuss. POV, du bist your Olli. POV, du hast das Internet neu entdeckt. Spaß. Verstehe ich jetzt nicht. Wer ist das hier? Boah, jetzt muss ich gerade überlegen. Oh, Flaggen. Ja, also, entweder Polen oder Malta, oder? Überlegen, Digga, jetzt nicht. Monaco meine ich. Polen oder Monaco. Was Peinliches machen. Malta nicht. Ist Polen nicht andersrum? Oder ist Polen so rum? Ne, sind beide genau so rum. Aber die eine ist, glaube ich, viereckig, die eine Flagge. Und die andere ist so längs, ne? Ist Polen andersrum? Nee. Polen. Nee. Hä? Oh, ich bin mir selber wieder unsicher. Weil die Flaggen so ähnlich aussehen von Polen und Monaco. Sieht gerade irgendwie für mich ein bisschen komisch aus. Nee, es ist Monaco, okay. Aber schaut mal bitte. Jetzt seid mal ehrlich. Flaggen. Polen. Ach nee, Polen ist andersrum. Oh mein Gott. Polen ist andersrum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Polen ist andersrum. Ich verwechsel immer Monaco mit Indonesien. Die sehen nämlich genauso aus. Guck, rot-weiß. Monaco, auch rot-weiß, nur ein bisschen dunkleres Rot. Und dann noch Polen, weiß-rot. Merkt euch das. Weiß-rot. Aha. Ja, okay. Alles klar. Ich dachte echt, ey Mann, diese Flaggen, die nur zwei Farben haben. Zu schwierig. Es ist andersrum, Digga. Wie heißt sie jetzt da? Die heißt Gina. Gina. Ich guck kurz. Okay. Wir machen heute Abend auch wieder ein Workout. Danny ist auch wieder dabei. Heute Abend noch eins. Ja. Du musst nicht dabei sein, wenn du nicht willst. 100x besser. Hello, darkness, my old friend. Gut. Gleich du. Oh. Ein Ausschnitt aus dem Stream von Jules und mir. Geil. Hä? Ich hab die gepflanzt und die sind direkt groß geworden. Oh, ach, ich hab die geil. Nein, ich hab die aufeinander gepflanzt. Lost du. Oh, oh ja! Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Dokumentation, die werden wir uns dann, denke ich, mal morgen reinziehen.
Was spielt der da? Dark Souls? Weißt du was, man? Ja, aber Ananas, das heißt ja nicht in Englisch auch Ananas, weißt du? What? Ananas heißt doch Ananas. Ananas. Who lives in the Ananas? Ganz viel mehr. Ananas. Ah, peinlich. Ananas. Hä? Wir können eine Kahoot-Runde, können wir schon machen. Trauriges Leben, wenn das passiert. Oha, Marvel, willkommen. Schön, dass du schon ein Jahr am Start bist, Marvel. Kuss. Geh mal rein. Onkel, Kappa, natürlich. Ah. Aua, aua, aua. Nichts vermüllt wird. Nee, bitte. Nee, komm. Carsten, nicht. Lass das mit dem. Lass das. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Checkt die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Jetzt habe ich einen Ohrwurm-Chat. Ich mag das Lied total gerne. Seht ihr, ich gebe auch mal einen Daumen hoch, ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Oh Gott, oh Gott. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Checkt die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Gutes Dumpshit. Küsse gehen raus und kein Konzept. Kuss geht raus. Kuss. Wir gehen rein in das nächste Thema. Wir hatten gestern den Vorschlag bekommen, dass Celtic so ein sehr wildes Video hochgeladen hat. Wir schauen mal kurz. Ich enttarne Pädophile im Internet und rufe sie an. Ganz schwieriges Thema. Eieieiei. Gucken rein. Ich glaube, es wird ein heftiges Video. Habt ihr eigentlich schon mal von der Plattform Knuddels gehört? Knuddels, oh Gott. Ist ein webbasierter Online-Dienst. Oh Gott, Knuddels, Alter. Willkommen zurück in den 2000ern. Digga. Knuddels war ungefähr zu der Zeit, wo ICQ auch benutzt wurde. Und die Leute, die heutzutage Knuddels benutzen, sind entweder... Ich sag lieber nichts dazu. Der im Wesentlichen einen Chat für Personen ab 14 Jahren anbietet. Bis Februar 2010 waren ca. 4,1 Millionen Mitglieder registriert. Knuddels bezeichnet sich selbst als eine Chat-Community für mittlerweile vorwiegend junge Erwachsene. Ihr Marktgebiet ist der deutschsprachige Raum. Ich habe tatsächlich bis vor ein paar Tagen noch nichts über Knuddels gewusst, doch dann... Digga, Knuddels, das war anders belastend. Hatte mir ein Zuschauer geschrieben, dass ich mir das Ganze mal anschauen sollte, um zu sehen, was da abgeht. Die Plattform soll nämlich auch einige Gefahren bieten, da sich dort viele Pädophile befinden. Was aus Knuddels wurde? Hey, du Geile, bist du allein? Das ist nicht aus Knuddels geworden. Das war immer schon so. Knuddels war immer schon eine richtig weirde Plattform. Knuddels war die Chat-Plattform, was heute privat in Tinder-Chats passiert. Das war Knuddel aber in der Öffentlichkeit. Ganz weirde Plattform. Sollen. Ey, als ich das gehört habe, dachte ich mir, sowas kann doch nicht zugelassen werden. Ein Online-Portal für überwiegend Minderjährige eröffnen und dann keine Maßnahmen für Pädophile ergreifen? What the fuck? Ich werde mich in diesem Video in die Welt von Knuddels wagen, um zu gucken, was wirklich ab... Ich frage mich, welche Minderjährigen Knuddels benutzen. Knuddels benutzen halt 50-Jährige oder so. Jetzt mal for real. Ich glaube, wenn ich jetzt mal rumfragen würde im Freundeskreis von meiner Schwester, die ist jetzt gerade frisch 18 geworden, ja? Die hat aber noch Freunde, die sind 17 und so. Ich wette, von denen kennt niemand Knuddels. Niemand von denen kennt Knuddels. Ist Knuddels wirklich eine Plattform, die junge Menschen benutzen? Digga, für mich ist Knuddels so das Facebook der Chatportale. Das heißt, es benutzen halt überwiegend ältere Leute. Naja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Kinder darauf auf so eine Plattform kommen. Bleib davon weg.
Bleibt davon weg, Kinder, bleibt davon weg. Ganz gefährlich. Abgeht. Kleiner Spoiler, es ist verdammt schockierend. Anschließend werde ich versuchen, den ein oder anderen User zu entlarven und anzurufen. Bleibt. Weißt du, was Kinder heutzutage benutzen? TikTok. Digga, wer Knuddels benutzt? Sorry, aber das ist anders, Lost. Unbedingt bis zum Ende dran, um zu erfahren, ob ich es geschafft habe. Leider macht der Algorithmus gerade wieder ein bisschen Auge, also bombt gerne das Video mit Likes und Kommentaren voll. Aber nur, falls ihr meine Videos feiert, es würde mich wirklich unnormal unterstützen. Ja, da brauche ich ja nicht liken. Die Videos sind nämlich alle trash. Spaß. Feier ich. Gib gleich einen Daumen hoch. Kuss. Schaut auch gerne nach, ob ihr schon abonniert habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Viel Spaß mit diesem Video. So Freunde, bevor wir starten, kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos, Blinkist. Viele hier kennen das bestimmt. Actually hätte man mal wieder Lust, ein interessantes Buch zu lesen, aber irgendwie fehlt die Zeit und ich zum Beispiel habe auch nicht immer wirklich Bock, so viel zu lesen. Jetzt kommt aber Blinkist ins Spiel. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf mein Handy. So, warum muss man eigentlich actually in irgendeinen Satz reinknallen, wo es einfach auch gut wäre, wenn der Satz einfach ohne das Wort genauso auskommen würde und genau den gleichen Sinn hätte? Kannst du dir das Wichtigste aus einem Buch in etwa... Grüße an Powerplatte, Alter. 15 Minuten durchlesen oder anhören. Für mich zum Beispiel vor dem Schlafengehen die perfekte Beschäftigung. Es gibt sau viele Kategorien. Meine Favorites sind zum Beispiel Psychologie, Motivation und Inspiration, um mich menschlich einfach ein wenig weiterzubilden. Außerdem kommen jeden Monat ca. 40 neue Blinks dazu. Ihr könnt die App 7 Tage kostenlos testen. Unter blinkist.de/Celtics gibt es 25% Rabatt auf ein Jahresabo. Also, wir haben ja bereits die Info bekommen, dass die Plattform ab 14 Jahren ist. Als ich mich bei Knuddels anmelden wollte, wusste ich das tatsächlich nicht. Herzlich willkommen bei Knuddels. Ich bin dein Butler James. Was möchtest du bei Knuddels tun? Chatten. Großartig. Dann zum nächsten Schritt. Bist du weiblich oder männlich? Weiblich. Super. Machen wir weiter. Und ich wollte mich zuerst als... Verrätst du mir bitte, wie alt du bist? 13-jähriges Mädchen ausgeben. Dann stand da halt in den Richtlinien, dass es ab 14 ist und dass ich... Du bist leider zu jung für Knuddels. Mehr Informationen über einen User-Jugendschutz findest du unter und dass ich älter sein muss. Also habe ich dann einfach 2007 statt 2008 gemacht und schon war ich drin. Es gab keine Altersverifizierung. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, was ein bisschen wack ist, weil es natürlich ein sehr leichtes Spiel ist und dementsprechend natürlich sehr, sehr gefährlich sein kann. Wer mich schon ein bisschen kennt, weiß jetzt, was kommt. Leonie ist zurück. Ich habe dasselbe Bild genommen wie beim Fußbilderverkaufen-Video. Nein. Einfach ganz easy mit Snapchat-Filter gemacht. Ich habe gedacht, wenn es bei Tinder funktioniert, dann wird es wohl auch bei Knuddels funktionieren. Das ganze Prinzip vom Online-Portal ist eigentlich ganz easy zu verstehen. Es gibt Channels mit vielen verschiedenen Themenbereichen, zum Beispiel Sport oder Musik. Aber Knuddels empfiehlt natürlich ganz oben Flirt-Channels. Und da schreiben halt auch die meisten rein. Ich habe eigentlich schon relativ schnell gemerkt, dass Knuddels kein ganz normales Chat-Portal ist, sondern viel eher Tinder für Minderjährige. Und Pedos. Man kann zum Beispiel beim sogenannten Fotomeet auch rumswipen. Außerdem gibt es auch Knuddels Plus, womit man mehr Likes verteilen kann. Also alles sehr ähnlich. Ah, so machen die ihr Cash. Okay. Nicht wie bei Tinder halt. Ohne dass ich irgendwas öffentlich geschrieben habe oder so, wurde ich auch schon direkt von Usern angeschrieben. Ey, und wirklich immer mit... Hey, na du? Alles klar bei dir? So? Bin aus Bonn. Smiley. Warum ist da kein Profilbild? So klassischen Hays, WMDS, wie geht's dir? War eigentlich alles ganz cool. Hey... Guck mal. Sag mal, Chat, leckt der Ton bei euch? Hey. Hey. Cool. Aber dann nach nicht mal 15 Minuten hatten wir leider schon den ersten Pädophilen. Er schreibt nee, im November, nur im Bett. Was? Gerne, wie alt bist du in echt? 13, du? 39, schlimm? Ich muss los! Ich muss los! Ich muss los! Oh mein Gott! Wie gerne will ich den Typen in die Fresse schlagen direkt. Was soll das? Selbst wenn er keine sexuellen Absichten hat, dieser Typ. Selbst wenn er keine sexuellen Absichten hat. Was soll das, zu schreiben 39 schlimm? Möchte er mit einem 13-jährigen Mädchen labern? Über was?
Diese Person hat keine Lebenserfahrung, nix. Warum sagt er überhaupt 39 schlimm? Die einzige richtige Antwort wäre auch hier jetzt gewesen: oh, sorry, ich habe nicht auf dein Profilbild geachtet, habe gar nicht gesehen, dass du so jung bist. Ich bin auf der Suche nach was zum Flirten. Und da ich 39 bin, kommen für mich nur Frauen über 18 in Frage. Deswegen, sei mir nicht böse, dass ich den Chat hier beende, aber ciao, ciao. Nein, was macht er stattdessen? 39, schlimm. Digga, ich könnte dir so die Fresse schlagen, du. We got this, ladies and gentlemen. Digga, da krieg ich Aggressionen, Leute. Got him. Ach du Kacke, Digga. Wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, haben sich über die Zeit Nachrichten über Nachrichten gehäuft. Die meisten wollten auch mein Snapchat haben, also habe ich mir gedacht, ich mache mir jetzt einen Fake-Snapchat-Account und schreibe den auch in meine Bio und so. Und ey, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Ads ich bekomme. Mich haben heute locker über 50 Leute geaddet und sie schreiben die ganze Zeit: ich werde die ganze Zeit bombardiert von Nachrichten, ohne dass ich irgendwie überhaupt auf den Chat gehe. Ich habe so Angst. Also, ich werde heute noch den ganzen Tag... 18 ist auch heftig mit 39, jo, aber da würde ich nichts sagen. Da würde ich den Leuten sagen, die 39 sind: hey, okay, mach dein Ding. Solange die Person volljährig ist, Person erwachsen ist und für sich selbst verantwortlich ist, ist es halt immer noch die Sache der beiden Personen. Da möchte ich es nicht verurteilen, aber Minderjährige, da werde ich ein bisschen aggressiv, muss ich sagen. Und morgen gucken, was auf Knuddels und auf Snapchat abgeht. Ich werde euch davon berichten und ich werde natürlich auch versuchen, ein paar Nummern zu klären, um die etwas älteren Männer anzurufen. Mal gucken, was daraus entstehen wird. Was ich aber mit diesem Experiment euch sagen möchte, ist, dass egal, ob ihr jetzt ein Junge oder ein Mädchen seid, ich weiß, ich habe viele minderjährige Zuschauer hier, passt unbedingt auf, wenn ihr euch bei solchen Plattformen anmeldet. Selbst auf Instagram gibt es genug Leute, die sich als andere Person ausgeben. Und gerade dieser Pädophilie-Stuff ist ein ernsthaftes Problem, vor allem durch Social Media geworden. Wenn ihr irgendwelche Leute zum Chatten sucht, geht raus, sprecht Leute in der Schule an, sucht euch ein Hobby, Fußballmannschaft oder sonst was. Aber bitte treibt euch nicht auf so gefährlichen Plattformen wie Knuddels rum. Gefährliche Plattform. Ja, wirklich. Lasst die Finger davon. So, wir werden uns morgen wiedersehen, wenn ich ein paar Ergebnisse habe. So, Freunde, mittlerweile sind jetzt ein bisschen mehr als 24 Stunden rum. Da reagiere ich sehr allergisch. Ich möchte euch jetzt die ganzen Nachrichten präsentieren. Ich wollte das ganze Projekt ein bisschen länger gestalten, aber ich habe mehr als genug Nachrichten bekommen. Deswegen hat diese Zeit jetzt auch gereicht. Zwei Sachen, die mir bei Knuddels sehr, sehr aufgefallen sind. Erstens, jeder will Snapchat haben. Wir wissen nicht warum, wir werden es gleich wahrscheinlich erfahren. Zweitens, komischerweise sind die Mehrheit der Jungs 17. Ihr könnt euch ja denken, warum. Alright, ich sehe hier gerade, ich bin jetzt schon seit ein paar Stunden nicht mehr drauf gesehen. Ich habe 23 ungelesene Nachrichten. Wie gesagt, die meisten haben eigentlich immer nur so "Hey" und "Wie geht's" geschrieben. Es ist jedes Mal das Gleiche. Also wirklich, ich habe so viele Leute auf Snapchat zurückgeaddet und immer kam da die Nachricht: "Hey, wie geht's dir? Digga, wahrscheinlich interessiert's euch. Wahrscheinlich wollt ihr nicht einfach euren Schwanz zeigen." Hi, darf ich dich was fragen? Oh Gott, bitte, da kriege ich Aggression, wenn ich das angucke. Da kriege ich wieder hoher Blutdruck. Da raste ich gleich aus. Fragen? Klar. Stimmt es, dass ihr Girls auf feucht seid? Ja. Wann du zuletzt? Gestern. Oh, wie kam es dazu? 10 Minuten später. Hast du gerne was in dir? Was auch so oft kam, ne? Hi, was geht? Ich so: hi, nix bei dir. Chille gerade im Bett. Und naja. So viele Leute haben mir auch geschrieben, dass sie im Bett chillen. Und naja. Chill gerade im Bett und naja. Sorry, ich muss einfach nur los. Ich muss einfach nur los, Alter. Ich suche gerade den Knopf, um das Internet zu löschen. Moment. Wenn ich ihn gefunden habe, sage ich euch Bescheid. Hi, eine Frage. Ja, wie kann man so hübsch sein? Haha, süß, danke. Lust auf rummachen? Lust auf rummachen. Absoluter Ehrenmann. Moin, Celtix. Viele Leute haben das Profilbild auch erkannt. Sehr, sehr nice. Freut mich, dass ihr am Start seid. Er freut sich, dass die Leute von ihm bei Knuddels am Start sind. Hallo Leonin, du siehst klasse aus. Was magst du schreiben? Wie alt bist du? Bin sofort ehrlich. 25. Bin ich auf jeden Fall stark, dass du sofort ehrlich bist. Bin sofort ehrlich. Was machst du gerade so Schönes? Langeweile, du? Geht mir auch so. Liege auf dem Bett rum und weiß nicht, was ich machen könnte. Bro, bitte fuck doch nicht so ab. Der Dude hier war auch richtig, richtig komisch. Der war irgendwann so krass penetrant, ne? Ich habe 10 Minuten nicht geschrieben. Er schreibt: schreib bitte in WhatsApp, aber nicht weitergeben. Wie heißt du eigentlich wegen Speichern? Wie heißt du eigentlich? Sag mal, du hast ein Problem mit mir. Viel Glück. Ich lasse dich in Ruhe. Lass telefonieren. Schreib mir auf WhatsApp. Nur Snapchat. Habe ich geschrieben: nur Snapchat. Er so: verpiss dich. Ich habe nur WhatsApp. Zu feige. Verpiss dich. Zu feige zum WhatsApp? Verpiss dich. Was ist mit ihm? Beleidige mich doch nicht.
Du hast ein Problem mit WhatsApp? Mach. Geh zum WhatsApp, verpiss dich. Ey, es kommt mir nicht in den Gehirn rein, wie manche Leute so sein können. Also wirklich. Ey, Real Talk, normalerweise schreibe ich keine Mails einfach. Du hast... den feiere ich aber, den Typen. Verpiss dich, verpiss dich. Du hast ein Problem mit WhatsApp? Verpiss dich. Du hast ein Problem mit mir? Verpiss dich. So, ich war wirklich so schug, dass ich wissen wollte, was Knuddels dazu sagt, wenn ich die damit konfrontiere. Deswegen habe ich denen eine Mail gesendet. Ich habe sie ja... Liebes Knuddels-Team, red nichts davor. ...damit konfrontiert, dass ja überwiegend echt nur Pädophile dort sind und die ganzen Minderjährigen sich da einfach easy anmelden können, genauso wie die älteren Männer, dass man sich da nicht irgendwie verifizieren muss und so. Ich habe tatsächlich auch eine Antwort bekommen, und zwar schreiben sie... Okay, erst habe ich die Nachricht genau lesen, wenn er die nicht vorliest. Liebes Knuddels-Team, ich habe mich heute bei eurer Plattform angemeldet und muss direkt sagen, dass ich etwas schockiert bin. Für viele Kids sind die Chatportale zwar cool und sehr aufregend, allerdings sieht man doch nach ein paar Minuten schon, dass bei vielen Usern etwas falsch ist. Auf eurer Plattform sind junge, naive Kids sind leichtgläubige und risikobereiter. Das kann doch nicht sein, dass ihr sowas zulasst. Ich bin sicher, dass alle paar Tage durch Knuddels Dinge passieren, die auf gar keinen Fall passieren sollten. Ich hoffe auf eine baldige Rückmeldung. Liebe Grüße. Was? Hat's geleckt? Oh nee, oder? Genau, wo ich vorgelesen habe. Hallo? Seid ihr noch da? Chat? Hallo? Seid ihr noch da? Hallo? Ha! Das Internet gelöscht. Geht wieder? Okay, ja, sorry. Ich hab aber Dings. Hab schon fertig gelesen. Tut mir leid, habt ihr's verpasst. Oh. Verifizieren muss und so. Ich habe tatsächlich auch eine Antwort bekommen. Und zwar schreiben sie, es tut uns sehr leid, dass du diesen Eindruck gewonnen hast. Das Durchschnittsalter auf unserer Plattform liegt bei 30 Jahren. Gerade mal 1% unserer Nutzer machen Minderjährige aus. Das macht schon mal absolut gar keinen Sinn. Ihr habt gerade gesehen, wie viele Minderjährige dort sind, beziehungsweise sich auch als Minderjährige ausgeben. Wenn, dann hätte ich das sogar eher andersrum gesagt, dass dort offiziell 99% minderjährig sind und 1% Ü30 sind. Um diese zu schützen, haben wir einige Schutzmaßnahmen. Wir haben Channel, in die nur Mitglieder bis 20 Jahre Zutritt haben. Als ob Pädophile nicht schlau genug sind, um sich als 17 auszugeben und dort einfach mitchatten zu können. What the fuck? Die kompletten Filtereinstellungen sind so eingestellt, dass minderjährige Nutzer von Erwachsenen nicht angeschrieben werden können und aktiv selbst den Kontakt zu Erwachsenen aufnehmen müssen, um ein Gespräch zu starten. Kann natürlich stimmen, dass es diese Filtereinstellungen gibt, aber das Problem ist halt einfach, dass die meisten sich als 17-Jährige ausgeben und da bringt dieser Filter dann auch nichts. Zudem haben die Filter, die die Gespräche von Minderjährigen überwachen und Nutzer erkennen, die sich jünger als 14 Jahre ausgeben oder auch Gespräche unterbinden, die zwischen Minderjährigen und Erwachsenen geführt werden und unangemessene Inhalte enthalten. Ihr habt gerade gesehen, bei mir im Chat wurde gar nichts gefiltert. Ich konnte ganz easy schreiben, es wurde nichts gelöscht oder sonst was. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr enttäuscht von dieser Antwort. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Ey, ich bin gerade auf Snapchat gegangen und habe schon angefangen, so Snaps zu öffnen. Ich habe so ein fettes Dickpick gerade bekommen. Hier, könnt ihr euch angucken. Nein, Spaß. What the fuck, Bro? Digga, die senden mir einfach Dickpicks, ohne dass ich irgendwas mache. Holy shit. Kommen wir zum spannenden Teil, Freunde. Wir sind auf Snapchat jetzt unterwegs. Ich habe gerade so viele Ads bekommen. Ich kann hier leider kein Screen Recording machen, weil die Leute das sehen würden, wenn ich im Chat ein Screen Recording mache. Und ich möchte sie ja später noch anrufen. 3000 Likes? Ehrenchat. Ehre! Danke, Leute, Kuss, danke, Kuss. Deswegen, ich gehe jetzt mal Chat für Chat durch und zeig euch mal, was da schon... Nee, bitte zeig uns gar nichts. ...und abging. Ich war ja schon ein bisschen aktiv. Ein Willi, ne, hat mich geändert. Ich habe ihn gefragt, wie... Oh, jetzt hast du das auf die Seite gemacht, wo meine Kamera ist. Ich dreh durch. Lust zu schreiben, wie alt nist du? 50 XD. XD einfach. Milenski auf Wish bestellt. Hä? Was heißt dieses Telefon 50? Verstehe ich nicht. Alt genug. Diese ekelhaften Smileys, die überhaupt nicht dazu passen. Ich finde, hab nichts gegen diese Emojis. Wenn wirklich was Lustiges gesagt wird, kann man das ruhig posten, aber alt genug und dann lacht er so dreimal mit Tränen im Gesicht. Oh mein Gott. Wirklich? Ja, wirklich. I like. Stehst du auf Treffen? Wie alt er ist. Er schreibt 50 XD, alt genug. Lach. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mal telefonieren kann, damit ich ihn jetzt gleich später anrufen kann. Und er schreibt... Was hat er geschrieben? Du bist 13, als ob du im Ernst mit einem 50-Jährigen willst. Punkt. Willst. Telefon 3. Ich verstehe das Telefonsymbol nicht. Okay, Leute, das ist jetzt Snapchat, ne? Ich habe leider in meinem Leben vielleicht 5 Minuten auf Snapchat verbracht, vielleicht 10.
Ich weiß es nicht. Das ist auch Jahre her, als die Plattform neu war, wo ich dachte, ich mache mir meinen Snapchat-Account und dann habe ich keinen Bock gehabt, irgendwie die zu benutzen. Und ich kenne mich mit Snapchat überhaupt nicht aus. Was bedeutet das, Telefonsymbol? Was heißt das? Telefon 13, Telefon 50, was heißt das? Ich brauche hier mal ein paar... Ich brauche hier mal... Snapchat denkt immer, jede Nummer ist eine Telefonnummer. Ah! Okay. Ah, das kann man dann abspeichern. Ah, okay. Ja, okay, Snapchat denkt immer, jede Nummer... Okay, alles klar, hab ich's gecheckt. Okay, danke. Ich verstehe das nicht so genau. Weil ich benutze... Ich hab so wenig... Guck mal, für mich war immer so... Ich sage euch mal kurz eine Sache zu Snapchat, okay? Ich habe Snapchat von Tag 1 gehasst. Wirklich gehasst. Aber... Als dann Instagram auch Instagram Stories rausgebracht hat, dachte ich mir, auf der einen Seite dachte ich mir, sehr gut, ich muss nie mehr in meinem Leben, zum Glück muss ich nie mehr Snapchat benutzen, weil ich kann jetzt einfach auf Instagram auch Stories posten und kann weiter Instagram nutzen und selbst Instagram benutze ich schon nicht gerne. Auf der einen Seite freue ich mich, dass Instagram dieses Feature geklaut hat, damit ich niemals Snapchat benutzen muss. Auf der anderen Seite, weil das Einzige, wofür ich Snapchat benutzt hätte, wären, Snapchat, wie heißt das, Stories? Diese Story-Funktion, dass man Leute zu... Wollte ich aber nicht, kein Bock. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch asozial von Instagram, dass sie diese Funktion geklaut haben, weil das war halt wirklich das Alleinstellungsmerkmal von Snapchat. Das war der einzige Grund, warum ich überhaupt Snapchat benutzt hätte, wegen dieser Story-Funktion. Aber auf der einen Seite finde ich es gut, weil ich dann kein Snapchat benutzen muss. Auf der anderen Seite finde ich es asozial von Instagram, dass die das geklaut haben. Am liebsten würde ich Instagram auch gar nicht mehr benutzen. Weil erstmal fuckt mich das ab, dass die Leute von Instagram diese Funktion geklaut haben. Finde ich richtig asozial. Auf der einen Seite, wie gesagt, finde ich es gut, auf der anderen Seite finde ich es asozial. Und deswegen würde ich am liebsten Instagram gar nicht mehr benutzen. Und am liebsten würde ich auch alles, was Facebook gehört, löschen. Ich würde am liebsten WhatsApp löschen, Instagram und Facebook würde ich am liebsten löschen. Ich hasse Facebook. Ich hasse Facebook. Ich hasse die Firma. Und ich möchte nicht mehr, ich hoffe, es kommt bald eine Alternative zu Instagram. Ich möchte Instagram nicht mehr benutzen. Ich möchte WhatsApp nicht mehr benutzen. Ich möchte nichts mehr benutzen, was von Facebook ist, aber ich benutze Instagram auch lieber als Snapchat, deswegen war es so ein bisschen auf der einen Seite glücklich, auf der anderen Seite sauer. So, kannst dich ja mal wieder melden, wenn du Lust hast und wir können erstmal was Snap. Wollen wir mal Tele? Snapchat oder wie? Ich bin noch auf der Arbeit. Schicke doch mal ein Foto von dir, bitte. Geht jetzt nicht wegen meiner Frau. Gott, der ist 50, hat eine Frau und chattet mit einer 13-Jährigen. Oh Gott, das fände ich die Welt kaputt. Maxim Kuss, oh mein Gott, ist die Welt kaputt, Alter. Legit, geht jetzt nicht wegen meiner Frau. Why, no? Bro. Dann kam so ein Leo, hast du schon mal einen sehr langen Penis gesehen? Ich so, nein, würdest du einen sehen wollen? Etwas Langeweile bei Knuddels. Was machst du so? Noch da? Hallo. Cool. Was machst du so? Mach bitte mal Snap. Hey. Und ich so, wie alt bist du? Er ist so 19. Und du bist auch versaut? Fragezeichen. Bob, Digga. Warte doch einmal kurz, bis ich antworte. Hihi, ich bin übrigens Tobias. Angenehm. Sternchen, Hand. 35. Alt. 35. Wie alt bist du denn? 13. Ist das okay? Na, wir schreiben ja erstmal nur Zwinker-Smiley. Ich könnte jetzt schon wieder kotzen. Na, was würdest du denn lieber machen? Hihi, ich heiße übrigens Tobias. Angenehm, handreich. Woher kommst du? Köln. Und du? Wohne Nähe Siegen. Wenn's was sagt. Was treibst du so in deiner Freizeit? Handreich. Woher kommst du? Köln. Und du? Wohne Nähe Siegen, wenn's was sagt. Und dann schickt er so ein Bild von sich, ne? Und ich denke mir so, wie unvorsichtig bist du denn? Wenn er mir noch seine Nummer gibt und noch seinen richtigen Ort, ey, dann kann ich ja easy zur Polizei gehen und dann wäre er so... Da gibt es echt viele Pedos, die kein Blatt vom Mund nehmen und direkt aufs Ganze gehen, Alter. Krank, oder? Das finde ich richtig krank. Der hat schon 3 Leute gehabt, die einfach weiter gechattet haben mit einer 13-Jährigen. Ein 50-Jähriger, ein 39-Jähriger, ein 35-Jähriger, finde ich richtig ekelhaft. Richtig ekelhaft finde ich das. Ist denen scheißegal, wenn die angezeigt werden oder so. Dann wurde es ernst. Okay, der Dude, der sich gerade einen joinkt, den rufe ich jetzt an. Gefällt dir sowas auch? Gerne. Oh nee, bah, das will ich gar nicht lesen. Buh. Nee, das will ich gar nicht lesen. Ich kotze. Oh Gott, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen, nee. Oh mein Gott, ich muss das kurz abbrechen. Oh mein Gott. Oh Gott, das finde ich einfach nur krank. Oh Gott, das ist einfach so krank. Oh mein Gott, das ist so krank, ich kann nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann. Ey, das ist mir zu krank, Alter. Chris. Hallo Simon. Hey, Sternchen, handreich. Sternchen, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin gerade voll geil, schreibt er. Okay, ich rufe den jetzt an. Okay, Freundchen, bevor du jetzt auflegst, hör mir mal ganz genau zu. Du hast jetzt gerade die ganze Zeit einen gejoinkt auf einen asiatischen Jungen, okay? Ich habe jetzt alles gescreenshottet, habe alles auf dem Knuddels-Profil gefunden und ich möchte dich bitte bitten, mit der Scheiße aufzuhören, okay? Jo. Jo. Oh mein Gott, ich könnte einfach nur reinschlagen. Sorry, ich werde aggressiv. Ja? Jo. Versprochen? Ich verspreche es. Also bitte irgendwie Hilfe suchen oder sonst was, aber das ist jetzt nicht die Lösung und vor allem auch nicht, wenn du dich treffen möchtest, weil du weißt, wie naiv junge Menschen sind. Ja, das ist richtig. Ja, warum nutzt du es dann aus? Weiß ich nicht, wieso ich es ausgenutzt habe. Muss ich ehrlich sagen, Russisch. Das kann ich mich anhören, ich bin aggressiv. Das kann ich. Oh mein Gott, Taku Kuss. Marvin, ich kann Todan als Alternative zum Main Social Networks empfehlen. Ist dezentral, einfach zu bedienen und eher im Twitter-Stil. Ja, eine dezentrale Plattform wäre das Stärkste, Marvin. Ich werde es mir mal angucken. Real Talk, das wird mir gerade alles viel zu viel. Scheiß drauf. Jetzt haben wir es hinter uns, jetzt rufe ich jetzt den nächsten 38-Jährigen an. Hallo. Hi Flint, das Ding ist halt... Ja, du brauchst mir nichts erzählen, ich weiß, dass ihr scheiß Schwuchtelfakes seid. Schwuchtelfake. Okay, Freunde, ich denke, das war genug. Das war wirklich gerade viel zu viel für mich. Mein Herz gerade pocht wie wild. Das ist wirklich so unangenehm für mich. Ihr müsst wirklich verstehen, dass ich mich mit diesem Video nicht über Pädophile lustig machen möchte, sondern einfach auf dieses ganze Thema aufmerksam machen möchte. So, das ist auch der Punkt. Ich muss auch was dazu sagen. Prinzipiell Menschen, die eine pädophile Neigung haben, möchte ich hier nicht verurteilen, denn das ist eine psychische Erkrankung. Aber wenn diese Menschen sich keine Hilfe suchen, wenn diese Menschen diese Triebe ausleben und Minderjährige belästigen oder noch schlimmer, übergriffig werden, dann verurteile ich das zutiefst stark. Wenn jemand solche Triebe hat, solche Vorstellungen oder sowas, das ist in seinem Kopf, das verurteile ich nicht, das ist einfach, nichts, was ich, das ist nichts, was ich jetzt, wo ich jetzt Menschen diskriminieren möchte, die davon betroffen sind. Aber solange diese Menschen das nicht ausleben oder sich wirklich an Minderjährigen vergreifen oder hier mit Minderjährigen chatten, irgendwelche Schwanzbilder schicken oder sowas, möchte ich überhaupt nicht solche Menschen angreifen. Aber sobald das so weit kommt, drehe ich durch. Ich finde es so unfair gegenüber den Kindern, dass ich das, da fehlen mir die Worte einfach. Da fehlen mir einfach die Worte, so. Und das kann ich auch einfach nicht, da kann ich auch einfach nicht ruhig bleiben. Da kriege ich Aggression. Möchte. Erstens, für alle Minderjährige hier, meldet euch nicht bei so Sachen wie Knuddels an. Ihr habt gerade gesehen, was für Leute hier unterwegs sind und was es auch für eine Seite an sich ist. Zweitens, ich hoffe es ist unwahrscheinlich, aber vielleicht erreiche ich mit diesem Video hier irgendeinen, der pädophile Züge hat. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu... Wichtig. ...zu kein Täter werden. Dort kann man sich professionelle Hilfe suchen. Es ist wirklich kein einfaches Thema. Das Ding ist halt, ich bin der Meinung, selbst wenn man pädophil ist, man kann einfach nichts dafür. Das ist halt einfach so, wenn man... Aber man muss nicht übergriffig werden. Man muss nicht ausleben und... Man muss es nicht an Kindern auslassen, weil damit zerstörst du Leben. Und das geht halt einfach absolut nicht. Pädophil ist, aber man kann sich trotzdem professionelle Hilfe suchen und auf jeden Fall Schlimmeres verhindern, denn es ist keine Lösung, sich mit minderjährigen Kindern zu treffen und sie zu abusen, nur weil sie beeinflussbarer sind als ältere Menschen. Es gibt genug schlimme Fälle, die schon passiert sind. Dadurch können Kinder so einen krassen psychischen Schaden erleiden, der sie durch das ganze Leben begleitet. Bitte denk einfach daran. Dieser Real Talk zu Pädophilie musste auf jeden Fall auch mal sein. Wichtig.
damit hier ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet wird. Das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Klickt jetzt hier auf das nächste Video von mir, damit sich der Algorithmus denkt, yo, what the fuck, die Zuschauer sind richtig süchtig nach Celtic und die klicken jedes Video an. Deswegen lassen wir mal sein Video gut ankommen. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Kuss geht raus. Das war, ich fand's, es war ein heftiges Video und schwierig, sag ich mal so, schwierig. Bei manchen Punkten musste ich skippen, ich konnte es, also es konnte ich wirklich nicht mehr anhören oder angucken. Diese Chats, diese offensichtlich, so, wo es dann wirklich so sexuell wurde, wo Leute geschrieben haben, ich habe mein Ding in der Hand und so eine Scheiße und dann auch mit diesem Wasserspritz-Emoji, das, da könnte ich loskotzen, weil die Person ja bewusst das zu einer minderjährigen Person schreibt. Da sehe ich rot, da drehe ich so komplett durch. Das finde ich sowas von ekelhaft und abstoßend. Oh Mann. Oh Mann, Alter. Ja, Lena, muss ja echt vorsichtig sein, muss ja echt immer vorsichtig sein. Heftiges Video, ja. Kuss an Celtix, Grüße gehen raus. Und ja, support den Jungen, geht rüber, lasst liebe Grüße da, lasst Liebe da, lasst Küsse da. Und wir gehen jetzt erstmal rein zu Among Us. Bevor wir jetzt zu Among Us rübergehen, muss ich einmal ganz kurz meinen Ordner nochmal löschen und nochmal die neue Version runterladen, denn Dings. Denn so Eigenschaften, Update, sogar Daten, einmal alles löschen. So, dann einmal wieder alles herstellen. So, dann die Mods dazufügen. Und dann, Fix, Grüße. Ja, immer gerne, Fix. Du kannst mir auch gerne sonst auch im Chat, wenn du auch was hast, schreiben. Du kannst mir gerne auf Twitter, überall, kannst mir gerne immer Vorschläge machen. Kuss, Fix. Kuss. Ja, absolut verständlich, May. Absolut verständlich. Das ist einfach nur absolut krank. Und es tut mir so leid für die Opfer solcher Menschen, dass es gibt leider zu viele Fälle, womit Menschen mit sowas durchgekommen sind. Und für mich ist das einfach unverzeihbar. Und da müsste ich mich echt zusammenreißen, nicht komplett auszurasten, wenn ich so jemanden begegne, der sowas getan hat. Da müsste ich mich wirklich hardcore zusammenreißen, nicht komplett durchzudrehen. So, hoffentlich hat alles geklappt mit dem Download und dem Update. Hä? Wie hat es nicht geklappt? Hä? Es hat nicht geklappt. Okay, warte mal. Doch, hat geklappt. Hat's geklappt oder hat's nicht geklappt? Hat's geklappt? Klappt's jetzt oder nicht? Gucken wir mal. Doch, hat geklappt. Perfekt. Hallo. 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 Hallo, hat geklappt. Sehr gut. Hallo. Dona, du bist heute dabei? Sie. Hallo. Cool. Hey, Dona. Oha, wir haben jetzt ewig nicht gehört. Ja, wirklich lange nicht. Ich habe aber vor ein paar Tagen noch was von dir gehört. Da hat Sabine über dich gesprochen. Oh, fuck. Hallo. Haben wir zu viele eingeladen? Hallöchen. Haben wir zu viele? Sind wir einer zu viel? Nee. Hey. Eins, oder? Drei. Hallo. Fischer, was ist hier? Einer noch. Oh nein. Nee, fehlt sogar noch eine Person. So. Safe. Wieder ein gutes Auge heute. Wir sind safe. Wie geht's euch? Lang ist es her. Sehr gut. Lang ist es her. Hallo. Ich habe euch alle vermisst. Hallo. Schönen guten Abend. Hallo. Ja. Hallo, ich höre euch noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das installiert. Ja, erklärt mal, wie das installiert wird. Ich bin da ganz kurz nochmal eine Minute auf. Hallo. Moin. Alter, Crunchy. So, ich bin sofort wieder da, Leute.
auf den Tisch erinnert, bringt aber nichts. So. Rein. Das, wonach es aussieht. Glaub mir. Oh no. Was sollen wir trinken? Sie sind jung. Was sollen wir trinken? Guten Abend. Trinke Tee. Hallöchen. Alter, Linda. Ah, Basel hat noch gefehlt. Ja, wir sind komplett. Geil. Hi, Basel. Ich bin aber nicht zum Mitspielen hier, Matteo. Nur zum Putzen, ne? Oha, Basel. Oh, Mann, ey. Ich hab jetzt schon Beef mit Pia. Ich kann nicht auch noch Beef mit Basel haben. Das geht nicht. Alles gut. So. Hey Linda? Sonst zerfällt die Dreiecksbeziehung, Matteo. Mhm, ja. Bin ich hier richtig? Oh mein Gott. Nee. Linda? Weiß du bist, nicht. Achso, oh, okay. Ah, okay, ich gehe wieder raus. Nee. Okay. Okay. Also, wenn er Probleme hat, kann jetzt fragen, wie man irgendwas installiert oder so. Oder hat es bei allen geklappt? Aber wenn ich hier lande, dann habe ich doch alles richtig gemacht, oder? Ja, dann wenn hast du bereits Probleme. Nein! Die ganzen Rollen stehen. Oh nein! Was? Was? Wie an der Seite? Was? Ja, Dings. Ey. Ihr wisst schon, was ich gemacht habe. Das geleakt? Ja, ich hab geleakt. Nein, aber guck mal, Simon, rede mal ganz aktiv mit deinen Zuschauern und fordere die mal auf, nicht zu joinen. Die machen das nicht. Bitte, verlass diese Lobby. Ohne Fan. Matteo, in welcher Welt lebst du bitte? Warum funktioniert das jedes Mal? Matteo, die Leute klicken schon, bevor ich überhaupt nur ein Wort gesagt habe, klicken die schon drauf. Die warten nur darauf, bis er leakt. Die warten darauf, dass ich leake. Das ist so. Scheiße. Die nee, warte, stopp, dann habe ich es hab nicht installiert. Die hören nur mit Schlägen. Das ist so. Also guck mal, passt mal auf. Ich werde jetzt mit Absicht die nächste Lobby leaken und es wird niemand joinen. Matteo, so bist du. Matteo. Ja, aber wie wär's denn, wenn wir das nicht machen? Wie wär's denn, wenn das wäre noch geiler. Das wäre noch geiler eigentlich. Ich suche. Das wäre auch smart, aber. Oh, shit. Ja, gut, ich muss das Game. Ja, ich brauche Hilfe. Ich muss das Game beenden. Okay, hast du aus dem Ordner? Bist du aus dem Ordner gestartet? Ja, aus der Among Us-Kopie-Ordner. Richtig? Nein, nicht Kopie. Also du musst den neue File, ZIP-File, einfach alles kopieren und dann in deinem, also Steam Apps, Games, Common, Among Us, da machst du es einfach rein und dann startest du von diesem Ordner aus rein. Weil wenn du von Kopie startest, dann müsstest du ja von einem alten Among Us starten. Verstehst du, was ich meine? Okay, ich ziehe jetzt alles rüber. Genau, also da bei Steam Apps, wo du Among Us hast, genau. Und dann startest du von da Among Us. Habe ich ja so gemacht. Okay, aber hattest du schon mal Crunchy? Hattest du schon mal bei der Steam-App irgendwas anderes reininstalliert? Nee, ich bin ganz frisch. Dann müsste es klappen. Also ich weiß auch nicht, ob es bei mir klappt, weil ich habe es einfach so genauso gemacht wie bei allen anderen Versionen. Aber ja. Ich habe seit 3 Monaten keine Among Us mehr gespielt. Ich bin ganz frisch wieder da. Crunchy? Das kann nicht sein. Wir haben das letzte Mal nicht 3 Monate her, als wir gespielt haben zusammen. 2 Monate ungefähr schon. Mindestens. 2. Aber gerade hast du 3 gesagt. Mhm. Ja, hab ich mich versprochen. Hab ich auch gehört. Du hast gelogen. Ich jetzt schon lügen. In der Lobby. Ja, ich lüge jetzt schon. Okay. Mann! Balance ist die Adalu-Card. Aber steht bei dir, hast du das Other Rose V1.7? Stand das bei dir drauf? Weil dann weißt du, ob du die richtige Version 1.7 hast. 1.7 habe ich, ja. Also es steht auch drin, wenn du Among Us startest. Die Other... Nee, ich muss es gerade wieder... Ich habe einen Ordner, den extrahiere ich. Der heißt The Other Rose 1.7. Okay, start einfach nochmal und dann sag mal, was da drauf steht. Okay. Haben wir schon eine neue Lobby? Nee. Dann habe ich es da drin extrahiert und dann starte ich aber diesen Among Us extra, die draußen rumliegt, ne? Genau. Okay. Und dann sag mir mal, welche Version du siehst. Es ist abgestürzt. Du musst schon aus dem Ordner starten, nicht? Die draußen. Ja, mache ich. Mach einfach noch. Okay. Ich probiere es nochmal. Es tut mir leid, ich hab so... Oh, alles gut, ich habe auch gerade Probleme mit meiner Game Capture for some reason. Der zeigt meine Among Us im Stream nicht an. Das hatte ich auch noch nie. Aber lass ich... Na, das ist ja auch schon mal. Da musst du dann auf Desktop Dingen switchen. Oh nee, dann liege ich doch bestimmt irgendwas. Du liegst. Yep. Okay, ich zeige jetzt einfach den ganzen Bildschirm. So. Chat, hilf mir bitte. Oder irgendjemand. Okay, ich helfe dir. Wollen wir in einen anderen Server gehen, damit wir... Ja, dann nicht stört, dann können wir das machen. Ja, okay. Komischerweise. In die zweite. Give me just a reason. Da, da, da. Also, was gibt's Neues? Oh, ich seh schon. Es ist jetzt neue Farben und ach, alles richtig cool. Du kannst es mit Tab auch ändern. Es gibt jetzt Vampire, habe ich gehört. Vampire? Oh, ich Vampire? Hab keine Probleme mit Game Capture, war? No joke. Ja. Ja, kann ich. Oh, was ist denn Snitch?
Was ist das denn? Hast du hier gesnitcht? No. 20%? Tracker 20%? Wenn der Snitch seine Tasks fertig hat, dann weiß der, wer die Imposter sind. Was? Oh. Alter, dann lohnt sich ja Tasks zu machen. Aha, und Vampir, das erste Mal. Ja, erklären wir sowieso gleich nochmal. Okay, ist nicht geil. So einfach. Die Sache ist halt, dass seit wir Mods spielen, werden keine Tasks gemacht. Hab ich, nee, doch, es werden Tasks gemacht, aber wir hatten bestimmt von 100 Spielen ist immer nur ein maximal einer von einer Task-Win. Also, ja, ja. Wir haben nie Task-Wins. Ja, nie. Aber ich muss auch sagen, Task-Win ist auch echt lame, weil man will ja den Fall lösen. Ja. Task-Wins sind der beste Win. Ja, ja, Simon. Am befriedigendsten. Einfach macht eure Aufgaben. Das ist der deutsche Win. Macht eure Arbeit! Der deutsche Win. Macht eure Arbeit, seid fleißig. Jo. Kommt pünktlich zur Arbeit. Nee, aber das ist geil jetzt, weil dann musst du als hast du als Imposter noch ein bisschen mehr Druck. Das ist geil. Hast du je gesnitcht? Was? Hast du je gesnitcht? In der Schule? Ja. Nee, noch nie. Du hast immer, du hast nie abgeschrieben. Nee, das habe ich gemacht. Abgeschrieben habe ich immer. Aber ich meine gesnitcht, also zum Beispiel gepetzt. Nee. Ah. Nein, snitchen ist ja verpetzen. Es gibt einen Song von Moneyboy. Oh ja. Ja, wie heißt der? Big Fan. Der heißt Choices, der Song. Und ja, da gibt's eine Line, die heißt: Hast du je gesnitcht? Ah. Habt ihr schon mal gesnitcht? Immer. Ich glaub nicht. Die Frage wäre einfach, wann, an welchen Tagen ich nicht gesnitcht hätte. Ah, okay. So, Crunchy, können wir dir noch irgendwie helfen? Crunchy, wir sind beide oben. Es fängt sogar so an. Es fängt mit der Line sogar an. Die erste Line ist: Hast du je gesnitcht? Nope. Fickst du eine Bitch? Jupp, es ist immer der gleiche. Simon, warte kurz, ich wollte nur ganz kurz den Text erklären. Das ist immer so aufgebaut. Es wird eine Frage gestellt und es wird immer Nein gesagt. Dann wird die zweite Frage gestellt, es wird immer Ja gesagt. Dann geht es immer so: Bist du broke? Ah. No. Bist du rich? Jupp. Es gibt doch auch so einen Ami-Song, der genauso ist. Genau, das ist, halt, das ist ja die Parodie darauf. Man hört ja schon öfter sowas. Okay, auch ganz damals, der allererste Song, dieses Drehen Swag auf, ist ja auch eine. So ein bisschen sowas wie so Cover-mäßig. Also es ist fast alles sehr stark inspiriert aus. Aber es ist halt lustig. Inspiriert, ja. Ja, ja. Aber er hat auch eine Line, die ist sehr cool. Und zwar heißt die Line: Bist du Veganer? Nope. Bist du Fly wie Adler? Cool? Jop. Warte, bist du wie ein Adler? Jop. Bist du Fly wie Adler? Achso, bist du Fly wie Adler? Ich hab verstanden, bist du wie ein Adler? Nein, bist du Fly? Skrrr. Ja. Oh mein Gott. Das hier? Ich mag Moneyboy, glaube ich nicht. Nee, ist auch besser. Ich kann auch diesen Song nicht empfehlen, denn leider wird da die Homosexualität als etwas Negatives assoziiert. Ja. Oh. Das ist sehr traurig, weil er sagt ja immer zu manchen Sachen Nope und zu manchen Ja. Und die schlechten sagt er Nope. Er sagt zum Beispiel: Bist du Veganer? Nope. Also sind Veganer schlecht, auch für ihn. Traurig. Mhm. Sehr traurig. Und auch sowas wie: Bist du gay? Dann sagt er auch Nope. Das ist sehr schade. Fühle ich auch nicht. Da muss ich sagen, Moneyboy, was hast du getan? Aber was von Moneyboy wirklich sehr stark ist, sind die Wrap-Ups. Kennst du die Wrap-Ups, Mensch? Nee, ich bin nicht so im Rap-Game drin. Ich höre auch nicht so viel Musik, um ehrlich zu sein. Gut, also Moneyboy hat doch nicht viel mit dem Rap-Game zu tun, aber ist egal. Achso, ja, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht gut aus. Nee, ich höre privat fast gar nicht. Du hörst nicht so viel Musik. Kannst du mal kurz in den Channel. Nee, also teilweise monatelang gar keine Musik. Und dann habe ich so eine Phase, wo ich dann irgendwie rausfinde, dass Musik geil ist. Und dann höre ich die und bin dann so voll high von Musik. Kennt ihr das? Wenn ihr so Musik hört und denkt so: Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Und dann höre ich so einen Song, 7 Stunden am Stück. Ja, dann kannst du nicht mehr hören, ne? Und dann, ja genau, dann ist wieder vorbei und dann höre ich wieder oder Monate keine Musik. Ich höre auch mal so bis am Stück, bis mir aus den Ohren rauskommt und dann. Ja, aber im Auto bist du dann auch ruhig oder was? Und hörst gar keine Musik oder? Ich hab kein Auto. Ach so. Das Ding ist, ich höre aber auch nie so irgendwie nebenbei Musik, sondern immer nur aktiv, weißt du? Okay. Ich hab nie ein Radio an, ich hab nie ein Song. Aber was hörst du gerne, wenn du Musik hörst? Boah, das ist ganz verschieden. Ich hab kein Genre, was ich höre. Ich hab früher gern Drum and Bass gehört, aber ich höre auch einfach so Pop. 187 natürlich? Nee, die wohnen ja bei mir in der Straße, ne? Ja? Was? Ja, wir wohnen. Vielleicht sollte ich es nicht laut sagen. Ich wohne in Hamburg und einer von denen wohnt bei uns in der Straße. Also nicht jetzt Nachbar direkt, sondern in der Straße halt. Ich weiß, wo die wohnen. Ich hab auch in Hamburg gewohnt. Ich weiß auch, wo du wohnst.
Ja, ja, ich weiß. Aber weißt du, wo ich gewohnt habe, ja. Mäntel? Ich weiß. Nee, Jens war damals bei dir. Und ja gut, aber Jens war erst bei uns, als wir in Rissen gewohnt haben. Das gehört ja schon fast nicht mehr zu Hamburg. Ist ja ganz an der Grenze. Wir sind nach Rissen gezogen, weil wir einfach wieder ein bisschen Natur haben wollten, Wald und so. Das war mit dem Hund cooler. Aber ich bin in Hamburg, hab mir eigentlich eine Wohnung gekauft, und zwar in der Hafen City. Au, oh, krass. Aber dann war mir irgendwie... Hab ich nicht gefühlt. Nee, hab ich verkauft. Ich habe alles in Deutschland verkauft. Ich bin... Hab mit Deutschland abgeschlossen. Gut, hast du gut gemacht. Hab ich gut gemacht, oder? Sehr gut. Ja. Ja, aber direkt gegenüber von der Elbphilharmonie war echt eine, war eine coole Wohnung. Aber. Ja, das glaube ich. Geisterstadt. Hafen City, komplett Geisterstadt. Ja, da ist irgendwie so, da sind nur so die Geschäftsleute oder so. Und tagsüber und dann ist einfach danach nichts mehr los. Ne? Ja, deswegen bin ich eigentlich auch da hingezogen, weil ich wollte keine Menschen in meiner Nähe haben. Aber das Problem ist, ich habe vergessen, dass da halt die ganzen Touris auch mal durchlaufen und dann. Ja, ja, das ist richtig so krass. Meine Mutter war auch einmal in Hamburg zu Besuch, also bei uns, und dann waren wir auch in der Hafen City. Das ist, glaube ich, so das, der Ort, wo man einfach hingeht, um zu gucken irgendwie. Ja. Aber es ist süß gemacht, schön aus, modern, dies, das, aber... Ja, ja, ich finde die auch ganz schön gemacht, auf jeden Fall. So, wir sind 9 von 10. Wie ist der Stand bei Crunch? Ja, das wissen wir nicht, ne? Schade. Aber ich kann dir mal in der Zeit, wo die anderen Leute noch warten, kann ich ein paar gute Restaurants empfehlen, okay? Soll ich ein paar gute vegane Restaurants empfehlen? Okay, ich weiß nicht, ob es immer noch da ist, aber gegenüber von der Rindermarkthalle gibt es ein Restaurant. Ich möchte ein paar vegane Restaurants. Die Ironie. Nein. Gegenüber von der Rindermarkthalle. Ja, Rindermarkthalle. Du weißt doch, was das ist. Das ist doch keine richtige Rindermarkthalle. Nee, du kennst es nicht? Ist das ein Einkaufszentrum oder so? Nein, das war eine ehemalige, das heißt so, Edeka in der Rindermarkthalle. Kennst du nicht? Ich glaube, ich war da mal mit dem in Real Life Stream sogar. Ja, also es ist so ein riesen Edeka, weil es war früher halt die Rindermarkthalle und die wurde halt dann umgebaut. Da ist ein Edeka drin, ist ein Aldi drin und so ein paar kleine Stores. Und da gegenüber, ich dachte, du wüsstest, also die Rindermarkthalle kennt man eigentlich in Hamburg. Ich kenne mich halt in Hamburg gar nicht aus. Ich wurde erst seit 2017 hier und ich gehe nie raus. Also legit nie. We did it. Sehr gut. Yes, geil. Lass direkt starten, weil sonst geht die Lobby zu. Ja. Sonst erfähle ich dir noch mehr. Nee, warte, nein, Lara ist das. Das ist Lara. Was? Lara? Jemand hat geleakt, glaube ich. Ja, ich habe nicht geleakt. Ich hab nicht geleakt. Ich auch nicht. Oh, ich bin's nicht. Ja, dann neue Lobby. Aber was ich empfehlen wollte ist, früher gegenüber von der Rindermarkthalle, ich weiß nicht, ob es da ist, gibt es ein Restaurant, das heißt Happen Pappen. Das ist ein richtig süßes, kleines veganes Restaurant. Ist cool. Sag mal dein liebstes veganes Essen. Mein liebstes veganes Essen? Also ich esse ja nur veganes Essen, also was wäre dann... Ja, aber dein Lieblingsessen einfach. Mein Lieblingsessen. Naja, es könnte ja auch sein, dass dein Lieblingsessen vielleicht nicht vegan ist, aber du isst es nicht. Oh mein Gott, das stell dir mal vor, wie traurig das Leben dann wäre. Ja, ich habe heute ein Video von Annie gesehen, Annie the Duck, und dann... Ja? Sagt sie, dass sie super gerne Mettwurst isst, aber sie isst sie halt nicht mehr, weil sie ja Vegetarierin ist. Und dann macht sie vegane Mettwurst und kriegt so einen halben Gesichtsorgasmus dabei. Oder wenn das vegane Hackfleisch so gut war, ist doch super. Bei mir ist es. Das ist auch schwer zu sagen, sowas. Es ist, weil ich mag eigentlich bei Essen die Vielfalt, also abwechslungsreich, das ist halt das Geile. Ich habe jetzt nicht so ein richtiges Lieblingsessen, also. Schwierig zu sagen. Pizza. Man hat immer so Phasen, wo man eine Sache richtig geil findet, dann isst man die und dann denkt man so irgendwann, oh nee, ich brauche es nicht mehr. Ja. Das ist eigentlich bei fast allem so. Okay, haben wir es jetzt Dona, bist geschafft? Du gerne braun? Ich bin, ja, aber ich kann tauschen, mir ist Farbe egal. Willst du braun sein? Ja. Hi, Dona. Okay. Hallo. Dankeschön. Hey, Dona ist hier MVP, danke dir. Ich bin ab sofort Support. So. bevor wir jetzt starten, man sieht ja an der Seite, sieht man ja die Prozente für die verschiedenen Rollen. Allerdings gibt es ja neue Rollen. Blesk, hast du vielleicht eine Ahnung, was die so können, die neuen? Oder? Ja, gibt 3 neue Rollen. Den Vampir. Vampir ist eine neue Imposter-Rolle. Vampir kann beißen statt töten. Wenn er beißt, dann stirbt die Person, die er gebissen hat, nach 10 Sekunden. What? Gibt aber Counterplay, wenn ein Vampir drin ist, hat jeder Crewmate Knoblauch, den er auf die Map legen kann. Geil. Und wenn ein Vampir an diesem Knoblauch dran steht, kann er nicht mehr beißen, sondern muss wieder normal töten. Das spawnet das Ganze so ein bisschen. Ach, und was beißen? Man genau machen kann, keine Ahnung. Was? Das ist alles, was ich sagen kann. Dann gibt es noch 2 andere Rollen. Das sind Crewmate-Rollen. Zum einen der Tracker. Der Tracker, den habe ich ein bisschen niedrig gestellt, stelle ich gleich ein bisschen hoch. Der Tracker kann zu Beginn der Runde einen Crewmate oder Imposter, also irgendeine andere Person, mit einer Ability tracken und kriegt dann alle 5 Sekunden einen Pfeil, der in die Richtung der getrackten Person zeigt, kannst theoretisch dann halt jemanden catchen, während er wendet. Oh mein Gott, das ist voll kompliziert, ich bin zu dumm für sowas. Und dann gibt's Snitch. Snitch, wenn Snitch alle Tasks gemacht hat, dann
kriegt die Pfeile, die auf die, oder kriegt die Snitch-Pfeile, die auf die Imposter zeigen, weiß dann quasi, wer Imposter ist. Gibt's auch wieder einen Haken, ja, wenn Snitch bei einer Task angekommen ist, also bevor diese Condition aktiviert ist, sehen die Imposter, wer Snitch ist und können Snitch einfach vorher töten. Mhm. Warte mal, wie können die vorher töten? Wie töten die? Ich hab's nicht aufgepasst. Mit dem Kill-Button. Ach so, die sehen Snitch. Ah, ja. Okay. Imposter sehen, wenn die Snitch bei einer Task angekommen ist, also kurz bevor diese Win-Condition von der Snitch aktiviert ist. Ich verstehe. Sehen die Imposter einen Pfeil, der auf die Snitch zeigt und können die Snitch dann halt einfach bevor die Ability angeht, kurz aus dem Weg räumen. Gibt noch eine Sache, Engineer ist ein bisschen gechanged worden. Wenn Engineer in einem Van sitzt, dann leuchten alle Vans auf der kompletten Map für die Imposter blau, sprich die Imposter wissen, dass der Engineer gerade in dem Van drin sitzt. Okay. Wissen aber nicht in welchem. Ja, okay. Ich höre jemanden ganz leicht doppelt. Also wenn Blesk redet, höre ich den irgendwie so ganz leicht doppelt. Ja, bei dir. Oder? Warte mal, ich guck mal. Hallo! Ich meinte gerade, das ist bei dir. Oh, das bin ich. Oder? Also ich hab hallo! Keine Box an, ich hab Kopfhörer. Jetzt ist es nicht mehr so. Hallo! Ich höre auch nichts. Hallo! Echo! Hallo! Hallo! Es scheint echt in Ordnung zu sein. Okay, cool. Nice! Hallo! Ich bin sehr gespannt. Wir testen jetzt einfach mal, oder? Ja, testen. Ja. Wir legen einfach mal los. Ich wünsche so euch so eingestellt, dass wir immer 4 Crewmate-Rollen drin haben. Also immer 4 Mayor, Engineer, Joker, bla. Also Crewmate. Also ich habe keine Ahnung. Also der Rest ist halt normale Crew. Ja, ich hätte lernen. Aber warum machen wir nicht einfach, dass wir alle irgendwelche besonderen Rollen haben? Ist besser, wenn wir 4 haben. Also ist besser, wenn wir mit allen Rollen. Chat hat zu mir gemeint, Dalu hat 4,5, mach auch 4,5, aber dann stehen wir. Okay. Also ich glaube, es ist halt für alle cool, wenn die halt irgendeine besondere Rolle sind, dann macht jede Runde halt ein bisschen mehr Spaß als nur Crewmate. Das kann aber halt, das macht es auch extrem viel schwieriger, ne? Also heute geht es jetzt erstmal nicht darum, dass es perfekt gebalanced ist für Imposter. Wir wollen erstmal nur Spaß haben und testen. Also wir können erstmal, lass uns mal die erste Runde so spielen und dann gucken wir in der zweiten Runde, ob wir mehr Rollen aktivieren oder weniger. Nee, mach wieder runter. Mach 5, mindestens. Ach, mir ist egal, wie ihr wollt. Gibt es eine Anleitung von den ganzen Rollen, dann lese ich nebenbei. Ich finde, wir sollten das einfach bleiben bei machen, weil es hört sich am Anfang immer kompliziert an, aber eigentlich. Crunchy, wir wissen auch nicht viel mehr als du. Doch, wir wissen viel mehr. Wir wissen, dass der Sheriff macht, wir wissen, dass der Leiter macht. Scheiße labern. Was macht der Sheriff? Der Sheriff kann Leute abschießen. Lese, alles gut. Ja, lies mal. Alles gut, ich lese. Der kann den Poster abschießen und der kann Jester abschießen. Jester ist wie ein Joker. Und let's go. Starte. Und let's go. Let's go. Good luck, gefahren. Viel Spaß. Leute, guck mal, wie lange die jetzt gebraucht haben, Chat. Ich bin gerade noch verwirrt, ob ich die auf 3,5 oder 6,5 stellen muss. Weil ich nicht weiß, wie viele Rollen dann drin sind. Ah. Aber ich glaube, mein Chat ist einfach nur wieder ein bisschen verstrahlt und ich hatte eigentlich recht. Ich glaube, jetzt sind 6 oder 7. Ja, so ist richtig. 6 oder 7. Ja, das ist gut. Special. Ja, das ist geil, das ist geil. Ja. Ein oder zwei Imposter. Guck mal, wie lange die gebraucht haben. Guck mal, wie eben. Aber das wird eine Minute. Hey, bevor es losgeht, Kinder? Vampir wird lustig. Was, Kinder? Nee. Damn, Linda, too strong, Leute. Engineer, let's go! Ich habe eben nicht zugehört, was beim Engineer geändert hat. Scheiße! Timmit, du bist eine kleine Maus. Ja, ich glaube, wir gehen besser mal. Da, na, 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 na. Timmit, ich habe eine kleine. Ah, Knoblauch, sehr gut. Okay, er hat Knoblauch abgelegt. Warum werden die Leute die ganze Zeit angezeigt bei diesem Overlay? Hallo. Das war Donau war im Hauptkill, oder?
Also ich habe direkt, ich hab direkt eine Frage, aber erstmal der. Was ist passiert? Kann ich schon mal sagen, der Vampir hat auch Knoblauch. Ich glaube, jeder hat einfach Knoblauch. Okay. Damit, ansonsten könnten sich ja alle instant selber proven. Ja, wollte ich mich gerade fragen, weil. Zeig mir deinen Knoblauch. Weil Tim und ich haben beide unser Knoblauch gelegt, weil wir uns damit sozusagen proven wollten, aber ja. Ja, okay. Aber das war jetzt mal ein Double Kill oder nicht? Crunchy oder? Reported. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Was hast du gesehen? Ich bin in den Admin reingelaufen. In meinem Bereich, wo mein Knoblauch hingelegt wurde. Also ich habe das da hingelegt. Und auf einmal sind zwei Leute gestorben. Und dann standen Caruso, Les und ich da und haben uns dann halt angeschaut. Und Matteo ist, glaube ich, runtergedippt, oder? Matteo? Ja, dann kann es sein, dass Shorty und Dona... Liebespaar waren. Shorty war auch bei uns im Office, oder? Nee, die war auch da. Das waren ja zwei Leichen im Office. Beide. Ach, zwei Leichen. Ich habe nur Dona gesehen. Ja, einer von beiden wird wahrscheinlich einfach am Biss gestorben sein. Und Nummer zwei ist Lover Couple, gehe ich von aus. Ah, boah, das wäre ja ein krasser Zufall. Umgefallen. Okay, ich habe Dona ist einfach umgefallen. Ach schon. Ich habe keine Verständnisfrage. Pass auf, ich habe ziemlich genau gesehen, was passiert ist. Ja. Okay. Ich war mit Dona und Shorty an Cams während Camouflage. Und dann sind wir ins Admin-Haus gelaufen. Wir sind Vles gecrossed, Matteo war da, die beiden waren da und noch eine Person war da. Vielleicht war das Crunchy. Ich gehe an die Lifeline, alle leben. Ich gehe von der Lifeline weg. In der Sekunde, wo ich weggehe, fallen beide einfach um. Nein, das stimmt gar nicht. Blut ist gespritzt. Ich glaube, Caruso ist reingedippt, oder? Nein, die sind einfach. Aha, Caruso. Da ist schon damit bist du raus. Ui. Der übrigens, Crunchy bei dir. Sorry. Crunchy bei dir ist Echo. Vles musst du doch gesehen haben, dass es genauso passiert ist, oder? Nö. Ich habe mir schon gedacht, dass eventuell du Vampir bist und vorher schon irgendwen gebissen hast und einfach mitgelaufen stark bist. Crunchy. Dann nicht verdächtig. Stark Crunchy, gut aufgepasst. Darf ich kurz das fragen, ein Verständnis, Vlesk? Und zwar, wenn man gebissen wird, weiß man das oder weiß man das nicht? Wenn man gebissen wurde? Nein, weiß man nicht. Nee. Achso, okay. Das heißt, man fällt 10 Sekunden erst später um. Ja. Genau. Oh, krass. Ja, aber in dem aber Bereich. Weißt du mich jetzt bitte nicht, Matteo, ja? Also Caruso ist schon eher verdächtig, finde ich. Okay. Ich hätte jetzt eher an Mäntel gedacht, dass er gebissen hat im Vorbeilaufen. Oh. Nee. Das kann natürlich auch sein, ja, das kann auch sein. Nee, da lag ein Knoblauch. Hätte ich gar nicht machen können. Damit. Ach, die Knoblauchlachen bleiben liegen. Oh, scheiße. Give me that reason. Ich bin Engineer, ich bleib versteckt. Caruso. Oh, hat der Sheriff geschossen? Oder hatten wir uns vielleicht auf eine falsche Fährte locken lassen? Ja. Ich wollte doch nur. Ich hätte immer den Knoblauch gebissen. Ich wollte doch nur testen. Was wolltest du denn testen? Ich habe einen gelben Namen. Dann schon Caruso, dann habe ich auf King. Was? Also, du bist Sheriff und hast Caruso erschossen. Ach so. Ja, ich habe ihn umgebracht. Ich weiß nicht, was genau passiert. Ja, das glaube ich, Crunchy. Du bist ein Imposter, oder was? Ich glaube das, Crunchy. Ich glaube das. Ich glaube das eher weniger. Ich glaube das. Also, es ist unten bei Admin passiert und zwar so ein bisschen links daneben. Caruso stand da einfach rum. Ich bin hochgelaufen, Crunchy kam mir entgegengelaufen. Ich bin an den Lifeline-Monitor und Caruso war tot. Das heißt, es kann nur Crunchy getötet haben, das stimmt. Ja, ich habe ihn getötet. Ja, aber. Ja. Frage ist: Crunchy, verarschst du uns gerade oder bist du wirklich Sheriff geworden, nachdem du vor der Runde gefragt hast, was der Sheriff kann? Ich habe einen gelben Namen. Ich bin ein Sheriff, oder? Wenn du der Sheriff bist, dann musst du noch einen extra Button neben Kill haben. Welcher ist das? Dann sag es. Mit dieser Polizeimarke drauf. Was steht da drauf? Was? Aha! Wenn's, dann hast du gelogen. Ja, doch, ist logisch. Hä? Leute. Ja, da hast du. Ja, also, du der safeste Wort wäre hier Crunchy rauszuworten, aber. Crunchy, damit hast du dich leider überführt. Hä, mit was für einem? Ja, die Polizeimarke. Was steht da drauf? Ich.
Hast nicht drauf geachtet, was auf der Polizeiwache steht? Nein! Ach so. Oh nein! Ich bin Sheriff. Okay. So. Glaube ich. Okay. Glaubst du? Ja, aber was ich glaube das, ja. Nee, sie, ob sie das selber glaubt. Ja, ich glaube schon, oder? Ich habe auch eine Vermutung, wer der zweite Imposter ist. Oha, sag mal. Ich will es noch nicht sagen, weil... Oder soll ich es sagen, bevor ich getötet werde? Ja, wäre besser. Okay. Danach geht es nicht. Ja, also Max, ich habe so das Gefühl, dass du ganz schön sus bist. Bin ich? Ja. Wieso das denn? Ja, gerade warst du unten beim Vent und ja, als die Camouflage war, ne? Ich habe mein Wasser gemacht. Das stimmt allerdings. Ah. Ich habe nämlich das Labyrinth daneben gemacht. Das ist korrekt. Er hat einen Vote bekommen allerdings. Ich habe dich nicht gevotet. Ich habe geskippt. Ich habe ihn auch nicht gevotet, ja. Also Max, ich bin nur ein bisschen sass auf dich. Also es ist nicht mal harte Indizien. Warum gehst du nochmal da rein? Why you going here? Why you go? Hä? Ah ja, er muss das ja noch machen, das stimmt. Stimmt. Was? Er will das nochmal machen? Okay. Oh, ist es dunkel? Oh, lol. Wer ist... Matteo. Was? Mäntel war gerade noch unterwegs mit Baso. Was? Echt jetzt? Ja, Baso? Willst du was sagen? Nee, das stimmt nicht. Wir sind zu viert ins Labor reingelaufen. Ihr seid durchgelaufen. Ich habe vorne die Rakete gemacht und bin schon längst wieder rausgelaufen. Aber wo ist Mäntel hingelaufen, Baso? Weiß ich nicht. Mit euch rein? Oder nee. Also, Timmit ist alleine zu Specimen rein. Ich bin zur Toilette und habe über den Vent gewartet. Also, ich habe drei von euch, Timmit, dich und Matteo, ins Labor gehen sehen, während ich an die Rakete gegangen bin. Licht ist ausgegangen und ich bin links wieder rübergelaufen. Okay. Bin nicht mit euch ins Labor gelaufen. Ich bin nicht Specimen rein. Ich habe nur meine Kabel gemacht da in der Dusche und ging wieder raus. Ich weiß nur, dass Simon und Matteo zusammen waren. Nee. Die anderen habe ich gar nicht gesehen. Waren wir aber nicht damit. Ich war auch nicht mit Matteo zusammen. Ich kann euch kurz etwas über meine Rolle verraten. Ich bin der Engineer und als Timmit in die Toilette reingegangen ist, als Timmit in den Decontamination-Raum reingegangen ist, bin ich zur Toilette rein, bin in den Vent gehopst und dann ging das Licht aus und ich dachte mir, vielleicht kommt ja jemand hier rausgehopst, dann sehe ich den. Aber ich habe Mäntel nicht mehr gesehen, Baso habe ich auch nicht mehr gesehen. Also die beiden waren weg. Aber du hast gesehen, dass Matteo mit dir und Timmit ins Labor reingegangen ist? Ich habe ihn noch gesehen bis zur Rakete hin. So. Okay. Danach nicht mehr. Naja, dann kann es ja nur du oder Timmit gewesen sein. Crunchy, schieß mal. So, auf wen? Nicht auf mich. Die Sache ist halt, da ich ja Engineer bin und ich weiß, dass ich unschuldig bin, könnte es natürlich sein, dass Baso oder Timmit Vampir sind und einer von denen gebissen hat und dann erst später gestorben ist. Caruso war Vampir. Das ist schon. Der Ach so, Caruso. Camouflage ist noch drin, offensichtlich, weil gerade camouflaged wurde. Ah, okay, und Caruso ist auf jeden Fall ein Vampir gewesen. Carusos Mindgame war, Shorty oder Donut zu beißen, dann mit den beiden mitzulaufen, bis sie sterben, damit er dann sagen kann, ich würde ja nicht mitlaufen, es muss Matteo gewesen sein. 80%. Okay. 80, okay. Also. Der Sheriff kann auch Jester umbringen, ne? Ja, es könnte sein. Ja. Weil eigentlich müssen wir hier dann voten. Ja. Es könnte sein, dass Mäntel auch irgendwo außerhalb des Labs gestorben ist. Timmit, wo hast du ihn gefunden? Ach, der ist im Lab. Okay. Bei der wir waren es beide nicht. Dann halte ich Baso sehr für Sassas. Echt? Oder Timmit. Ja, eins von beiden. Ja, ich sag ich Baso. Baso sagen. Was, wir müssen voten? Ja. Eigentlich müssen wir voten, weil... Der Imposter hat nicht gevotet, Crunchy. Nee, ich hab geskippt. Ich hab keinen... Nein! Schieß dann auf Baso. Ich hab auch geskippt, Crunchy. Alles gut. Oh, hast du auf Baso geschossen? Ja.
Strong. Stark. Ja, es blieb also eigentlich noch Basis. Die erste Sheriff-Runde war, war ja schon krass. Digga, direkt Poster getötet. Crunchy spielt irgendwie das erste Mal seit 3 Monaten und ist einfach besser als der ganze Rest, so wie ich zusammen hat. Einfach. Hi, ich hab gedacht, ich kann Massenmörder sein. Und dann hat irgendwie. Was? Also ich jeden umbringen kann. Wenn du auf die falsche Person schießt, wenn du falsch, genau, wenn du die falsche Person kriegst, stirbst du. Das heißt, du hast wirklich zweimal die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Danke, du wolltest bei Caruso wolltest du ja nur ausprobieren, oder? Nee, bei Caruso, ich wollte es wirklich nur ausprobieren. Ich so, ah, guck mal, Caruso bleibt stehen. Und deswegen habe ich auf Kill geklickt. Da ist jemand gewendet. Deswegen, ich habe nur gesehen, dass jemand gewendet ist. Ay, das oh Mann, es tut mir so leid. Mann, I'm so sorry. Die erste Aktion war direkt so geil. Ich laufe mit Dona und Shorty mit und beiß die halt auf dem Weg dahin. Und dann auf dem Weg crossen wir zum Glück noch Vlesk und Mantle und dann ist noch jemand. Und dann sterben halt beide gleichzeitig, weil sie anscheinend Lover waren. Ja, das und war krass. Ich stehe halt daneben, aber da stehen halt noch 3 Leute daneben. Und ich dachte mir, okay, that's PogChamp. Aber dann wurde ich. Ja, aber jemand muss da gebissen haben. Dass du sie gebissen hast. Ja, ja. Als wir gelaufen sind. Ich wollte erst den Button drücken, aber dann dachte ich so. Die Sache. Hast du das gleich gesehen? Ja. Sieht man, dass man gebissen also nee, nee. Nee, er ist einfach nur auf dich zugelaufen und dann so stehen geblieben. Das ist richtig. Was auch lustig ist. Also Vampir ist schon krass. Ja, finde ich auch geil, auch mit dem Kloblauch. Finde ich sehr, sehr cool. Das macht echt, also das ist echt also eine Rolle, die das Spiel sehr prägt. Aber sag mal, Caruso, du hast jemanden wenden sehen, aber hast nicht gesehen, wen? Das war während Camouflage. Ah, weißt du, wer gewendet ist? Da Baso ist gewendet. Weil ich war nämlich mit Timmy. Ich bin nicht gewendet, ich bin das ganze Game nicht gewendet. Okay, dann hat Caruso sich verguckt, weil ich war nämlich in der Zeit, wo alle gestorben sind. Mit nein, Vampir danach in der Runde, wo ich abgeknallt wurde. Ach, danach in der Runde. Ach so, ja. Ja, da bin aber ich gewendet. Hat der Vent denn geleuchtet, Caruso? Der Vent hat geleuchtet auch. Ah, ja, und okay. Also ich habe halt jemanden wenden sehen. Ich habe ja Imposter Vision gehabt. Ich habe auf jeden Fall jemanden wenden sehen. Ja, da war ich das. Dann habe ich mich dann hingestellt, weil ich dachte, vielleicht catch ich den und kann ihm irgendwie was anhängen. Aber da kam Crunchys Knarre dazwischen. Die hat einfach Icebox Mitte zu krass abgeaimt. Da kommst du nicht durch. Ah, GG. Sehr gut, sehr gut. Ja, vor Baso hatte ich einfach Angst. Ja, ist richtig. Ich habe auch Angst vor Baso. Viel Spaß bei der nächsten Runde. Viel Spaß. Oh, jetzt sind wieder Sheriff, Leute. Let's go. Give me just a reason. Okay, Timmit vertraue ich diese Runde schon mal nicht. Soll ich direkt schießen, Leute? Nein, ja. Hey, Leute. Ich habe mich gerade gefragt, soll ich sofort schießen oder soll ich warten? Was war das denn jetzt? Und ich habe sofort geschossen. Ich bin der Sheriff. Und nein. Timmit ist so spät zu den Schlüssel gegangen, dass ich mir dann gerade kurz 3-mal die Frage gestellt habe. Soll ich sofort. Ja, es kann natürlich auch sein, dass ich Imposter bin, aber. Ja. Ihr könnt mich auch rausholen, aber. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Soll ich sofort schießen oder soll ich warten? Aber guck mal, Timmit ist jemand, der wartet nicht lange, bis eine Runde losgeht. Der fackelt nicht lange, der läuft sofort los. Ja. Ich bin immer. Guck mal, ich renne Timmit oft hinterher und ich weiß, dass ich lange. Dass ich immer noch brauche, um aufzuholen. Auf einmal rennt Timmit so ganz spät zu den Schlüsseln. Oh, und dann denke ich so: Ach komm, ich schieße sofort. Sorry, Timmit, das tut mir leid, aber es mit den Schlüsseln war zu auffällig. Ja. Oh no, jetzt hast du das geändert. Simon als Sheriff ist ja komplett unberechenbar. Einfach irre. Ja, einfach ich dachte mir, entweder sterbe ich jetzt oder Timmit, aber die Sache ist. Kann es nicht auch einfach eine Imposter-Kill von Timmit sein? Kann auch sein. Ja, kann auch sein. Das Problem ist, so früh, ist schon so früh zu sagen, ich bin der Sheriff und kein anderer ist der Sheriff, ist halt. Also, ja, sehr aber riskant. Wie hoch ist die Sheriff-Chance? 100%? Nee. 90, glaube ich. Okay. Also. Mich kann auch jemand, der echte Sheriff kann mich auch erschießen, aber ich bin der echte Sheriff. Also wer mich jetzt töten wird, ist ein Imposter. Aber ja, ist super risky. Genau, also der mich tötet, ist ein Imposter und falls es einen Medic gibt, also ich wäre nicht abgeneigt gegen den Shit, sag ich mal so. Ich möchte halt Crunchy nachmachen. Crunchy ist schon gut vorgelegt. Ja, Crunchy folgt, da muss ich nachlegen. Nee, ich war noch gerade hier rausgetappt, um meine Rolle zu lesen. Ach, deine Rolle, Vampir, okay, dann schieße ich auf dich das nächste. Der Profi, nein! Digga! Der Profi, okay. Oh ja. Nein! Ich glaube, das war der schnellste Sheriff-Kill ever. Ich habe noch nie so einen schnellen Simon, der super Detective. Ich glaube, das mit diesem Garlic, das ist übrigens übelst OP, wenn man das einfach an die Stellen macht, zum Beispiel Lights oder einfach so diese Common Hotspots, das ist übel broken. Nee, Caruso. Kannst du normalen Kill machen. Das ist ja nur, du brauchst ja gar nicht beißen. Die Imposter können ja auch. Der Biss geht nicht, ja, genau. Also ist alles. Seid ihr sicher, weil ich habe das gerade nicht gesehen. Ich war ja gerade Vampir und. Sehr sicher. Blesk meinte das so, ja. Okay. Ich glaube, Blesk. Steht der Profi, Digga! Der Profi! Let's go! Vielleicht habe ich mich verguckt. Bitte gib mir ein Schild, bitte gib mir ein Schild, bitte gib mir ein Schild. Okay. Keiner gibt mir ein Schild. Der Profi.
Profi, Digga. Crunchy, 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 ja, ja, crunchy, 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 ja, ja, ja. Caruso und Crunchy. Crunchy, crunchy, crunchy. Wird jetzt jemand sterben? Oh, oh, da kommt jemand. Oh, oh. Sorry, Max. Caruso, wer ist dir entgegengekommen? Nee, nee, ich weiß es doch schon. Ich weiß es schon. Also, Dona war es, oder? Hä? Was mit mir? Right, Max. Ich hab doch den Kill gesehen. Bin ich gemutet? Nee. Das ist ein Morpher. Ich bin nämlich gerade bei Lights. Ach, ist ein Morpher? Okay, okay, ja, dann scheiße. Okay. Also, du bist doch gerade eh Camouflage an, oder? Nee, nee, gerade weggegangen. Also, es kam jemand in Camouflage reingelaufen und ich war da. Hey, Unge, lass dich nicht verarschen. Es kann kein Morpher sein, wenn Timid richtig war und wir Camouflage haben. Ja, wir haben einen Vampir drin. Also, ach, wie soll Camouflage Morpher Ah, und? Max, das ist. Schade, Max, schade. Oh. Woher wollen wir einen Vampir drin haben? Also ja, weil wir Knoblauch haben. Ja, Knoblauch kriegt man doch nur, wenn ein Vampir drin ist, oder? Ja. Nein, der ist immer. Habe ich im Chat gelesen, wurde letzte Runde gesagt, und zwar, damit man nicht ausschließen kann, ob ein Vampir drin ist. Ah. So, dann ist es einfach nur, wenn Knoblauch ist, wenn ein Vampir enabled ist. Aber dann können wir doch trotzdem nicht wissen, ob ein Vampir drin ist oder nicht. Ja, wir können es nicht wissen, Aber genau, können wir nicht wissen. Aber sag mal, Max, wo bist du gerade? Ich bin gerade bei Lights. Und kann das irgendjemand bestätigen? Das Ding ist, ich bin vor 5 Sekunden da oben lang gelaufen, aber ich weiß halt nicht, wie lange Max da jetzt schon ist. Bist du gerade erst reingelaufen? Ich bin gerade noch beim Reinlaufen. Von wo? Von wo bist du reingelaufen? Warte, warte. Das ist gefährlich, weil ich auch gerade im Reinlaufen bin. Von wo bist du reingelaufen, Max? Nicht. Von wo bist du reingelaufen? Ich habe erst gecrossed beim Office, bin dann zu Comms gegangen, habe meinen Router aktiviert und bin jetzt halt am Hochlaufen, bin direkt vor Lights. Also ich glaube so. Max, wenn dich jemand gesampelt hat, wer hat dich berührt in dieser Runde? Vlesk wäre eine Möglichkeit, Caruso wäre eine Möglichkeit. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Möglichkeiten. Nee. Ich bin ja gerade erst losgelaufen. Ich habe hier gecheckt. Übrigens, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Ich bin nicht beide durchgelaufen, tatsächlich. Ich bin durch beide durchgelaufen. Ich war nie in Weapons. Pass auf, was ich. Office. Ich habe nämlich Office. Office. Ihr seid in der Mitte von Office gestanden, aufeinander. Ah, true. Da habe ich gerade Dona gecheckt. Weil der Checker kann eine Person sich aussuchen und die dann tracken. Okay, noch was? Links von mir waren gerade zum Zeitpunkt des Todes Shorty und rechts ist gerade Riot Max oder ein Morpher mit seiner Gestalt rausgelaufen und deswegen dachte ich, es wäre Max, aber es kann natürlich auch ein Morpher sein, klar, aber Shorty. Also das müsstest du zumindest bestätigen, dass ich links rausgelaufen bin. Du kam doch rechts rein, oder nicht? Ja, ich kam rechts rein und Riot Max ist mir entgegengekommen. Aber wenn Max rausgelaufen ist, kann auch sein, dass es der Jester ist. Und er ist einfach rübergelaufen. Nee. Ich glaube nicht, dass Unge ihn getötet hat. Ich glaube, der Killer ist tatsächlich weggelaufen in der Hoffnung, dass man nicht mehr sehen kann. Aber ich bin dann direkt hinterher. Aber zwei Votes auf Max? Das finde ich auch. Wir haben keine zwei Imposter mehr drin. Ich werde Max erst schießen. Komm raus, wo auch immer du steckst, Max. Komm raus. Komm raus da oben. Komm raus. Okay, Max geht nicht komplett durch. Okay. Timid und Caruso sind beide in dieser Runde gestorben? Nee, Timid habe ich erschossen. Nee, Timid ist ja. Ja. Caruso. Caruso ist gestorben und der Kill ist auch noch nicht besonders alt. Ja, Max, wo bist du denn gerade? Ich würde gerne nochmal sagen, ich habe. Ich bin gerade in Electrical, wo auch die Leiche ist. Vlesk steht neben mir. Vlesk hat diesen Kill nicht gemacht. Ja, aber hast du den Kill nicht gemacht? Also, ich hab den Kill auch nicht gemacht. Max, du bist ins Specimen reingelaufen. Du bist ins Specimen reingelaufen. Was hast du ins Specimen gemacht? 1 bis 10. Und also dann nur. Das Licht war. Okay. Das Licht war gerade aus und ich dachte, oh, ich bin gleich tot, weil Max mir hinterhergelaufen ist. Und, genau das dachte ich auch. An der Lifeline war Caruso schon tot und dann ist für mich ja, wenn Max sagt, ich und Caruso haben ihn berührt, ist für mich ja relativ klar, dass Max der Imposter ist.
Tja. Und dann ist er andauernd bei mir so im Lichtkegel mit nach oben gelaufen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, jetzt passiert's. Aber es kann natürlich sein, dass er selber getötet hat, wenn er keine Alibi für den Killer hat. Ich gebe euch mal meine Seite der Story. Ja. Ich denke, Vlesk ist hier Imposter, aus zwei folgenden Gründen. Vlesk, Mente und ich sind beide zusammen ins Office reingelaufen. Vlesk war nicht an der Lifeline, was man als Kumpel natürlich machen würde. Und dann sind wir als leise Ausgang sind beide links aus dem Office rausgelaufen. Vlesk ist einmal so nach unten gedippt und hat so diesen Imposter-Move gemacht, um jemanden zu dodgen. Aber das konnte er natürlich bei mir nicht machen, weil ich Leiter bin und ihn trotzdem sehen konnte an der Stelle. Aber das ändert doch nichts daran, dass du gerade gesagt hast, dass er den Kill nicht gemacht haben kann. Ich bin nicht an die Lifeline gelaufen, weil es Rundenstart war und weil der Imposter nicht töten kann am Rundenstart. Als wir wieder ins Office zurückgelaufen sind, da war Matteo gar nicht dabei, da bin ich zu dir an die Lifeline gelaufen, da war Caruso in der Tat schon tot, ja. Okay, eine Sache muss ich auch sagen. Max hat sich doch gerade selbst... Nee, er hat sich theoretisch selbst verraten, weil wenn wir davon ausgehen, dass Timid Imposter war, es kann aber auch sein, dass Timid Jester war, deswegen richtig. Zu spät zu dem Schlüsseltask gelaufen ist, weil er checken musste, richtig. Weil er hat ja keine Task auf der Map. Das ist meine Theorie. Ja. Meine Theorie ist, Timid war Jester. Wir haben vielleicht noch zwei Imposter drin, vielleicht. Oh mein die Sache Gott. Ist, aber wenn, ist wenn er jetzt sagt, er ist Leiter, Max zu kicken, dann, oder nicht? Wenn er sagt, wenn er nee, sagt, kein das ist, nee. Wenn er sagt, Fall, er ist Leiter, dann ist es für mich unwahrscheinlich, dass er nicht gesehen hat, dass ihn jemand berührt hat, wenn vorhin Light aus war. Und dann ist er für mich logischerweise Imposter. Aber das, was Vlesk gerade gesagt hat, stimmt ja. Jemand hat Max Identität angenommen oder Max Lesk. Ist ein Imposter. Lesk war genau. Lesk deswegen meine ich ja, es ist nicht mit Safe und dann ihn zu kicken. Das meine ich ja. Nee, bei 6 Leuten trotzdem also nicht. Sieben sowieso nicht, aber. Na doch, bei Licht hätten wir ja doch voten können, ja. Nein. Das ging schnell. Ich hoffe, du hast es gesehen, Dona. Ich bin gerade durch die Kameras geswitcht. Ah. Wo ist die Leiche? Vielleicht kann ich die Leiche liegt direkt neben dir. Und Unge ist an einem Biss gestorben. Und der Biss kam von Barso oder Vlesk. Aus meiner Sicht ist es natürlich relativ eindeutig, dass es also Vlesk sein muss. Ich habe Vlesk gedownloadet gesehen. Warum an einem Biss? Okay, warte mal ganz chill, ganz kurz. Geil. Vlesk hat gerade gedownloadet im Office. Also ich habe ihn die Task machen sehen, dass ich gerade mit der Cam rein bin. Jo. Ich weiß nicht, ob er so schnell sein kann, dass er ihn beißt und dann direkt ins Office kommt. Also das ist halt ein bisschen. Vlesk war mit uns oben bei Lights. Er hat auch Lights gefixt. Ich habe Lights gefixt, aber wieso läufst du als Leiter zum Light? Du siehst ja sowieso alles. Deswegen darf ich Lights für euch nicht fixen? Du weißt ja, dass wir schon zum Leichtesten gelaufen sind. Hast und dann reportet hast, Max. Ich war vor dir, Vlesk. Hast du auch gesehen, dass das im Post ist? Ja, aber wir haben doch... Also, wenn eure Theorie... Max, wenn deine Theorie mit dem Morphling stimmt, dass sich jemand gemorpht hat und wir haben Camouflage, dann kann es kein Vampir geben. Ja. What the fuck? Ja. Das ist nämlich das Ding. Ich muss und den Max Garlic wählen. Hast du ja immer. Egal, ob dann hast du oder nicht. Und schaffen. Das Ding ist ja... Jemand, es der die ganze Zeit Hass war, bei jedem Kill, außer bei der Sache von Unge und Timid, war es immer Max. Also ist es der Safe-Vote, jetzt hier spätestens Max zu voten. Ich glaube auch, und wenn der Safe-Vote ist Vlesk. Nein, der Safe-Vote ist Max, aber wenn die Runde jetzt nicht endet, müssen wir leider Vlesk sofort kicken. Ja. Leute. Timid kann ja Joker gewesen sein. Ich glaube, Timid muss Joker gewesen sein. Timid muss Joker gewesen sein. Weil Max gesagt hat, dass er gemorpht wurde. Wenn das eine Lüge ist, ist der Camouflage ja trotzdem noch drin. Sprich, es gibt oder Camouflage und einen Morpher. Oder außer Max ist der Lügner. So, oh Max Gott, ist der Imposter. Ey. Dann gibt's aber trotzdem noch ein Camouflage. Außer Max war der Camouflage. Aus meiner Sicht ist Vlesk Vampir und es gibt halt noch einen Camouflage dazu und Unge hat sich einfach verguckt. Ich glaube tatsächlich. Aber Camouflage war doch gar nicht mehr an, oder? Scheiße, wo ich Richtung Admin war und wo Unge tatsächlich reportet hat, Caruso kam von rechts rein. Das wird ein easy Win. Max war die Person, Vlesk die auf jeden Fall weggesprintet ist. Ja, aber dann müssen wir doch trotzdem jetzt hier Max voten. Ja, vom Timing her macht es, glaube ich, keinen Sinn, dass also er zufälligerweise darauf hofft, dass sein Imposter-Mate camouflaged und er dann quasi in der Situation noch morft. Oh nein, das sind Barso und Vlesk. Ach, scheiße. Ja, doch, wenn Max nicht ist, dann sind es Barso und Vlesk.
Das war's. Schade. Schade. GG. Ja, ich mein also, Fehler. Ich bin nicht an der Blutung gestorben. Ich habe mich selbst erschossen an Max. Aber dass du noch sagst, Matteo, ich hab ja gebissen. Deswegen dachte er, er wurde gebissen. Weil das hat dich natürlich die komplette Runde gekostet, Max. Warst du der, wie heißt er? Hat sich halt nicht bewegt. Normalerweise bewegst du dich ja trotzdem. Er ist einfach umgefallen. Ich war der Morphling und du bist camouflaged. Ich hatte Max schon gesampelt und hab dann Morphling so angemacht, dass wenn Camouflage ausläuft, dass man halt dann sieht, dass ich Max bin. Das war ziemlich sick. What the fuck, bei mir steht Jester wins. Also, was Jester? Timid war Jester, ne? Der wurde direkt weggeschossen. Wisst ihr, wo hätten wir drauf achten müssen? Als wir 7 Leute waren und Barso gesagt hat, ja, der Safe-Vote ist doch jetzt hier Max. Bei 7. Aber wäre nicht der Safe-Vote trotzdem... Nein, aber bei 7? Ich habe ja dann noch gesagt, nicht bei 7. Aber der Safe-Vote wäre trotzdem, hätten wir auf 7 gewotet, immer noch Max gewesen. Ich hätte es auch also auch gedacht. Also aus Crewmate-Sicht 100%. Und dann haben wir auch Max gewotet. So. Also, ich muss einfach sagen, das war eine gute Runde. Ja, war eine gute Runde. Das war saugut gespielt. Also das Timing von Vles war aus dem Grund sehr gut, weil es sah so aus, als wollte er in der Camouflage noch entkommen, um nicht gesehen zu werden, aber dadurch wirkte es nicht so auffällig, dass er extra gesehen werden wollte und auf Max schieben wollte, bla bla, und dadurch hab ich voll Max verdächtigt, hab noch eine Runde gewartet und dann hab ich geschossen, ja. Das war safe. Ja, gut. Ich hab gesehen, Linda hat Camouflage gemacht, ich bin so halb bescheiden und hatte Max halt schon gesampelt. Aber die Kills, danach habe ich keinen Kill mehr gemacht, glaube ich. Also wirklich gar nichts. Kannst du das nicht machen? Vielleicht konnte man während der Camouflage, kannst du ja, dann kann quasi noch dein Sample quasi nutzen? Dann kann ich morphen, genau. Okay, das ist ziemlich krass. Ah, ich bin mich überfordert, gerade. Alter. Aber mit dem Sheriff-Kill hatten wir halt mega Glück, weil Max noch einmal angefangen hat, vom Vampir zu reden. Aber es kann ja nicht Camouflage, Morpher und Vampir drin sein. Das hat für mich nicht aus, als ob er in Range gewesen wäre für den Kill. Das war echt unlucky. Ich habe auch nicht dran gedacht, dass er sich erschossen hat. Ich dachte mir so, er hat irgendwas übersehen, aber du bist der Leiter gewesen. Da musst du ja auch ein bisschen... Also, geile Runde, Lennar. Ja, ich dachte ganz ehrlich, als Simon direkt den Kill gemacht hat am Anfang, dachte ich, oh, schade, die Runde wird langweilig. Und dann wird es noch so ein Banger. Und ich so, what the fuck? Ja, durch den Jester weiß man nie. Ist der Jester weg, ist der Imposter weg. Das ist krass. Scheiße. Stark gespielt, ey, ihr Penner. Ja, auf jeden Fall. Also Jester ist halt noch... Selber Matteo, Alter. Stark. Ja, weil mir hat es erst eingeleuchtet, als es schon durch war, der Boden. Dann hab ich ja gesagt. Und dann hatte ich vorher, dass du Engineer bist oder so. Oh, Camouflage. Wir können jetzt so ein bisschen uns tarnen. Okay, wohin? Gehen wir rein? Gehen wir runter? Give me just a reason. Na, 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 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moiners! Moin! Shorty, fang du mal an, aber ich habe auch was Wichtiges zu sagen. Okay. Let's go. Ich bin tatsächlich Caruso. Caruso, wo bist du gerade? Ich bin gerade in die Camps reingegangen. Ich habe die Lights gefixt. Also Caruso und ich waren zusammen Richtung Storage drin. Caruso ist, glaube ich, dann nach links gelaufen zu seiner Task. Ich bin nach rechts gelaufen, komme gerade wieder zurück. Da liegt Mental im Storage drin. Aber auf dem Vent, glaube ich sogar. Ui. Okay. Also leicht auf dem Vent. Keine Ahnung, ob er da gerade zufälligerweise rausgewendet ist, wenden wollte oder sowas. Okay. Wenn es kein Vampirkill war, dann waren es nicht Crunchy, Dona, Barso, Blesk und Max. Mhm. Ja, 2 Leute waren Office, 3 Leute waren Admin. Da bin ich auch an Admin-Table rangelaufen mit Crunchy und Dona. Stimmt. 3 Leute waren Storage durch die Vampire, und 2 Leute waren Lab. Was auch stark ist durch Vampire, man kann Leute, die zusammenstehen, nicht mehr so hundertprozentig ausschließen, weil es können ja immer noch ein Vampirkill sein und so. Ja, klar. Aber ist auch eigentlich cool für die Imposter. Haben wir denn eine Information? Deswegen kann ich will auch niemanden ausschließen. Also, ja.
Da waren halt drei Leute in Admin, 10 Sekunden bevor gestorben ist. Es kann sein, dass der Vampir in Storage kurz reingebissen hat und wieder rausgelaufen ist. Das ist für mich am wahrscheinlichsten. Ich habe eine Frage an Timid, wenn ich darf. Ja, ich kann die Frage auch jetzt schon beantworten. Ja. Ich habe keine Aufgabe im Lab. Okay, das meine ist... Meine Aufgabe ist Specimen. Okay, okay. Jetzt würde ich natürlich aber gerne Zwischenfrage stellen. Drei Leute waren Storage. Jetzt muss doch eine Person von diesen drei Leuten sagen, okay, X und Y waren mit mir Storage... hat gebissen oder waren beide Imposter da drin? Ja, das ich kann mir vorstellen, dass aber Mantle war doch vorher gar nicht bei uns. Kann mir vorstellen, dass der Vampir einfach das Mantle der Engineer war und gewendet ist und der Vampir das gesehen hat, dass da jemand im Vent ist und reingebissen hat und in Storage waren Shorty, Dona, Carouser und Basu stand davor, aber die hat Labyrinth gemacht. Ich habe Labyrinth gemacht. Kann man den Biss gar nicht sehen, also wenn jemand gebissen hat? Nee. Das ist so wie Morphen oder wie das heißt. Shorty, ich habe dich hier vorhin gebissen. Was war da? Ach, du hattest mich gebissen vorhin. Merkt ich keiner. Nichts gemerkt. Okay, ist undercover. Ich habe Dona gebissen. Oh. Ich dachte, man hat nichts gemerkt dann. Ja, ich kann. Hast du was gemerkt? Ich kann auch seine Skin. Nein, ich habe gar nichts. Ich kann Timid ausschließen, sonst nicht. Weiß ich nichts. Wo ist die Leiche? Also für den Killstars sind, I guess, Caruso, Shorty, Dona und maybe Basu oder halt der Imposter, der unterm Vent war. War nicht im Vent, ansonsten hätte ich ja 4 Leute gesehen. Das macht immer noch nicht ein Specimen. Ja, dann Shorty, Dona, Caruso und maybe Basu. Aber unlikely. Aber ich habe dich im Auge, Simon. Ich habe dich im Auge. Basu auf keinen Fall. Basu auf keinen Fall. Die wir die ganze Zeit in Leipheim. Maybe just a reason. Na 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 na. Aha. Irgendeiner ist nicht mute. Oh, Schwarz ist tot. Och, Manu. Hallo. Immer nur Einzelkills. Wo? Da ist jemand aber vorsichtig. In Weapons. Liegt in Weapons. Weapons? Ja. Weapons? Das ist eigenartig. In Weapons, ja. Ich kann tatsächlich auch schon... Ja, schwierig. Hast du es auf Dings gesehen, auf Admin? Oder, ich habe an Lifeline den Kill gesehen. Das war vor... 10 Sekunden, 15 Sekunden, ja, 15 bis 20 wahrscheinlich. Weapons. 15 bis 20 Sekunden, ich bin an Admin-Table gelaufen, da waren 2 Leute in Weapons drin. Da dachte ich, dass kein Kill gefallen, weil wenn man einen Lifeline-Kill sieht, dann an Admin-Table guckt, wieso sollten dann 2 Leute in Weapons drin stehen? Eine Person läuft noch raus. Ich sage wahrscheinlich daran, dass die Türen zugemacht wurden und Unge ist rausgelaufen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob Unge wirklich... der Killer war, weil das so schlecht war, dass ich glaube, dass er eher gemorpht wurde. Sag mal, wirklich der Killer. Aus Weapons bin ich rausgelaufen? Ja, du bist aus Weapons rausgelaufen vor 10 Sekunden, deswegen bin ich nur hinterhergelaufen, habe ich Crunchy gecrossed. Okay, dann muss es ein Morpher sein, weil ich kann dir sagen, dass ich vor 10 Sekunden in den Camps stand. Stimmt, ja, dann haben wir einen Morphling drin. Okay. Ich habe ihn gesehen. Ja, Dona, wie lange stehst du schon in den Camps? Weil ich glaube... Also, ich war locker 15 Sekunden drin und ich habe dich auch rauslaufen sehen. Ich glaube, du bist dann über Storage oder so, also über den... Ich habe erst Lights gefixt. Während ich Lights gefixt habe, habe ich mich gefragt, warum das beim neuen Design der linke Schalter grün umrandet ist. Und dann bin ich zu Camps gelaufen. Dann habe ich gesehen, dass Dona drin steht, habe mich dazugestellt. Dann kam noch irgendjemand dazu, aber wir waren graue Blöcke, deswegen konnte ich die letzte Person nicht sehen, die da drin, also die dritte Person. Shorty habe ich gesehen. Ich glaube, dass die Person... Nee, ich war mit Basu zusammen in Comms. Die Person hat logischerweise in Weapons gewartet und dann einfach Morphang gemacht, als jemand reingelaufen ist, damit Unge halt. Also es ist schon relativ offen, es sah extrem offensichtlich aus. Aber Shorty kam mir entgegen oben bei Licht. Genau, ich war mit Shorty Licht gefixt gerade. Nee. Oder wir waren oben bei Electrical oder so. Aber auf jeden Fall sind wir hochgegangen. Und dann sind wir gerade wieder runtergelaufen. Und ich frage mich, ob ich das falsch gesehen habe. Aber bei mir sah es so aus, als ob du rausgelaufen bist, Vlesk, und dann wieder reingelaufen in Weapons. Aber ja, weil ich wissen wollte, wo Unge hingelaufen ist. Der ist ja rausgelaufen. Ich dachte so, warum läuft der jetzt raus? Okay. Und dann habe ich die Leihe gesehen. Aber ich dachte nicht, dass eine drinnen liegt. Du hast nicht Instant Report. Also du bist nicht reingegangen, hast reported. Du bist reingegangen, bist rausgegangen, bist wieder reingegangen. Das war. Könnte natürlich auch Jester sein, vielleicht. Aber von der Erklärung her macht es ja schon Sinn.
Dim. Dim. Echo Lazy, this shit is crazy. Donner Spock liegt tot unten in O2. Was? Donner Spock? Ja, keine Ahnung. Timothy Reno stand unten noch an der Mülltask. Ja, das stimmt. Und ich bin gerade sogar an, diesen, an den Flaschen. Ich bin übrigens gerade rausgelaufen aus O2 eben. Ich, ja, das stimmt. Und das war ich diesmal wirklich kein Morpher. Und Donner Spock liegt quasi auf der anderen Seite des Blocks. Wo das von der Mülltask. Ich habe den Download gemacht und bin runtergelaufen und da ist sie gerade gestorben. Ich möchte übrigens, also es ist ein Zebra, ja, aber wenn Crunchy und Dona nicht so richtig bestätigen konnte, dass das Barso bei Lights war, was ist es, wenn Barso Vampir ist, Mantel gebissen hat, der dann in Storage gelaufen ist und Shorty eine rosarote Brille für Barso aufhat? Nö, stand gerade neben mir im Live-Plan. Nee, hab ich nicht gemacht. Ja, also den Kill kann ich auf jeden Fall nicht gemacht haben. Ich meine für, für die ersten zwei Kills. Aber wer den gemacht hat, keine Ahnung. Aber ich habe eine Info zu dem Kill jetzt. Wir waren mit vier Leuten vorhin bei Electric. Da wundert mich tatsächlich auch. Nee, ich habe Barso nicht gesehen. Erzähl, deine Info. Ich habe Barso nicht gesehen. Okay, ich habe bei Camouflage angehen vielleicht. Ich bin... Unge habe ich zurückgelassen, aber den habe ich oben bei Electric wieder getroffen. Mhm. Aber Shorty kam verspätet von dem linken Gang hoch. Genau, weil ich aus Cam war. Ich habe auch gesehen, wie Caruso. Nee, du warst unten. Du, also du also du warst um die Ecke, dass du von unten hochgekommen bist. Und dann müsste ich Flask aber trotzdem für den Kill unten in Weapons saven können, weil ich gesehen habe, wie er rausgelaufen ist und dann wieder reingelaufen ist. Mhm. Wie soll ich? Ich kam von oben so. Ich hätte auch beißen können. Was mich auch wundert ist, was mich wundert ist, Caruso verdächtigt mich gar nicht. Also er hat mich nicht einmal erwähnt und ich war in O2. Ich habe dich auch gar nicht gesehen, deswegen, ich weiß ja, ich habe dich Wenn du mich nicht gesehen hast, Caruso, dann musst du gemorpht worden sein, weil wir sind uns gecrossed. Ich bin aus O2 rausgelaufen, bin hochgelaufen. Er wurde nicht gemorpht. Naja. Also, dass du mich gesehen haben. Dass du mich nicht gesehen hast. Können ja, wenn es aus ist, können wir, also Caruso ist ja mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit der Erste oder nicht. Und wenn Licht aus ist, so, dann ich hole einfach bei 7 rein. Hö, warum? Nee, ich denke dann. Wir können einfach das Licht wieder anmachen. Also, ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass du einer bist. Warum? Was habe ich getan? Stinkst. Can you feel the love tonight? Müssen wir bei dem Button voten? Kurze Verständnisfrage zur Runde. Ja, die Regel haben wir. Mornings. Hallo. Okay, Hallöchen. was ich sehr frech fand, ich habe gerade gefragt, müssen wir voten bei einem Button und dann ging Licht aus, weil jemand verhindern wollte. Das war ein bisschen deine Schuld, Simon. Ja, okay, weil ich wollte den Button drücken und zwar jetzt, wo Shorty tot ist, erst recht. Ich hatte mich nur noch zwei Vermutungen, Shorty oder Caruso, weil Shorty wurde ja eben von Crunchy gesusst, dass sie von unten kam. Und ich denke, ich weiß jetzt auch, warum Caruso mich nicht verdächtigt. Barso ist auch tot, ne? Weil Dona dich hart geklärt hat für den Killing Weapons. Nee, eben nicht. Caruso denkt, aber ich wäre Jester. Und er will mich nicht voten, weil er sonst verlieren würde als Imposter. Ich habe dich einfach wirklich nicht gesehen und ich weiß nicht, ob ich dein Wort dafür taken kann, dass du da wirklich aus dem Tuch rausgekommen bist, Simon Unge. Frag mal Timmit. Ich hab. Ja, ich hab jetzt Shorty gefunden. Ich habe Barso nicht gefunden, aber die laufen seit Runde 1 immer zusammen. Ich glaube, die sind Lover gewesen. Ja, deswegen dachte ich nämlich auch, die sind Lover. Ja, also. Also ich habe nur die Leiche von Shorty gefunden, die liegt nämlich vor Weapons, also so draußen im Feld, aber davor.
Und Basel habe ich nicht gefunden. Also sie war nicht da. Ja, Vles lebt noch, ne? Sollen wir nicht einfach rausholen? Nee, also ich denke, es ist eher Kaffee. Ich hol dich gleich raus. Timmit, hast du eine coole Rolle? Ja, ich bin Mayor. Ich kann doppelt bauen. Okay. Also geil. Pass auf, Shorty. Ich kann es ja schon ziemlich. Also ich bin Spy, aber ich habe keine Ahnung, was sie macht. Du kannst so Vles besondere Infos haben. Das war nicht mal so stark, dass der, da ist ja nicht mehr der zweite Imposter mit draufgegangen. Bedeutet, ich bin ja, also ich bin's ja einfach nicht. Das verstehe ich nicht. Also verstehe ich überhaupt. Hä? Aber ich habe dich gewotet. Nee, ich hätte ja mindestens nicht gewotet. Ja. Ja. Ja, also Shorty hat eben mir unterstellt. Aus meiner Crewmate-Sicht hätte ich ja dann. Ja, okay, für dich macht es keinen Sinn, aber aus meiner Sicht. Shorty hat bedeutet für mich bis dadurch du erstes. Shorty hat mir unterstellt, dass ich Jester sein könnte, weil ich ja aus dem Weapons-Raum schlecht rausgelaufen bin, was Wes gesehen hat. Also als ich extra schlecht rausgelaufen wäre. Ja, du könntest ja trotzdem Vampir sein und Dona kann sich ja verguckt aber haben. Shorty, und dann bist du für den Kill drin. Ja. Also, wenn Shorty aber nicht den Kill in O2 gemacht hat, dann bleibt ja nur noch Unge übrig, weil er da auch von da kam. Nee. Also in der Runde davor. Wir können ja aber Caruso. Eigentlich auf jeden Fall skippen, Caruso. Oder? Nee, echt? Wir sind doch, was für skippen? Wir sind doch vielleicht noch zwei Imposter. Warum? Es war doch. Oh hä, warum fliegt Les? Drei Votes auf Les? Ich hab geskippt. Es war doch Lava Imposter-Couple gerade gestorben, oder? Hä? Also ich hab Caruso als einzigen gewotet und drei Leute hat auf Les. Hast du zwei gehabt? Nee. Ja, Les, er war Jester. Ja. Hä, Timmel, hast du gewotet? Ich hab nur einmal gewotet. Ich könnte auch gar nicht doppelt voten, komischerweise. Sind Lava-Imposter rausgeflogen? Ja, ich hab ich hab Baso getötet, ich wusste nicht, dass Baso Dings ist. Das Baso. Ja. Ich hatte recht, oder? Ja. Ich war's mit Shorty zusammen. Ja. Shorty, wie konntest du? Sorry, Dona. Aber warum habt ihr Wes gewotet? Shorty, du hast ihn gebracht, oder? Oh, das war mir klar, also ich war schon ein bisschen ich hab gar nicht gewotet. Als du überhaupt keinen Verdacht gegen mich hattest, als ich auf einmal diese dumme Story mit dem Morphling erzählt hatte. So. Das war dir ja komplett egal, Simon. Das war mir egal, weil ich dir geglaubt habe. Votet man jetzt automatisch zweimal als Mayor? Ja. Okay. Aber ein Vote hat ja auch gereicht. Ihr habt euch ja nicht entscheiden können für Caruso. Ich dachte, wir hätten uns für Caruso entschieden. Dachte ich. Ich hätte eine Frage, wenn man wenn man Crewmate-Lover und Imposter-Lover ist und die Imposter dann gewinnen die Lover dann auch? Nee. Dann gibt's einen Showdown. Nee, dann gibt's ein Stechen, genau. Ja. Zwischen dem Lover-Imposter und dem normalen Imposter. Wenn ihr bei vier Leuten ankommt, dann ist das Spiel nicht vorbei. Dann muss der eine, der Solo-Imposter muss den Lover-Crewmate töten und der Lover-Imposter muss den Solo-Crewmate töten. Dann kann man ja als Lover-Crewmate gar nicht mehr mit seinem Lover-Imposter zusammenspielen. Doch, natürlich. Du bist halt quasi mit mir. Der Imposter kann nicht mehr mit seinem Imposter-Kollegen gewinnen. Es gewinnt Simon, entweder Lover-Couple oder Solo-Imposter. Warst du Vampir, Simon? Nee, ich war Dings, dass ich alle zu grauen... Leute, okay. Es war gab kein Vampir. Hat den Kill in O2 gemacht? Oder Shorty war Vampir? Okay. Shorty war Vampir? Oder Morpher? Nee, ich bin einfach runtergelaufen. Okay. Hab unten den Kill gemacht. Also hab ich doch richtig gesehen, oder Shorty? Ja, du hattest recht. Ärgerlich, dass ich Baso getötet habe. Schade, ich hätte es. Das ist ja mega ärgerlich. Hast du versucht, das irgendwie zu zeigen, aber ich hab's irgendwie nicht gerafft. Ich meine, ich hätte dich später eh verkauft, Unge. Ja, gut, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ja, ganz komische Runde, weil ich ja nicht mal geflogen bin, weil ich sass war, sondern. Weil wir einfach niemanden anderen hatten und Timmy für mich votet. Ja. Aber du warst ja auch gar nichts, was in der Runde ist, weil Caruso da geflogen wäre. Also war eigentlich gut gespielt, finde ich. Tja, schade, Timmy. Wir sind nur 9 von 10. Wir sind nur 9 von 10. Baso, nein. Ja, weil meine Lobby war verbuggt. Ich habe gedacht, die funktioniert nicht mehr. Warte mal. Achso, dann kommt nochmal beide rein. Ich habe auch neu gestartet, deswegen, ja. Les hat gesaved. Les hat gesaved. Sehr gut, Les. Super was ist gemacht. Passiert? Timmy, warum hast du dich Caruso gewotet? Er wollte dich ja richtig kaufen, ey. Simon. Ja, ich hab dich extra richtig gut gekauft, oder? Am Anfang. Ja, richtig gut. Mega interessant, dass du mich voten wolltest, Timmit. Ja, ich weiß nicht, du hast nichts gesagt, ich hab's ja nie gesehen, ich weiß nicht. Aber alle Crewmates hatten sich ja auf Caruso geeinigt, also entweder hätte es Caruso sein müssen oder ungeglaubt. Ja, Caruso hätte da, glaube ich, nicht reportet, wenn er da mit mir in O2 ist. Ich hätte den Kill unten in O2 nicht gemacht. Ja, eben. Timmit, kannst du dir noch eine rote Mitte aufsetzen, bevor es losgeht in 3? Hab ich doch. Alter, geil, viel Spaß bei der Runde. Aber für dich bin ich nackt. Schon wieder mit Jordi los. LOL. Schon wieder mit Shorty. Ich finde den Morph-Link so kompliziert.
ist Max. Okay. Blau ist tot, blau ist tot, blau ist tot. Hallo! Hallo! Oh nein! Oh nein! Armer Timid. Was ist jetzt wieder? Oh, Timid schon wieder als erst tot. Mhm. Hat jemand schon wieder Timid erschossen? Wer auch immer der Medic ist, geile Sau. Was? Wer von euch ist der Medic? Ich. Nice. Ich hab gedacht, man sieht das Schild nicht mehr in der Mauer. Du hast mein Leben gerettet. Scheiße. Aber er hat gesehen, wie er getötet werden sollte. Gesehen, wie mich jemand töten wollte. Tötet. Ja, bitte. Cool. Geil. Timid liegt an der Rakete. Ich sag's aber nicht. Bitte. Okay. Ach so, du sagst nicht, ich könnte, wer dich hätte also töten wollen. Ja, Matteo kann mich ja. Hm. Ja, doch. Also, die Frage ist: spielt man Simon Unge, anders? Wollen wir uns einen kleinen Showdown liefern? Wo bist du denn? Gewesen. Gerade durch dich durchgelaufen, als mein Bildschirm rot geflackert hat, weil du mich unbedingt töten wolltest. Ich hab dich nicht gesehen, Specimen. Aber wir stehen in Office. Specimen. Scheiße, ich wenn du Morphling warst, wenn ich nicht aufgepasst habe, dann wäre das scheiße. Aber ich glaube, steh nicht in Simon Office. Ist gerade. Du bist ein Specimen, Unge? Ich bin ein Specimen. Da kannst du auf jeden Fall nicht sein, Unge. Ja. Weil wir sind nach dem Morphen, was du mit mir in Koms. Ich bin nach Koms ins Specimen gelaufen. Scheiße, Simon, ich hab eine schlechte Lüge gehört. I'm sorry. Ja, es ist nicht meine Lüge. Pass auf, ich kann euch genau sagen, wie meine Route war. Ich find's genau, wie meine Route war. Es war, alle waren grau. Dann habe ich eine Person verfolgt, weil ich gucken wollte, wer es ist. Und das war Max. Dann bin ich nach rechts rein, runter zu Specimen. Ey, warte mal. Wie bist du denn in der Zeit, die ich von Koms nach O2 brauche, wie bist du in der Zeit in Specimen gekommen? Das ist die vierfache Strecke. Da war mehr als genug Zeit. Caruso, hast du die Leiche gefunden? Die Leiche habe ich gefunden an der Rakete. Aber das tut ja nichts zur Sache, dass Vles Bildschirm rot wird, wenn Simon ihn umbringen will. Ja, aber wenn der Morphling an ihm vorbeigelaufen ist. Weil das Problem ist, ich habe Simon gesehen und dann kam ein weiterer Simon von O2 ins Office gelaufen. Aber ich weiß nicht, ob das... Ich denke, das war der echte Unge. Er hat ja auch gerade gesagt, er wollte mit mir kommen. Hä? Was? Also, ich weiß nicht, wer ich angegriffen hat, aber ich war es nicht. Aber Votes danke für die Votes auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich hab ihn gewotet. Oh, schwierig. Ich könnte mich auch verguckt haben. Aber, also ich glaube, du hast dich verguckt. Okay. Ich bin stecken geblieben. Was meinst du von mir? Ich will doch nur jemanden haben. Okay, pass auf. Wer ist gerade unten in Deacon? Deacon. Baso Crunchy. Wer war da gerade alles? Baso Crunchy. Max. Baso Crunchy Max. Ja, genau. Baso Crunchy Max. Crunchy pass auf, Crunchy Baso Max. Ja? Ich bin mir zu 99% sicher. Na, ich will lieber verringern. 187%, dass Right Max Vampir ist. Oh, okay, warum? Weil Right Max mir die ganze Zeit so merkwürdig nebenher gelaufen ist und ungefähr 10 Sekunden das her war, dass Mantle uns gecrossed ist, aus Specimen nach oben gelaufen ist und in Specimen gestorben ist. Oh, bedeutet, nee, warte, theoretisch, er ist in Deacon gestorben, bedeutet, theoretisch hätte auch Baso ihn beißen können. Ich möchte was sagen. Kann das nicht sein. Ich möchte was sagen. Doch, Baso liegt in Upper Deacon. Hätte ihn doch auch jemand... Mantle liegt in Upper Deacon. Aber da war Baso nie.
Nee, aber Baso hätte ihn ins Specimen beißen können. Aber es hätte ihn jeder ins Specimen beißen können. Okay, ich würde gerne mal, ich würde 10 Sekunden Anspruch nehmen. Darf ich 10 Sekunden Anspruch nehmen? Ich hätte auch keinen Sinn. Okay, also. Vlesk hat mich ja eben gesusst, weil sein Bildschirm rot wurde, als ein Ungarn durchgelaufen ist. Und Caruso hat sofort in seiner typischen Imposterstimme gesagt, oh, das war die schlechteste Lüge, die ich je gehört habe. Und es war nicht meine Lüge, ich war ein Specimen. Und Imposterstimme. Ja, Caruso, und jetzt verdächtigst du Max. Also ich will Max nicht schützen, es kann sein, dass Max Papier ist und Caruso wirklich unschuldig, aber ich glaube, dass Caruso versucht, dir alle möglichen Leute sus zu machen, weil er vielleicht der susseste ist. Also maybe. Caruso gefällt mir auch nicht. Trotzdem. Könnte ich mir jetzt auch mal ein bisschen Baso, Crunchy, Dona und Max und Miao2 als Camouflage war. Jeder von denen hätte als Vampir einfach reingebissen und geguckt, was passiert. Will ich jetzt nicht komplett aus Ausrede benutzen, aber keiner von denen war Unge im Office. Ich bin Detective, ich sehe Fußspuren, auch die Originalen, wenn sie mir vorbeilaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die einfach nur grün waren und nicht irgendeine andere Farbe. Du bist auf jeden Fall Imposter. Matteo, mein Schild ist jetzt leider tot. Sprich, ihr wisst, dass er Medic ist und wir kein Duo waren. Aber Wes, ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Ich habe keinen einzigen Task gemacht. Ich bin wirklich nicht Imposter. Ich tippe Caruso jetzt. Mann, ist die Imposter-Stimme irgendwie? Oh. Oh. Also, Wes hat sich geirrt. Ich glaube ihm, dass er Detective ist, aber er hat falsche Fußspuren gesehen. Warum, Dona? Was habe ich denn getan? Ich weiß nicht. Ich glaube, gut, wir klären das auf A-Map. Schade, dass ich genau denjenigen versuche abzustechen, der ein Medic-Shield hat. So unlucky, oder? So unlucky. Aber egal. So unlucky. Das war wirklich sehr unlucky. Das war wirklich sehr unlucky. Leider war das etwas unlucky, dass ich den Medic angegriffen habe. Wer ist gerade unten aus Deacon rausgekommen? Max, ist es dein Ernst? Ja. Ich habe eben noch in die Camps geguckt, um zu schauen, ob ich noch irgendjemanden sehe, der. Okay, das sah nämlich wirklich weird aus. Okay. Liegt der Tote wirklich an Lights? Nee, Security. Nee, Security. Ja, okay, aber dann sind die beiden. Dann sind die beiden in Lab safe und der unten aus Deacon ist safe. Wer war unten in Deacon? Ja, wer war unten in Deacon? Okay, keiner. Keiner möchte das freie Alibi haben, okay. Das muss ja, muss ja Vles gewesen sein, weil es waren Shorty, Max und warum sagt Vles der, nicht, der das tote war? Timid dann da oben. Er muss ja wieder Joker sein, wenn er es nicht sagt. Und was meint ihr? Bist du gerade unten aus Deacon rausgelaufen, Chris? Ja. Warum hast du nicht gleich Ja gesagt? Ich habe kurz nicht aufgepasst, tut mir leid. Okay, aber das muss ein Kill entweder von Shorty oder von Riot Max gewesen sein. Wieso? Ihr könnt mich gerne voten, aber Max steht tatsächlich literally auf der Leiche und ich bin erst raus, ich bin Security reingelaufen, hab dann die Leiche nicht gesehen, weil Dona quasi in dem Panel lag. Bin rausgelaufen, hab gesehen, dass der Report-Button aufgeleuchtet ist. Und dann laufe ich wieder rein und dann reportet Max. Weil ich nehme die Runde gerne auf meine Kappe. Ich bin mir sehr sicher, dass Unge richtig war. Ich bin Detective. Ich bin mir auch sehr sicher. Ich habe aber auch vorhin mehrmals gesagt, dass Unge tatsächlich nicht in Specimen war. In der Runde, wo er gecallt hat, er war Specimen, habe ich mehrmals gesagt, ich war Specimen. Und er hat du Schwadi, aber ich habe doch auch auf Unge geschossen. Ich habe doch gesagt, hey, du erzählst, dass du von Coms nach Specimen gekommen bist in der Zeit, die ich von Coms nach O2 brauche. Und ich habe als erster mit Blask auf ihn geschossen. Also, ich denke, ehrlich gesagt... Also, nicht als erstes, weil ich habe nämlich literally direkt gesagt, dass ich nämlich Specimen war, als er meinte, er war Specimen. Aber, wie gesagt, ich sage ja auch gar nichts, aber für mich sah es einfach Chris, was komisch aus gerade. Wer ist es denn? Weiß ich nicht. Also ich denke, es kann okay. nicht sein. Ich war zum Zeitpunkt des Todes, war ich halt an Lifeline. Hm. Ich bin übrigens Engineer, ich bin da hin und her gewendet in Storage, Office und Vordings. Und Max kam da, war in Coms zu der Zeit und ist dann halt hoch wahrscheinlich gewendet oder gelaufen, was auch immer. Lights gehen aus. Killfeld, ich gehe an Admin Table, zwei in Lab. Einer unten kommt das Deacon raus, ich am Table, bedeutet Shorty und Max war die einzigen in der Nähe. Ich habe jetzt geskippt, weil Unge richtig war. Ich bin mir zu 70% sicher, dass es Max ist. Nur Sam, weil die anderen halt so unwahrscheinlich sind. Mach doch nicht den hier. Mach doch nicht den. Toxic Prag fragt, ob es irgendwann mal wieder Phasmo gibt. Ja, morgen Abend gibt's Phasmophobia zusammen mit Glu. Morgen Abend gibt's Phasmo. Morgen Abend gibt es Phasmo mit Glu. Morgen gibt es Phasmo mit Glu.
Morgen Abend gibt es fast. Scheiße. Ich hoffe, du hast es gesehen, Les. Linda war einfach Sheriff und hat sich an mir abgeballert. Hat sie sich abgeballert? Nee, nee, an mir. Sie hat sich hundertprozentig an mir abgeballert. Les, du hast auch gesehen, oder? Linda, why are you doing this? Basu! War mein Upload-Task und dann ist Linda geplatzt. Nein, Basu! Don't do this to me, Linda. Wer stand denn jetzt näher, Caruso oder Max? Ich. Sah für mich das schon eher nach Max aus, ehrlich gesagt. Also no, Christoph! Ich garantiere hier für gar nichts gerade. Also. Ja, da muss es ja aber theoretisch dann Shorty. Nee. Warte, stopp. Nee, nee, nee. Nicht Shorty. Das ist Max. Okay. Sorry. Was? Nee, es kann einfach Carusos Info auch falsch sein, ne? Nope. Oh, das könnte Shorty noch holen. Ich weiß, dass du reingelaufen bist, sondern bist du leid. Boah, ich bin so froh, ich habe die Tür extra zugemacht. Zum Leitfixen gelaufen. Ich habe die Tür extra zugemacht. Es kann auch einfach sein, dass Shorty da gegangen ist. Damit kannst du dir Baso das Gefühl hat, oh, da ist jemand verdächtig. Für den Kill trotzdem nur Sus, Right Max und Shorty TV. Also für mich, wie gesagt, ist natürlich der Sus auf jeden Fall hoch auf Max. Ich meine, wir haben eine Poster draußen, deswegen habe ich auch ehrlich gesagt eben nicht aggressiv gevotet, weil ich denke, dann kann man ihm zumindest die Chance lassen. Aber das stimmt natürlich auch, dass Caruso halt durchaus hätte die Lifeline-Info quasi faken können. Er hat ja alle Infos. Er hatte alle Infos, als er die Info gegeben hat. Ja, aber er kann ja auch theoretisch, er sagt jetzt zum Beispiel, er ist Engineer und kann quasi überall rumwenden. Kann ja also dementsprechend auch sein, dass er halt dementsprechend schnell da hingekommen ist. Ich bin Proof-Engineer. Ich wusste die Position von Crunchy und Baso und Chris. War dementsprechend wirklich am Admin-Table und ich komme von dem Kill, der während Lights gesehen? Gefallen ist, ja nicht runter. Und Crunchy hat gesehen, dass ich in den Vent reingeschaut habe. Viel Glück für Französisch. Ja, genau. Gerade, aber du hast es ja jetzt auch schon quasi announced. Aber er hat vorhin so viele Infos gegeben, also im Sinne von auch hier Baso und ich sind oben, Les unten, genau. Der Kill war, also er hätte eh den Kill nicht machen können. Ich kann Les, als Crewmate weißt du doch, was ich gerade machen wollte, oder? Als Crewmate ist dir doch klar, was ich gerade machen wollte. Sicher mir proven. Aber es kann ja immer noch ein Vampir drin sein, oder? Und einfach auf Linda vorher schon abgedrückt. Wobei, das wird zeitlich wahrscheinlich nicht ganz gehen. Also wir haben doch die Camouflage noch drin. Du müsstest eigentlich wissen, dass wir auf Safe den Vampir nicht drin haben. Weil wir hatten noch Camouflage, als wir Unge rausgeholt haben. Also, wir beide müssen eigentlich wissen. Das Problem ist halt der Kill an Timidin Lab für mich so. Und da kommt Jordi für mich am ersten Frage. Das Problem, das ich habe, ist, sie hat halt auf Unge geschossen. Und Unge ist für mich halt der Imposter. Das macht für mich so wenig Sinn. Ich bin's auch nicht. Na, jetzt hat Les Angst. Jetzt denkt er, es ist Max, der die Türen versucht zu schließen. Mach keinen Kill, Shorty. Mach keinen Kill. Ich muss Max versuchen, in die Verdächtigen zu führen. Zumindest wenn Max jetzt stackt mit Flask, ist das natürlich doof. Hey, warum kann ich nicht repairen? Ach, ich bin so ein Idiot. Oh Mann. Ich hab reingeschissen gerade. Was ist passiert, Les? Camouflage ist angegangen. Und ich bin Detective. Ich hätte locker rausfinden können, wer gerade getötet hat neben mir. Aber ich hab einfach reported. Ich bin ein Hohlkopf. Okay, nee. aber ich war. Muss ja wahrscheinlich Caruso sein. Ich bin gerade an den Leitschaltern. Warum habe ich nicht auf die Fußsprung? Ich bin so dumm. Nein. Ich kann dir helfen. Ich war nämlich gerade, ich kam gerade aus Decon von unten an den Admin-Table und habe geguckt. 3 Office, 1 Electric. Und ich halt da. Ich war ein Electrical, da musst du Shorty sein. Ich war Electric. Oh. Nope. Ich bin sogar jetzt am Schalter. Ich hätte noch einen einzigen, den rechten Schalter haben müssen, Caruso. Ja, für mich, wenn Max raus ist, für mich Shorty safe, so. Weil die Runde, wo Max und Shorty eine Leiche in Security gefunden hat, hat Caruso dich und Baso und mich gefragt, wo wir gerade stehen und hat uns, bevor wir antworten konnten, die Position gegeben. Der kommt später nach. Einer unten aus Decon raus, ich und Baso oben raus im Lab. Deswegen bleibt noch Shorty übrig. Ich war da ja schon super lange Richtung Crunchy. Electric. Die was, Richtung. Was also für dementsprechend mich, hätte er das schon vorher längst also, wissen können, dass wir da sind. Was es für das mich halt auch so verwirrend macht, ist, dass Shorty gegen Unge geschossen hat. Das Problem ist, Unge hat, nachdem er eine Runde überlebt hat, gegen Caruso geschossen. Ich denke nicht, dass er es machen würde, wenn er wirklich ein Imposter wäre. Weil Unge für mich so sicher
Imposter war, dass ich nicht denke, dass er dann gegen seinen zweiten Imposter schießt, wenn er weiß, er fliegt eh schon raus. Das könnte, aber damit hat er seinen Triple Pass ja auch theoretisch rausgenommen. Aber ich glaube, du warst eher das nachvollziehen. Ihr könnt mich gerne voten, dann geht die Runde weit, das Licht ist eh aus, ihr könnt dann direkt den Button drücken und auf Caruso gehen. Nee, ich bin mir, also, ich glaube, man wollte einfach Vless töten, aber ist dann ja, Max gestorben. Ja, ich wollte Vless töten! Oder? Ja! Ich sag einfach, ob es Max ist. Ich hätte wirklich nur auf den Tisch schlafen können gerade und es wäre safe gewesen. GG. I got you, Caruso. Hast du gesehen, dass ich extra noch einen Schritt daran nicht gelaufen bin, als ich extra noch einen Schritt gelaufen bin, mich zu schützen lassen? Ah, wie unlucky. Ey, ich greif genau den an, der das Medic Shield hat. So unlucky gewesen. So unlucky gewesen. Ja, Junge, RIP. Was hast du gedacht? Hast du ihn angreifen wolltest, wenn er nicht gestorben ist? Soll ich das ausmachen? Ich weiß es nicht. Da hast du ja sofort den Imposter. Als ich ihn angegriffen habe und ich wusste, er ist nicht gestorben, dachte ich, okay, er weiß, dass ich es bin, weil er dann kriegt einen roten Bildschirm und das war obvious. Ich finde es besser, wenn man das Medic Shield sieht, als dass man... Ja, finde ich, glaube ich, auch besser, um ehrlich zu sein. Weil dann ist die Runde halt vorbei, ne? Und die Imposter können halt nicht countern, weil die wissen ja nicht, wer das Schild hat. Ich würde mal kurz mein Game neu starten, weil in meinem Game habe ich Caruso nicht gesehen, aber in Carusos Game stand ich neben Caruso. Ich habe den Clip mal reingepostet. Also in meinem Game habe ich auf Max. Ich habe Caruso als Geist auch nicht gesehen. Also ich habe nicht gesehen. Ich starte mal kurz mein Game. Also ich glaube, Caruso sollte sein Game mal neu starten. Ja. Caruso, start du mal dein Game. Ich gehe mal kurz Bibi machen. Jo, hä, aber ich habe gerade den Clip von Linda gesehen. Jo. Deswegen war ich auch so verwirrt, dass du reported hast, weil auf meinem Screen warst du da nicht. Ich war auch so verwirrt, weil er hatte reported, aber ich habe nur Max gesehen, dachte so, hä? Ja, in meinem Game war er einfach nicht neben mir, aber in seinem Game war er neben mir, keine Ahnung. Deswegen hat das für euch so wenig Sinn gemacht. Ich hätte Caruso auch nie geglaubt, wenn er nicht reported hätte, weil du halt gar nicht da warst bei mir. Meine, ich war da. Nee, habe ich dich gesehen. Ah, so. Mir war alles in Ordnung. Hallo Team, ich bin da, seht ihr mich? Hey, auch nicht mehr nackt, Hype. Ich war noch nie. Hey, was ist das für eine Jacke? Ja. Was ist das für ein Drip, Caruso? Das ist eine nagelneue Jacke von Moncler. Ich chill am Meer hier. Wie viel ist dein Auto wert? Oh Gott. Hose 50. Er sagt mir nicht, er kennt die Line nicht von K1. Nee. Von Prince K1. Ich habe Style und das Geld. Das kann ich eigentlich auch gar nicht mehr kennen. Ich glaube, das kann jeder. Ey, Linda? Damn, you got too good at this. I'm a little bit proud, I must say. Linda ist bei mir auch nackt. Aber das gewollt, oder? So. Können wir noch mal ganz kurz klären, was für Spezialrollen überhaupt alle möglich sind in so einer Runde? Ich war gerade eben Swapper. So, bei mir, also ich bin nur Crewman. Also drück mal zweimal Tab, Matteo, da steht alles da. Ey, soll ich was Lustiges erzählen? Ich war Jester. Und da steht okay. Number of Crewmates Neutral Roles 6,5. Was heißt die 0,5? Ja, das ist 6 oder 7. Crewmate-Rollen gibt und zwei Imposter-Rollen, sprich ein oder zwei normale Crewmates pro Runde. Oh Mann, warum greife ich den Medic Shield an? Ah! Ja, das kannst du ja nicht wissen, dass ich das nicht machen. Ja, da kannst du echt nicht machen. Kannst du nicht wissen, dass ich so krass schlau bin und das Schild gebe direkt. Ja. Mann, Matteo. Ich habe gehofft, dass das mit dem Morph-Ding noch irgendwie funktioniert, dass es noch irgendwie durchgeht. Ja, war eine gute Ausrede eigentlich. Aber Shorty hatte ich halt. Ja, aber das Problem war, dass du sogar noch die Fußspuren sehen konntest. Du warst nicht nur der Geschilderte, du warst auch der Detective-Geschilderte. Ja, aber ich habe nicht drauf geachtet, ich als Detective, weiß ich nicht, man vergisst ja so schnell, dass man die Fußspuren sieht, weil du rechnest ja nicht damit, dass genau in dem Moment jemand töten will und ich wusste nicht, dass ich ein Medic-Schild habe und dann kam ja auch das Meeting. Aber Leute, ich hab doch gesagt, eine Millisekunde nicht drauf, ich bin's wirklich nicht und niemand hat mir geglaubt. Ich hab dir geglaubt, Simon. Ehrenmäntel. Ich weiß nicht, warum du einfach die Story aufgetischt hast. Hey, ich bin ein Specimen. Ich bin ja so 3 Zentimeter gelaufen auf meinem Screen und Unge so, ich bin ja bis das war easy. Das war das Krasse. Matteo hat danach gelogen. Matteo hat gesagt, Unge war mit ihm in ja, weil Matteo der Chef war? Nein, pass auf. Ich war in Communications drin und es ist wirklich jemand unten langgelaufen von links nach rechts, also von O2 in Office. Ja. Und ich dachte, das war Simon und dann bin ich hinterhergelaufen und dann habe ich das gesagt und dachte, hä, dann gab es Simon zweimal oder was? Ja. Und dann tötet mich Simon. dachte ich, ja, cool. Aber das war auch nicht Simon, weil es gab ja keinen Morphling in der Runde. Doch, ich war der Morphling. Ich habe Timmits Gestalt angenommen. Aber dann ist er tot gewesen. Da dachte ich war direkt tot, ich war Chester. Ja, aber ich hab doch deine Gestalt angenommen, glaub mir. Ich hatte Tim mit Camo-Dings. Tim mit Gestalt, hab ich mir auf meiner Leiste. Ja, schön wär's gewesen, dann wäre ich direkt rausgeflogen als Chester. Ja. Aber ich hab das dann nicht umgesetzt bekommen. Ich war dreimal Chester, ey, geil. Ja. Wir können noch so ein paar Runden so spielen. Wollen wir dann langsam ein paar Rollen aussieben?
Oder meint ihr, weil ich finde es ein bisschen unübersichtlich. War da schon mal jemand Snitch? War da schon mal jemand? Nee, Snitch war irgendwie, also weiß man ja nicht, oder? Hm. Doch, doch, weiß man schon, ne? Kann man ja nicht sagen, normalerweise. Aber ich, nee, nicht, ich war kein Snitch, nee. Ja, ja, mir ist alles recht. Ich, ne? Wir können es so einstellen. Snitch einfach mal testweise ein bisschen hochstellen? Können wir machen. Ja, könnten wir machen. Ich bin, ich bin Game Master geworden. Ja, aber ist ja, ich meine, Snitch ist ja wirklich nur, du machst deine Task und siehst dann, wer Imposter ist. Also ist jetzt nicht... Drip, drip. Die wird schon mal drin sein in den nächsten Runden, aber es ist jetzt ja nicht so die, wow, das revolutioniert alles. Oh mein Gott, Leute, ich bin Snitch. Wurde das mit dem Medic-Sheet jetzt umgestellt, lässt? Was? Ich bin Game Master geworden aus Versehen. Muss ich irgendwas machen? Starten. Ja, einfach starten. Hey, viel Spaß, Freunde. Viel Spaß. Hey, danke. Ich wünsche dir auch ganz viel Spaß. Kann mich mal jemand nicht zuerst umbringen? Das wäre voll cool. Chat zu der. Oh nein. Das bin ich jetzt nicht. Das ist gut, jetzt mach ich meine Tasks. Okay, Timmit, komm mit. Timmit, ich weglaufen. Was tut? Hä? Da ist er. Rot ist tot, Rot ist tot. Okay, komm, wir gehen zu Rot. Komm, wir gehen zu Rot. Rot ist tot, Rot ist tot. Mornings. Hallo. Matt Timmit, und ich hatten die gleiche Idee. Timmit, ich wollte, dass du nicht in der ersten Runde stirbst, deswegen habe ich dich beschützt. Ja. Aber ich habe jetzt die Verdacht, erstmal soll Max erzählen, der hat die Leiche gefunden. Ja, Leiche liegt in Security, ist circa 15 Sekunden tot. Nee, 15 Sekunden ist zu lang. Ich würde sagen eher 7 Sekunden. Nein. Also, vielleicht sind es 12, aber es sind auf keinen Fall 7. Also, okay. 7 sind 13. Ich habe den Killer in Lifeline gesehen, bin dann zum Admin runter. Ah, okay, ist, wie gesagt, dann habe ich ein schlechtes Zeitgefühl, weil ich habe den auch in Lifeline gesehen und ich dachte, das wäre erst 7 Sekunden. Okay, ich habe, also ich, Max, ich bin... Max, warst du mit mir in Lifeline? Ja. Okay. Genau, weil, also Max und ich, wir haben, ich habe den Kill aber nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass jemand tot ist. Ich bin unten lang gelaufen, Max oben und wir haben uns genau gleichzeitig bei Kameras getroffen wieder. Genau. Ich habe sehr gehofft, dass 2 Kills passieren, damit ich Timmit ausschließen kann. Aber jetzt muss ich leider sagen. Jetzt kann ich leider auch Simon nicht rausnehmen. Timmit. Also, Timmit hat jetzt zweimal ist jetzt so früh gestorben. Ich dachte, ich bleibe bei Timmit, schütze ihn so ein bisschen. Aber, hast du ja Geld gegeben? Nee, habe ich nicht. Ich bin kein Medic, aber ich habe eine andere Rolle, mit der ich mich ein bisschen schützen kann. Lover seid ihr, oder? Nee, wir sind kein Lover. Aber ich höre ein Echo bei. Ha! Okay. Echt? Egal. Aber Timmit ist immer vor mir weggelaufen und deswegen denke ich, dass Timmit wahrscheinlich eher ein Imposter ist und versucht von wegzulaufen, um ungesehen Kills machen zu können. Nee, ich stehe die ganze Zeit in dem grünen Bereich, damit Unge mich nicht beißt. Ja. Gut. Das stimmt übrigens gar nicht. Ich bin nämlich gerade mit Timmit hochgelaufen zum Lab, da war kein grünes Bereich, also ich hätte ihn da locker beißen können und er mich auch. Ja. Was ich sagen wollte, als der Kill gefallen ist, kam am Ende noch Matteo, Dona und Crunchy in den Office rein. Die anderen waren alle vorher schon. Deswegen, Dona, die drei Dona sind für mich nicht gemacht haben. Laboratory. Dann Crunchy und Matteo. Ich habe Dona gesehen. Das ist knapp. Zeitlich ist Max, es sehr knapp, glaube ich. Matteo hat den Kill nicht gemacht. Dona. Genau, weil Max sagt doch, er hat den Kill auf Lifeline gesehen und übrigens, Vlesk hätte mich dann auch gesehen. Also Vlesk und ich, sind wir nicht gleichzeitig sogar reingelaufen, fast. Okay. Nee, du bist in Office rein, links raus, nach oben zum Lab, bist aber dann wieder ins Office reingelaufen und bist dann wieder links raus. Also du bist einmal im Kreis gelaufen. Sehr komisch. Ja, genau. Timmit, bitte sag mir, dass ich dir vertrauen kann. Bitte, Timmit. Ja, du kannst mir vertrauen. Okay. Wirklich. Du kannst ja auch vertrauen, Timmit. Wirklich. Du kannst dir wirklich vertrauen. Okay. Okay. Wenn, wenn ich dich töte oder wenn ich irgendjemand bin, der du nicht vertrauen kannst, dann scheiß ich mir in den Hals. Was?
Oh mein Gott, das escalated quickly. Too much info. Viel Spaß. Komm hier. Ted, bitte hier. Ich muss einmal hier hin. Timid. Nee, ich muss da nicht hin. Ich muss da nicht. Oh, du musst da? Okay. Oh Gott! Junge! Okay, ich hatte so Angst, dass einer von euch viel macht. Mann, ich habe gerade einen Knoblauch gelegt in Weapons rein und man sieht den Knoblauch nicht, aber wenn man draußen vor der Tür steht, sieht man noch ein bisschen leichte grüne Umrandung. Ja. Lass Caruso erstmal. Ja. Ja? Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass in der ersten Runde der Reaktor angegangen ist? Ja, und ist es Ausgang ist, weil du bist der. Du bist der. So. Du bist der. Du bist der Venter. Weil der Liebe. Ich dachte halt. Wo ist Chris hin? Wo ist Chris hin? Ich muss ihn verfolgen. Ich habe ihn dann aber verloren. Dann dachte ich mir, YOLO, ich jump einfach in den Vent. Und dann dachte ich mir so, nein, Mann, Chris wäre nie Imposter. Der würde, der kann es nicht sein. Der wäre nie im Leben ein böser Mensch. Und dann bin ich halt einfach vor Chris gewendet und habe ihm einfach voll vertraut. Das ist so ein leichter Sass hat komplett umgeschlagen in mein Herz ist für dich. Ich liebe dich. Und dann? Aber und jetzt hat Mantle ihn einfach neben mir umgebracht im Lab. Warst du im Vent, dass Mantle das nicht gesehen hat? Oder was? Nein, was? Aber ich war in der Task, die Temperatur einstellen. Chris hat den Dings umgestellt und jetzt liegt der arme Vlest neben mir tot. Also sein Körper ist noch warm. Angenommen, das würde stimmen. Warum soll ich das machen? Ja, freue ich dich auch nicht. Also Mantle ist nicht. Nee, Mantle denkt nicht so. Nee. Oh, der ist in der Task, die sehen nichts. Macht er nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Caruso gesehen hat, dass Vlest ventet. Vlest war endlich. Nein, ich habe gewendet. Die Rolle. Nein. Ich denke, du hast Les getötet und Les war der Engineer. Ja, genau. Ja, maybe. Warte mal ganz kurz. Aber warum sollte Caruso das erzählen? Weil ich werde doch einfach auf jeden Fall sagen, dass es nicht stimmt. Warum so? Hä? Ja, du bist gerade mit uns zusammen in Lab reingelaufen und hast ihn dann einfach wahrscheinlich gefettfingert. Oder jemand hat die Gestalt von Mantle angenommen. Ja, weil wurde nicht genannt. Aber Mantle, wo bist du denn gerade? Zeit, oder? Hat er gerade bestätigt, zu wenig Zeit. Mantle, wo bist du denn gerade? Ich bin jetzt gerade. Warte, ich muss was überlegen. ich laufe gerade zur Elektriker zu den Cams. Mhm. Ja. Aber war Vlesk jetzt Ingenieur? Ja. Ich auch. Das weiß ich war nicht. Ingenieur. Nee, Caruso, ich bin Ingenieur. Das sagst du, aber vielleicht war es auf Vlesk. Ja, das war sagen. Also das, was Caruso sagt, ist gelogen, aber ich weiß nicht, warum es gelogen ist. Ja, weil vielleicht jemand eine Rolle hatte. Nein, du hast ihn einfach gerade aus Versehen wahrscheinlich getötet neben mir. Nee. Oh. Wer switcht? Oh, nice. Wer swappt denn hier? What the? Drei Votes. Was? Oh, was? Ja, das ist, damit ist eigentlich safe, dass Mantle nicht ist, weil es sind zwei Imposter mit draufgegangen. Ich hab das gehört. Caruso, wenn du wirklich Crew bist, dann war es gerade ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Komm, Timmit, komm schnell, bitte, Timmit, bitte. Timid, bitte. Bitte, Timid, ich will meine Task machen, bitte, dann kann ich die Imposter finden. Willst du hin? Komm. Ich will meine Task machen, Timmy. Hallo. He fresh as fuck. Yeah, where? Hello. Ich bin gerade in Lifeline rein und da lag er schon drin. Aber Lifeline? In Lifeline? Und wie lange? Kann dir jemand sagen, wie lange? Der ist maximal eine Sekunde tot. Ja, warum also weißt du das? Woran weißt du das, Caruso? Weil ich gerade im Lab war, runtergewettet bin. Right Max kam unten aus Specimen raus, ist nach oben gelaufen und wurde in der Sekunde reported. Okay. Der ich um die Ecke gekommen bin an die Lifeline. Dann ist aber Self-Report, oder? Es sind zwei Leute in Lab. Ich war unten in Nee, es sind drei Leute in Lab, Caruso.
Du bist im Lab gewesen, okay. Zusätzlich Timid und ich. Ich habe aber auch gesehen, dass du gerade im Lab warst. Und jetzt glaube ich dir deine Geschichte sogar, dass du runtergewendet bist. Geil, Simon. Nee, also, nee, ist auf jeden Fall runtergewendet. Und Timid war es nicht, das weiß ich. Timid war es nicht, das ich weiß ich. Können wir euch zu dritt ausschließen? Ja, wir können uns zu dritt ausschließen. Ja, Shorty und ich sind alleine drüben beim Bäumchen ganz links. Ja, und ich habe tatsächlich Timid vorhin geschildert. Echt jetzt? Alter, warum solltest, Human warum Shield, er hat Technical Shield. Weil ich ja, ja. Weiß, dass ihr Story beide Lava seid wahrscheinlich. Wir sind kein Lava, Shorty. Wir sind kein Lava. Wir sind kein Lava, wirklich nicht. Aber egal, ist ich gehe davon aus, dass ihr Lava seid, deswegen ja. Wollte ich einen von euch saven. Okay, das Dona. Ist halt Dona. Ja. Nein, ich weiß nicht. Dona, man soll nicht lügen, ne? Caruso, du würdest ja auch nicht auf Dona pushen, wenn sie Jester wäre, oder? Aber warum glaubt niemand nicht wir? Ich schwör's doch, ich bin reingegangen, die Leiche lag da. Was soll ich jetzt machen? Ich aber Caruso hat gesagt, die ist literally für eine Sekunde gestorben. Ja, aber du glaubst ja. Oh, Moment, Moment. Sagt, ja. Aber Unge und Timid haben gesagt, ja. Dass sie noch Caruso oben im Lab gesehen haben. Ja, wir haben Caruso im Lab gesehen. Wir haben Caruso im Lab gesehen. Mal, ihr habt mich aber weil auch du dann mich hättest killen sehen müssen, Dona. Ich bin literally direkt da reingegangen, hab sofort reported. Und ich hab davor noch Timid und Unge gesehen. Ich hab eine Frage, Dona. Eine Frage hab ich, Dona. Du hast gerade gesagt, du schwörst. Das ist ganz schön hochgegriffen. Oh, oh. Dona, meinst du das wirklich ernst? Überleg dir das mal, ob du schwörst. Auf was? Auf was? Also, Unge kackt in den Hals, das weißt du. Das war's, Dona. Was machst du, wenn du gelogen hast? Dona, das, also das. Lügen macht man nicht in der Among Us. Wir sind hier eine Gruppe, die nicht lügt. Oh Mann. Dann, Dona, die Regel kannst du doch nicht, ne? Nicht lügen. Matteo hat gekackt. Matteo. Was? Ist vorbei, oder wie? Ja. Oh. Ich hatte gar keine Chance mehr. Ja, ich ich habe nicht verkackt, sondern Caruso ist unsichtbar bei mir. Der war nie da. Ja, Caruso war in der letzten Runde auch unsichtbar. Caruso, du bist... Soll ich noch ja, wir machen eine neue Lobby auf. Hast du die richtige Version von dem Spiel? Ja, sonst würde Vampir ja nicht gehen. Ja. Die Sache ist, was mich sehr stutzig gemacht hat, ist, dass Mantle wirklich 3 Votes hatte. Hat der Mayor mit drauf gewotet? Ich habe gewotet auf Caruso. Ja, aber 3 Leute haben auf Mantle gewotet. Mhm. In so einer frühen Phase. Das war ja schon sehr riskant. Und danach dachte ich eigentlich, dass Mantle nicht Imposter ist, weil 3 Votes. Dachte ich auch, ja. Aber krass. Ich hab mitgewotet, weil es wirkte so, als Hass auf mich, dass er so auf Krampf versucht hat, dieses Alibi zu bekommen von mir in der ersten Runde. Okay, stark. Ach so, krass. Okay. Ja, voll strange. Ja, ich begehe so den Kill und dann sagt Caruso, ja, stand direkt neben uns. Ich so, was? What the fuck? Dass ich übrigens die ganze Zeit bei Timid diese Runde war nicht, weil ich Timid schützen wollte, sondern ich war diesmal Snitch und ich wollte einmal bis zum Ende überleben und dann den Imposter entlarven, aber ey, bis man die Task durch hat mit den ganzen Rollen, das ist irgendwie viel schwerer als sonst. Das liegt wahrscheinlich im Engineer, oder? Weil der Engineer, Caruso war ja vorhin auch schon Engineer in dieser Shorty-Runde. Ja, stimmt. Ah, könnte das sein, dass der, wenn der, sobald der einmal Band unsichtbar wird? Nee, wenn der bandet, gerade wenn ein Meeting gerufen wird, ich hatte das auch schon mal. Da, wo ich auch aber dann machen wir den Engineer einfach aus, oder? Ja, dann machst du mal aus, weil das war jetzt halt... Ich glaube, es ist voll schwer für Imposter. Also generell hat noch nicht ein Imposter-Duo gewonnen, oder? Doch, schon 3 Mal oder so. Also richtig. Ja, weil Simon mich wieder umgebracht hat. Gerade eben ist ja auch nur passiert, weil Caruso unsichtbar war. Sonst hätten wir wahrscheinlich das auch durchbekommen. Ja, war so ein Last Legenden-Duo hat vorhin gewonnen. Schlag das mal nicht. Hallo, darf nicht vergessen, dass ich euch den Jester vorher gekillt habe. Ja, genau, da hat Simon mitgeholfen. Der schnellste Sheriff in Mexiko. Ich bin der Simon, ich bin auch dabei. Und wir sind sehr dankbar dafür, okay? Na, ihr habt einen Joker weggeräumt, was habt ihr denn? Ja, ich... Das kann ist das vielleicht sein, Danke. Dass die Lobby buggt, weil, also einer aus dem Chat meint tatsächlich, bei Dona steht oben rechts quasi Ping und the other rolls und das quasi doppelt? Oh, was? Ja, dann hast du doppelt an. Dann hast du 2 Rolls. Vielleicht hast du einfach in den alten Ordner. Ja, dann hast du Double Roll. Ja. So. Du musst den Ordner komplett löschen und nochmal neu kopieren, Dona. Oh, Dona. Warte, lass mal so machen. Wir starten die Runde. Wenn Dona stirbt, dann macht ihr das einfach währenddessen. Ja, Dona. Also tötet Dona einfach direkt. Aber weißt du weißt, wie es geht, ne, Dona? Selbe Version wie ihr, oder nicht? Ja, aber du hast aber in den 1.6er-Ordner oder so nochmal reinkopiert. Und jetzt 2 Mal zum Einmal Ort. Komplett löschen und dann nochmal rein. Genau, komplett den ganzen Among Us-Ordner löschen, neu runterladen und dann nochmal die Mod rein. Löschen, bei Steam reparieren drücken, dann dann die Sachen rein. Wenn Dona nicht nur eins schiebt, ist die Imposter. Ja, viel Spaß! Ey, Mann, viel Spaß. Oh, die Rolle habe ich noch nie gehabt. Crewmate? Crazy Crewmate. Warum bist du so langsam? Ich mache als Crewmate jetzt Folgendes.
Ich verstecke mich jetzt und tue so, als wäre ich Jester, damit der Sheriff auf mich draufschießt. Da habe ich am meisten Bock drauf. Das ist meine Lieblings-Crewmate-Beschäftigung. So. Ich bleibe jetzt hier stehen und überleg mir irgendein Fake-Alibi. Ich sag jetzt, ich war oben rechts beim Schalter. Ganz frisch. Ja, wir ganz haben. Ganz frisch. Ich, oh, bei. Oh. Oh, oh, das ist doppelt schade. Ja, doppelt schade, weil wir haben beide. Gemocht. Okay, gemocht. Ja, und zwar, ich bin Medic und ich habe Shorty geschildert und jetzt kam mir gerade, als ich aus dem Lab entgegengekommen bin, Shorty in meiner Riot Max Gestalt entgegen und hat gerade vor mir leider Crunchy umgesäbelt und dann selbst reportet. Naja, mit dem Sample-Bot ist. Ich hab dir echt vertraut, Shorty. Normalerweise macht man die Raketentasten nicht als Imposter. Ja. Wait. Shorty? Du sagst, ich bin geschildert worden und ich bin der Morph gewesen. Das aber ja, ich bin doch gerade da hochgelaufen. Aber und ihr standest. Nein, nein. Ich Shorty. Bin gerade hochgelaufen aus Lab raus. Nee, nee, Shorty. Ich war oben rechts beim Reaktor und du bist Morpher und hast getötet. Und der genau, Medic, das ist wahrscheinlich passiert. Der Medic hat leichtgläubig einem Imposter das Schild gegeben. Ja. Okay, kurze Frage, Max, hast du dann einen Report Medic. Im Chat, weil du in der Nähe bist? Achso, stimmt, ich bin ja näher. Ja, weil ich bin gerade von unten hochgekommen und deswegen habe ich direkt reportet, als die Leiche da lag. Ah, nee, Shorty hat. Warum habt ihr gesagt, ihr habt beide? Weißt du ja nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, ich habe die andere Person auch. Ja, also, ach so. Aber die will ich noch nicht verraten, das wäre sonst zu langweilig. Ah, okay. Also ich kann nur sagen, ich war definitiv raus, ja? Nicht. Warum soll ich denn dann reporten? Was mit deinem Game? Mein Game ist immer noch buggy. Vlesk ist gerade bei mir durch die Wand geglitscht und so. Das macht er gerne mal. Keine Ahnung. Shorty, du bist überführt. Das tut mir leid, Shorty. Also ist sie wirklich so vertraut, Shorty? Wissen, aber hat nicht in Ordnung. Hat Max jetzt so einen Bericht bekommen, weil er in der Nähe war oder nicht? Nein, Shorty hat ja. Shorty hat reportet. Okay. Ich hatte es beim letzten Mal auch, aber ich glaube, es ist nur, wenn du halt hämmerst den Button. Dass du ich war weder geschildert, noch bin ich irgendwie Imposter, noch bin ich Morpher, noch habe ich irgendwie einen. Nee, du wurdest ja gar nicht, wenn du geschildert bist. Noch irgendjemand anders da irgendwas gesehen hat, außer Simon, weil ich habe jetzt. Nur ich war so oben links beim Reaktor. Ja, wer war links? Nur du, Basu? Hm. Ich und Vlesk. Vlesk und ich so. Mhm. Wer war rechts, bevor ich da war? Ich und Dona. Mäntel und Dona, okay. Ja. Ja. Ich bin danach gegangen, um den Sheriff auf mich schießen lassen oder so, um zu proven, dass ich tatsächlich nicht Imposter bin? Nö, nö, nö. Ja, doch. Ich würde auf dich schießen, aber ich habe ja nicht gewotet. Ich vote jetzt mit, aber ich kann es halt nicht beurteilen. Ich war halt auch in dem Fenster drin, bin runtergelaufen, da lag die Leiche schon. Wer votet denn da einfach? Boah, brech. Hä, Timmit, du hast doch gepusht. Was, ich? Was? Timmit. Oh, wir dürfen leider nicht weiterreden, ne? Okay, irgendeinen kompletten Quatsch erzählen. Einfach nur kompletten Quatsch erzählen. Oh mein Gott, ich muss den Knopf drücken. Weil ich glaube, ich wurde gerade gebissen und ich wollte nicht sterben. Das und geht? Tot. Ja, natürlich. Nichts. Nicht? Nein, das Nein? geht nicht. Wenn du gebissen wirst und Button drückst, dann stirbst du. Also wenn du gebissen wurdest, dann stirbst du am Anfang des Meetings. Stirbst am Anfang vom Meeting. Also ich darf jetzt, wenn ich jetzt gebissen worden wäre, wäre ich jetzt tot oder sterbe? Ja, du bist nicht gebissen worden. Dann bin ich nicht gebissen worden, aber dann sage ich, der zweite Mörder ist einfach so. Sag mal. Achso, okay. Und zwar ist es Mantle. Och, Matteo. Nein, bitte nicht. Leider, nee, leider. Wie habt ihr das jetzt schon wieder gecheckt so schnell? Aber warum? Nee, er ist es nicht. Einfach Jester. Hey, bist du ein Joker, Matteo? Was war das denn jetzt gerade? Keine Ahnung. Als Caruso gestorben ist, war Matteo bei uns im Office. Hä? Klang gerade ein bisschen, als hätte er sich gefreut. Ich weiß nicht. Vielleicht als Caruso gestorben ist, war Matteo bei uns im Office. Nee. Er hat gebissen. Er hat gebissen. Ich hab gar keine. Das ist eine Prothese. Ich hab. Milchzähne es ist bestimmt Jester. Quatsch, Lara. Wenn er Jester ist, auch. Also, ich sag's mal so: Ihr könnt jetzt voten, was ihr wollt. Aber das könnte gefährlich enden. Ja, vor allen Dingen müssen wir doch eigentlich auf 7 gar nicht voten. Wenn wir müssen wir nicht, müssen wir nicht. Ich würde nicht voten. Also das. Ich hab wer hat das denn gemacht? Oh, schade! Vielleicht war ich ja Swapper. Jetzt war Simon so verwirrt, hä? Also der Swapper müsste sich jetzt aber melden. Dann. Ja, ich bin Swapper. Schade. Ich hab mich verteidigt. Wäre ich jetzt Jester gewesen und Mantle hätte gedacht, dass ich. Oh mein Gott, wäre ich Jester gewesen, wäre es perfekte Play gewesen, weil er hat mich rausgeswappt. Wäre ich Jester gewesen, hätte er verloren. Oh. Schade. Aber wie gesagt, es ist egal, es ist egal.
Schade, wenn ich jetzt Jester gewesen wäre, es wäre so eine wilde Runde geworden. Oh, ich hab den Swaffer vergessen. Die Leute haben wirklich Matteo gewotet. Die Leute haben einfach wirklich Matteo gewotet, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Digga. Ich hab gesagt, ich spiel wie ein Jester. Genauso hätte ich als Jester gespielt, aber. Dann. Dings. Verdammt. Hätte ich gewonnen. Mann, ich lieb's als Crew, so ein bisschen so zu spielen wie ein Jester. Dann weiß ich, wenn ich Jester bin, keiner mehr was los ist. Dann sagen die, ah, der ist immer komplett irre. Wenn du Jester bist, spielst du wie Crew und wenn du Crew bist, spielst du wie Jester. Das ist das Problem. Das ist das Problem, Leute. Wenn ich Jester bin, spiele ich zu sehr wie Crew. Das ist halt wirklich so. Oh, wer ist denn hier gestorben? Links, oben, rechts, unten, links, links, oben, rechts, unten, links, links, oben, rechts, unten, links, Mitte, links, oben, rechts, unten, links, Mitte, rechts, unten, links, oben, da, 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 boom. Alle Aufgaben fertig. Wenn ich jetzt ein Snitch wäre, wäre ich auch glücklich, Alter. Eine glückliche Geister-Snitch. Okay, wer sind denn die wirklichen Mörder? Das ist die Frage. Wer sind denn die wirklichen Mörder? Oh, Dona ist es schon mal? Okay. Das ja, jetzt ist natürlich auch gerade so hart bei mir durch die Gegend gebackt. Alter. Ja, tatsächlich das auch gerade. Wir können keinen Zeilenposter haben. Es sind irgendwie gerade 3 Leute getötet worden oder so. Zwei, oder nicht? Ja, I don't know. Also Max ist tot, Timid ist tot, Unge wurde Max gekickt, Shorty haben wir rausgevotet, Crunchy wurde gekillt, Caruso wurde gekillt, oder? Ja. Okay, stimmt, einer war rausvot. Also ja. Die Leiche liegt in Specimen. In Specimen? Weil wen hast du reported? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur Report gesehen und habe direkt Max hast du Ich glaube reported. Max, ja. Max wurde reported, safe. Okay, jetzt bin ich komplett am Ende. Also Blast, du müsstest wissen, dass ich 100% der Swapper bin, weil ich habe ja meine Votes und die von Simon geswappt. Ja, aber die Leiche liegt nicht in Specimen, die liegt vor der Lifeline und Donner steht neben mir gerade. Oh, ach so. Alter, warte mal, was? Wenn du der Swapper bist, Matteo, warte mal, kann man der Swapper nicht die Lichter anmachen? Richtig, man kann die Lichter nicht fixen. Mhm. Und das war mein Problem. Ich stand da einfach eine Ewigkeit und hab das probiert. Ich hab mich gewundert, warum du nicht angemacht hast. Genau, ich bin mir bei Baso sicher, dass sie auch Crewmate ist, weil sie hat den Reaktor ausgemacht und mit mir das Licht gefixt. Deswegen Blesk oder Dona. Ja gut, das kommt halt drauf an, wie alt die Leiche ist, weil es gibt ja jetzt 2 Leichen. Naja, Dona, deine Antwort hätte jetzt lauten müssen. Baso ist also wenn es Baso und Mäntel nicht sind, dann ist es Vlesk. Ja, es kann sein, dass es Vlesk ist, aber ich weiß nicht, warum ihr euch ausschließt. Weil theoretisch hätte ja einer von euch auch den anderen Kill machen können, oder nicht? Mhm. Ich kann es halt nicht komplett klären. Also wir wissen ja nicht, wo der andere liegt, ist ja das Problem. Aber Timid wurde nicht von Baso getötet. Ich stand mit Baso in Lifeline, als Baso losgelaufen ist, um den Reaktor zu fixen. Mit Max oben rechts ist Timid gerade gestorben und sie können den Kill unmöglich gemacht haben. Wenn wir wirklich einen Imposter raus haben, dann war es nicht so. Wir müssen voten. Ich werde Dona voten. Dann geh, vote ich Vlesk. Oder ich glaube, dass... Oh nein, was ist jetzt passiert? Matteo? Keine Ahnung, hier wurden ganz wilde Sachen gedrückt. Matteo! Hä? Ich check's auch nicht, genau. Oh nein. Das ist so geil. Nein. Warte mal. Alle sind tot und wir haben Victory. Hä? Ich war nicht Imposter. Hä? Nee. Dona war Imposter. Ich war Imposter. Warum wurde jetzt am Ende noch alles kaputt gemacht? Bei mir wurde geswappt. Bei mir wurde kaputt gespielt. Bei mir steht, du bist Jester. Jester. Nee, jetzt pass auf. Bei mir wurde geswappt und ich bin gerade geflogen. Ja, ja. Bei mir auch. Ja, bei uns auch. Aber warum haben wir dann gewonnen? Weil ich war ja Crewmate. Ich hab das Spiel besiegt. Vielleicht, weil du Endboss bist, Blast? Also ich hab auf jeden Fall gewonnen, das ist gut. Aber guck mal, da sind auch 9 Crewmates gerade abgebildet. Es sind 9 Leute hier. Alle haben gewonnen.
Alle außer... Das erste Mal, dass alle gewinnen. Nee, einer nicht. Wer ist der? Baso hat verloren. Ach, Baso war Joker. Jo. Hast du verdient, Baso? Ich habe aber komplett Crewmate gespielt wieder. Das ist wahrscheinlich, weil Donas Version einfach vielleicht ein bisschen bug ist. Ja, genau. Okay, aber im Grunde habe ich gewonnen. Und Shorty. Ja, Baso muss echt deine Version ändern. Weißt du genau, wie es geht, Dona? Hast du das bewusst gemacht, Matteo, gerade? Ich sag mal ja. Simon, meine Version ist in Ordnung. Nein, Dona meine ich, nicht Baso, ich meine Dona. Ja, aber letztlich, ich hab das bewusst gemacht, ja. Also, du dachtest, ich bin Imposter, ne? Ja, dachte ich. Ah, also ich dachte... Okay. Ja, Baso hat wahrscheinlich Cover, sprich, ich wollte nicht Imposter sein. Es ist einfach gebuggt, weil Dona die andere Version Dona, hat. Dona, weißt du, wie das geht? Komplett löschen, den Ordner, also... Genau, auf den... Ja, weil du, was steht bei dir oben rechts neben diesem Text-Chat-Fenster? Das war mal dasselbe. Ja, ihre Version ist verbuggt. Ja, also es geht ganz schnell, Dona. Du hast den Download-Link, ne, von der neuen Version, ne? Ja. Hast du irgendwo den Link, okay. Gehst einfach auf Steam, öffnest kurz Steam. Okay. Okay. Ja. Dann rechtsklick auf Among Us. Und dann auf Eigenschaften. Dann lokale Daten. Dann durchsuchen, den kompletten Ordner clearen, den kompletten Ordner löschen. Mhm. Wenn der komplette Ordner gelöscht ist, den Ordner kurz zur Seite schieben. Dann Spieldaten. Ich bin mir sicher, dass ich den ganzen Ordner löschen soll. Ja, ganzen Ordner löschen, glaub mir. Holy shit, okay. Komplett löschen. Wenn der komplett leer ist, dann drückst du einfach auf Spieldaten auf Fehler überprüfen, auch unter lokale Daten, da wo du gerade warst. Spieldaten auf Fehler überprüfen. Dann stellt das automatisch alle Dateien wieder her. Es dauert nur eine Sekunde, weil es so klein ist. Stand Fail. Danke, dass mein Game zerstört. Vielleicht steht Fail? Okay, es hat jetzt geklappt. Sehr gut. Dann nimmst du jetzt den Ordner, den ZIP-Ordner von diesem Ice-Bison-Ding und dann kopierst du dann alles rein. Und dann startest du neu und dann müsste es gehen. Komisch. Aber bei mir steht auch diese 1.7-Version dann mit Dalukat irgendwas. Ja. Wahrscheinlich hast du irgendwie doppelt drin gehabt oder irgendwas. Das kann sein. Ich hab 1.6-Version noch. Ich hab's halt einfach überschrieben. Also ich hab einfach reingetroffen stand, wollen sie die Dateien ersetzen? Dann habe ich einfach auf Ja gemacht, deswegen, ich dachte, ich habe es überschrieben. Am besten immer direkt alles löschen, aber jetzt passt. Oha, aber das war gerade so krass, ich habe so viele Leute gekillt und keiner hat die Leichen Specimen getötet, die lag da irgendwie also, eine Minute lang oder so. Eine Sache, Dona, du bist fast die Einzige in der Runde, die immer Reaktor drückt, wenn du Imposter bist. Das gibt so ein bisschen, ich habe direkt am Anfang gesagt, ja. Ja, aber wenn jetzt Leute Reaktor drücken, dann machen es andere, dann versuchen Leute Dona zu frame. Aber Simon, warum dachtest du denn, dass ich das bin? Ich dachte es gar nicht. Ich dachte es gar nicht. Hey, du hast aber Matteo, wenn du es wusstest, warum swappst du dann nicht raus? Ja, weil ich so komplett, kennst du das, wenn da so ein roter Knopf ist, den man drücken könnte? Ich hab einfach gemacht, weißt du, ich hab ja sogar noch, ich hab Dona gewortet und dann habe ich geswappt, weil ich dachte, ich kann swappen, geil. Ja. Weil ich es kann. Ja. Must press button. Also Mensch, ich war einfach nur ganz normaler Crew, aber ich dachte, ich spiele einfach wie ein Jester. Ah, ich verstehe, logisch. Und ich war Jester und ich habe einfach gedacht, ich spiele einfach wie eine Crew. Genau, wir haben uns gegenseitig ausgewechselt. Das Problem ist, wenn ich Jester bin, spiele ich auch mal wie eine Crew. Ich hätte dich fast gekickt tatsächlich. Ich hätte fast gegen dich geschossen, weil du einmal mit mir und Crunchy rumgelaufen bist, Baso. Oh, fuck. Und dann ist Crunchy 10 Sekunden später gestorben, als wir im Reaktor waren. Ich dachte, du bist Vampir und hast Crunchy einfach angeklickt vorher. Mm. Ich hätte die Lights da auch nicht fixen dürfen am Ende. Dadurch hat Matteo mich so komplett gecovert. So. Ja, keine Ahnung. Dona, du bist nackig bei mir. Ist immer übel random, ob man da gesagt hat. Zieh dir mal was an, Dona. Du bist nackig bei mir. Und Baso ist auch nackig. Auch, bitte, ja? Du bist nackig. Mal an, ihr wisst doch, wie das ist. Baso, zieh mal Hörner an. Manchmal muss man einfach blank ziehen. Nein, das gibt's hier nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee. So, okay, sorry. Just me, okay. Oh Gott. Das ist awkward. Dona, nee, unter uns. Ist nicht so schlimm, Baso. Sind unter uns. Danke. Oh, grün. Okay, Among Us, Max. Sehr gut, Dona, jetzt siehst du richtig scheiße nein. aus. Schnell starten. Ja, bitte schnell starten. Der muss erstmal ein bisschen ziehen, ja. Dona hat jetzt den Preis bekommen. Das ist ein guter bekommen. Tee. 3 Minuten. Mathe-Game-Mode-Sünde. Viel Spaß. Oh, der Moffel. Mit Dona, let's go. Jetzt schaffen wir es aber. Dropship stehen noch zwei. Es stehen noch zwei im Dropship. Es stehen noch zwei im Dropship.
Ich bin ein Matteo-Morphling. Mal gucken, was das bringt. Shorty ist da. Moinings. Moini. Moin. Oh, zwei tot. Oh, scheiße. Wer war tot, als wir an Lifeline waren, Baso? Braun, ich hab oder? Nicht auf die Lifeline geguckt, muss ich sagen. Okay, Baso, bist du Jester? Weil ich selbst Gespräch geführt habe. Nee, ich bin nicht Jester, diesmal nicht. Baso okay. Hat sich Key-Task hingestellt, Baso hat sich bei ihm Card-Scan hingestellt, was wir beides nicht haben. Aber also, das stand ja ganz... Nee, das ist Quatsch, weil nein, sie stand also ganz am Anfang der Runde. Aber wir haben nicht den Scan. Achso, ja, da habe ich selbst Schaudi, gespürt. Sie stand ganz am Anfang der Runde mit mir und Matteo schon an der Key-Task. Also, es macht ja keinen Sinn, dass sie 5 Minuten lang die Key-Task faked. Ja, ich kann die bloß nicht. Ich mach die mal auf und zu, weil ich die nicht weiß ich gar nicht mehr. Naja, hier geht's doch gar nicht. Stopp, können wir über die Leichen reden? Stopp, ich bin zu Leifling gelaufen, da stand Matteo und Basis standen. Matteo. Links am Cardswipe. Jo, ich war Lifeline. Da war jemand tot. Ich habe gerade vergessen die Farbe. Bin runter zu Admin, habe gesehen, dass an Kameras jemand ist. Bin dann losgelaufen. Aber ich habe die Leiche gefunden vor Storage. Da liegt Crunchy. Ich habe eine Frage an Shorty. Shorty, als du an Lifeline geguckt hast, war da eine Leiche schon da? Ja, da war Crunchy tot. Okay. Ich habe nur in der Kamera gesehen, dass Shorty Lifeline gecheckt hat. Und da habe ich mich gefragt, ob schon jemand tot ist, wenn sie Lifeline guckt. Hast du komplett durchgeswitcht, Onkel? Ja, ich habe durchgeswitcht. Ich habe außer Shorty niemanden gesehen. Also alles hast du auch Licht angemacht, Simon? Ja, Licht habe ich auch angemacht, ja. War okay. Sonst niemand. Hätte Simon, hast du die Welt gerettet? Ich habe die Welt auch gerettet, ja. War niemand sonst da. Man tut, was man kann. Max muss frisch sein, weil der war noch nicht tot, als wir losgelaufen sind. Warte, dann hast du auf der Lifeline gesehen, dass Crunchy zuerst tot war, Matteo? Ja, jetzt. Und da war Max noch nicht tot? Jetzt weiß es war nur eine Person tot. Es war nur eine Person tot. Weil ich bin gerade unten in eine Tour reingelaufen und als ich reinlaufe, kippt Max vor mir um, da beim Müll ungefähr. Und dann bin ich ja so gesteppt, weil ich dachte, der muss ja noch hier sein, derjenige, der den getötet hat, aber habe ihn nicht mehr gesehen und habe deswegen auch nicht reported. Simon. Und es wundert mich, dass Unge sagt, er war in der Cam und hat durchgeswitcht, weil da müsste man, glaube ich, die Leiche liegen sehen. Das ist, aber mit der Cam, das sehe ich seit ungefähr 5 Sekunden raus. Also genau, weil das Licht war auch also aus. Der ist auch gerade umgefallen, Max. Dona hat keinen der Kills liegt gemacht. Liegt unten in Notu. Dona hat keinen Kills gemacht. Nee. Aber man kann Unge den Kill ja trotzdem gemacht haben auf Max. Ich bin auf jeden Fall in der Nähe. Holst du dir gerade... Nein, Dona ist, Alibi bei Dona? Dona ist durch Lab und dann oben in den Spitzen rein. Ja, ich war ins Westerman, ja. Ich habe Caruso auch in diesem. Also war bei diesem Scanner die ganze Zeit und dann bin ich runter. Danke, Dona. Wir müssen es doch nicht auf A-Map klären. A lang. Rasch mäßig am Lied. Ey, no stop. Piu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puh. Ich möchte mal einen Kill machen, der nur als Morpher funktioniert. Und zwar möchte ich mal gerne einen Kill machen, der als Morpher funktioniert. Und zwar möchte ich gerne meinen Specimen-Kill machen und dann gemorpht rauslaufen. Mal gucken, wie das wird. Das wird bestimmt lustig. Wenn jemand das Specimen drin ist, dann will ich da... Oh. Aha. Aha. Ich glaube, ich habe vielleicht einen Mörder oder eine Mörderin entdeckt. Je nachdem, Shorty, warst du in Specimen? Nee, war ich nicht. Okay, ich war mir nämlich nicht sicher. Ich habe Shorty gerade noch im Lab gesehen. Okay. Ich bin dann runtergelaufen durch Decon. Ich wusste nicht, ob Shorty von da kommt, ehrlich gesagt. Ich kam von da, ich stand oben in oberem Decon, aber ich habe es mir dann doch anders überlegt und bin nicht runtergegangen. Ah, okay, weil wer ist runtergegangen, hätte eine Leiche gefunden, das war die von Carouso. Kamen wir Lifeline-Infos? Ey, ich habe eine Frage. Ja. Vlesk,
Wo ist Matteo hin? Warum fragst du ihn das? Oh, upsi, weiß ich nicht. Der war nur Tour. Matteo schon in Camps? Oh, lol. Ich glaube schon. Nee, da war doch O2 unten, oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Also Donut, Timmit, ich und Matteo waren O2 Camps irgendwo so die Gegend. Ich hab nicht komplett aufgepasst. Matteo ist jetzt tot. Nicht so gut. Gibt es keine Lifeline-Infos? Kann aber sein, dass es ein Lover-Couple war. Gibt es keine Lifeline-Infos? Ich glaube, er Lover, weil das so schnell ging. Keine Ahnung. Also es kann schon sein, dass das Lover war. Nee, ich hab keine und Timmit hat keine und... Oh oh. Simon Unge war aber auch irgendwo auf der linken Seite. Ja, ich war Camps, dann habe ich mit Baso abgewechselt, bin rübergelaufen, Lab, bin zu Specimen rein, da habe ich Caruso gefunden. Und vorher habe ich halt noch Shorty gesehen und Shorty kam halt aus Deacon. Und das ist halt seltsam. Ich war nicht in Camps, pardon. Ja, aber ich bin, wie gesagt, nicht runtergegangen. Boah. Hm. Ich glaube Unge hier kein Wort. Der folgt mir gar nicht mehr. Wo folge ich dir nicht? Auf Twitter? Entfolgen. Ja, ich würde mir auch nicht glauben. Schade, hätten wir Lifeline-Infos, hättet ihr mir glauben können. Aber ich verstehe nicht, wie Mental auf der linken Seite gestorben ist, wo Timid Vlesk war und da kein Body reported wurde. Ja, deswegen. Ich frage mich auch. Kann sein, dass er halt gerade eben erst irgendwo gestorben ist. Also raus. Ich glaube, der ist unten rechts aus der Tour raus, oder nicht? Wie lange hast du Timid nicht mehr gesehen und Timid, wie lange hast du Vlesk nicht mehr gesehen? Ich bin Leiter. Ich habe Vlesk Timid vor 5 Sekunden oder so, glaube ich. Und Mental war auch da? Ja. Wir müssen voten. Ja, ich hab keine Ahnung. Also Baso hat für mich einfach alle Tasks gemacht. Shorty, bitte nicht. Nee, Baso ist Jester. Oh. Okay. Der ist nicht gut, da müssen wir irgendwie nochmal einen Button rauskriegen. Der ist nicht gut. Haben wir einen Engineer? Der Engineer ist ausgestellt. Engineer ist ausgestellt. Aber wir können trotzdem... Ja, wir haben gewonnen. Vielleicht sollten wir Engineer einstellen, weil... Bug ist ja gefixt. Oder kill doch bitte. Tuna, bitte kill. Bitte. Oh mein Gott. Das heißt, Simon hat seinen Imposter-Mate schon wieder umgebracht. Hä? Ich schwöre, diesmal weiß nicht mit dem Reaktor. Okay. Ja, also. Wenn du vom Reaktor runterläufst, das ist also. Ich bin runtergelaufen. Weil? Weil ich den Button drücken wollte, weil ich nicht wusste, ob jemand Button ist. Unten waren aber schon zwei Leute. Aha. Ja, ich denke mal, der Imposter-Mate hat gerade einfach seinen Imposter-Mate rausgekickt, indem er den Love-Couple. Ja, aber es ist doch nur Vlesk gestorben gerade. Oder meinst du in der Runde mit... Nee, davor. Also Timmy, Matteo. Kann es literally sein, dass ein Imposter vielleicht tot ist und wir ein Lava im Lava-Pack Könnte gut sein. Also weil literally die Runde wäre doch schon vorbei. Ja, könnte sein. Aber die Sache ist, ich sag euch eine Sache. Oder ich sag Timmy besser eine Sache. Entweder bist du Imposter oder du intest gerade komplett rein. Also ich werde dir sogar den Favor tun und wenn du wirklich überzeugt davon bist, werde ich mich jetzt voten und dann wirst du so Augen machen in der nächsten Runde. Du wirst so Augen machen. Allein dafür ist mir das scheißegal. Okay, ich mach kein Auge, ich vertraue dir jetzt. Aber schau dir, wenn du Crewmate bist, dann musst du mich jetzt ausschließen, ne? Weil wir beide die ganze Zeit am Button standen und du weißt, dass ich den Kill auf Lesk nicht gemacht habe, Shorty. Shorty und Baso waren die ganze Zeit am Button. Das kann ich bestätigen. Wenn du das jetzt bestreitest, Shorty, dann vote ich dich jetzt. Weil, ja, aber ich hatte ja den Button offen, deswegen weiß ich das ja nicht. Aber Shorty kann auch nicht gekillt. Ich hatte nicht mehr um dich rum. Ja, ich dachte nicht, dass es so lange dauert, bis dann Shorty, die Runde... Also Shorty, du warst gerade seit 25 Sekunden einfach am Button, hast nichts mehr gesehen, nur auf den Button. Ja, ich schwöre, ich habe einfach wirklich gerade 25 Sekunden... Aber was ich nicht verstehe, ist, Donner war draußen... Und Timmit auch und Unge teilweise auch. Am Ende nicht mehr, aber der Reaktor ist nicht ausgegangen. Simon kam halt von oben. Also ich bin links gelaufen. Ich bin von links runtergelaufen, weil der Reaktor nicht ausging. Dachte ich, gehe zum Button vielleicht. Ja. Das ergibt ja nur so. Doch, weil ich dachte, am Button liegt vielleicht die Leiste, dann kann ich reporten. Können wir nicht einfach Unge voten, bitte? Okay, warte kurz, bevor du votest. Also du kannst mich, ihr könnt mich gerne voten, aber ich sage euch eine Sache. Wenn ihr davon ausgeht, dass nur noch ein Imposter drin ist, dann skippt doch einfach. Dann skipp doch einfach. Ich gehe nicht davon aus, dass nur noch einer drin ist. Okay, ich bin's nicht. Ich bin es wirklich nicht. Und das regt mich gerade so auf. Ey. Oh mein Gott, es regt mich gerade so auf, wirklich. Wen hast denn du gewotet? Ich hab dich jetzt gewotet, weil du so frech bist.
Ey, meine Güte. Ich hab dich gewotet, weil du gesagt hast. Das verstehe ich nicht. Ey. Wer hat denn mich noch gewonnen? Da muss ja der Joker noch drin sein. Oh ja, mein Gott. Sorry, ich war's, aber ich weiß auch wirklich gerade nicht, was passiert. Oh mein Gott, Shorty ist... Oh, shit. Dona weiß nicht, dass man Double Kill macht. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Oh. Dona weiß nicht, dass man. Dona weiß nicht, dass man Double Kill macht beim Reaktor. Oh. Mega. War noch ein Jesse jetzt drin, als wir fünf waren? Ja, ich ja, natürlich, Shorty. Natürlich Shorty. Also ich hab wirklich nicht an Jester gespielt. Es war wirklich einfach so, ich weiß nicht, aber er war zu weit weg. Ach so. Hey, du warst Simon, kein ich mach solche Augen, ich Alter. Aber warte ganz kurz. Ich hatte ihn, dann ist es doch fein. Dann ist es doch klar, dass das nicht ist. Wer hat mich in der Runde 1 umgebracht und wie bin ich gestorben? Weil ich hab nur dich gebissen. Ich hab dich gebissen. Ah! Als Joker trotzdem Crew spielen, Shorty. Aber ich wusste nicht, wen ich voten sollte. Und ich war tatsächlich erst bei Baso. Und dann dachte ich tatsächlich, also Unge hat ja auf mich geschossen. Aber ich dachte tatsächlich wirklich, die Leiche lag da einfach schon. Ich habe ja mich in Decon für 20 Sekunden versteckt gehabt, bin dann nur oben gewesen, bin da rausgelaufen. Das heißt, ich wusste wirklich nicht, dass da eine Leiche liegt. Und ich dachte einfach, unten. Hey, nein, aber es ist doch völlig in Ordnung, wenn wir zu fünft sind und sie Joker ist, dass sie nicht als Crewmate spielt. Weil, also, doch, wenn ich wusste nicht, wer es ist. Ich wusste es einfach nicht. Ich dachte wirklich die ganze Zeit am Anfang Basos. Ich habe literally das ganze Game drüber nachgedacht, was ich mache als Jester, wenn ich das Gefühl habe, Basos zu 100% Imposter. Ich brauche eine Erklärung von, ich brauche eine Erklärung von Dona. Ja, Dona, ich bin Junge. Ich bin Junge. Ich bin Dona oben links sogar gecrossed oben am Reaktor und sie hat mich nicht umgebracht. Dona, warum hast du mich getötet? Weil ich Cooldown hatte. Hä? Wieso hast du Cooldown? Weil Timmy schon mal. Ach, weil du die ganze Zeit Reaktor. Ach so. Dona. Nein, ich hab am Anfang der Runde jemanden gebissen und bei Timmy, ich hab Timmy verfolgt, da stand dann 10, 9, 8. Ging's runter, ich habe ihn kurz aus dem Raum verloren, dann ging der Reaktor hoch, dann bin ich hochgegangen, habe ich auf Timmit gewartet, dass er halt hochkommt, um die Hand drauf zu legen, da wollte ich ihn beißen, aber er ist halt nicht gekommen und dann kam schon Double Kill. Ja, ich hätte ihn nur gesehen, weil ich leider. Simon, Double Kill mit Vampir ist sowieso, kannst du ja eigentlich knicken. Echt, dachte, der Vampir länger. Ach, der Vampir kann gar nicht killen, der kann nur beißen. Nein, kann nur beißen. Ach, echt, der kann im Knoblauch kann aber killen. Ach, im Knoblauch kann er killen. Als Imposter hättet ihr da einen Knoblauch hinlegen müssen, weißt du? So, ja, aber das mit dem Knoblauch, ja, das ist das erste Mal. Ja, das ist okay, dann ist okay, Dona. Aber okay, das nächste Mal, wenn du Vampir bist in dieser Situation, legt ein Knoblauch an den Reaktor, wenn jemand kommt, droht direkt abstichen. Okay, das wusste ich zum Beispiel. Ja, wusste ich auch nicht, Aber das hat ja gar nichts gebracht, weil Timmit ist ja nie zum rechten, zum linken Reaktor gelaufen, oder? Ja, ja. Doch, als Leiter habe ich ja Dona da oben gesehen. Ich habe eine Frage an Caruso. Caruso, bist du da? Er ist muted. Warum bist du so heiß? Nein, weil ich glaube Caruso, ich habe mich, glaube ich, verraten, weil ich habe Caruso beim Scanner gesehen, als das Licht aus war. Und ich glaube, also ich glaube, ich hatte mich bei dir verraten, deswegen habe ich dich getötet. Hattest du. Ich dachte einfach nicht, dass du gekillt hast. Ich dachte, die lagen bei den Admin die Kills. Nee, ich dachte, ich habe mich verquatscht, deswegen habe ich dich direkt getötet. Oh, ich hatte so Angst. Ich bin dann zu Button gelaufen, weil ich dachte, ich mache jetzt einfach noch einen Kill, wenn jemand die Leiche schnell findet. Und dann dachte ich, oh mein Gott, komm schon. Vor allen Dingen, hätte ich als Jester gespielt, hätte ich bei 6 Leuten gewonnen, hätte ich mich halt einfach selber gewotet. Aber auch da habe ich Baso gewotet, weil ich wirklich davon überzeugt war, dass es Baso ist. Nee, tatsächlich hat die Crew die 6er-Runde verloren schon. Also hätten wir bei 6 halt einen Imposter rausgewotet, so, dann wäre es ja fein gewesen. Und bei 5, wenn noch ein Joker und 2 Imposter drin sind und dann nur 2 Crewmates, kannst du halt nicht mehr gegenvoten, so. Ja. Also deswegen, klar, es war auf jeden Fall von mir Int, aber ich hatte wirklich keinen Plan. Also, aber es liegt trotzdem im Interesse des Jokers, nicht sie selbst zu voten an der Stelle, weil damit automatisch die Imposter gewinnen. Shorty hat sie auch nicht selbst gewotet. Sie hat kein einziges Mal selber gewotet. Aus der 5er Konstellation kommst du ja trotzdem dann nicht mehr raus. Achso, du hast sie mitgewotet, Shorty? Ja. Sehr gut, habe ich auch gemacht. Aber irgendwer hat der Shorty gewotet. Der Dona wahrscheinlich. Ich gehe kurz auf Toilette, bis gleich. Ich habe mich nicht gewotet. Ich habe mich nicht ein einziges Mal gewotet. Das war eine coole Runde. War lustig. Ich dachte so, Dona, warum kommt der Kill nicht? Aber beim Pia erklärt es natürlich. Nein, ja, ich hatte mal. Let's go, Dona! Wir haben es geholt! Let's go! Also, hast du Bless gebissen und Unger hat Bless umgebracht? Oder wie war das? Nein, ich habe Bless nicht gebissen. Okay. Die hat mich gebissen. Ich hatte keine Ahnung, was passiert. Dona hat am Ende hat Dona niemanden gebissen, weil wenn du als Vampir beißt und das Meeting kommt, stirbt da jemand, das ist vorbei. Mhm. Also aber der Vampir, wenn er beißt,
beim Double Kill ist ja egal, weil dann stirbt die Person und ist beim Meeting ja vorbei. Ich war auch kein Vampir. Wie hoch ist denn der Cooldown bei Vampir? Wir hätten eigentlich eine Runde vorher gewonnen, wenn Timid an den Reaktor gekommen wäre, dann hätten wir eine Runde früher gewonnen. Ja, wie gesagt, ich war ja leider. Das fehlt jemand, jemand ist AFK. Max, glaube ich, oder? Oh, ups. Nö, ich bin da. Irgendjemand war auf Toilette, oder? Können alle, die da sind, einfach nach rechts? Alle, die da sind, nach rechts. Crunchy, sind die alle drei auf Klo? Wow. Ja, einer ist Krimi sogar. Ey, dann geh ich jetzt auch mal. Ich glaube, Crunchy hat gesagt, die mussten einen richtigen abseilen. Oh mein Gott! Simon hat gesagt, in den Hals, in den Hals. Ja, ich heute. Unge! Oh mein Gott! Auf einmal ist wieder da, ja. Klein, ekelhaft. Oh mein Gott! Ich meine natürlich, Karuso ist kacken. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Simon, ich scheiß dir in den Hals. Aber Till, du fandest meine Überzeugung so, ich bin's wirklich, du wirst gleich Augen machen, wenn ich gewotet bin. Du hättest wirklich Augen gemacht, weil Dona war ja auch drin und hättest mich gewotet, hätten alle gedacht, du bist es und hätten die dich in der nächsten Runde gewotet, hätten wir auch gewonnen. Oh Mann. Wir waren halt mit zwei Impostern drin. Timid ist auf Klo, der hört es gar nicht. War richtig krass, das war. Ja, aber Timid ist. Also, Timid? Ist auf Klo. Timid! Ist auf Klo. Lass alle nach links laufen. So, wer ist jetzt. Wer ist alles auf Klo? Noch, ist okay, Caruso noch auf Klo? Caruso? Viel Spaß bei der Klo-Runde. Ach, Caruso ist auch wieder da, okay. Spaß. Gut. Ich bin da. Sehr gut, ich dachte, du wärst auf Klo. Aber warst du auf Klo kurz? Ich war auf Toilette. Sehr, sehr gut. Hast du Kacki gemacht? Ich habe ganz viel Kacki in der Hand. Hände gewaschen? Ja, natürlich. Top. Okay, ich bin wieder der Sheriff, Leute. Es wird wieder früh geschossen. Außer ich werde früh getötet. Will ich. Nicht reporten! Sorry, ich hab einfach nicht gehämmert, weil ich so dachte, Mann! Wie frech! Es trifft ausgerechnet mich! Von allen trifft es mich! Ich glaube, ich hab schon reported, Matteo. Nicht reporten, Baso. Ey, Baso, nicht reporten. Ey, aber jetzt könnt ihr mich rausnehmen, weil ich reported habe da. Ja, und ja, Linda Baso man nicht. Sieht, ich weiß, ich dass ich reported habe und ich als Imposter da niemals reporten würde. Yay! Nein, ich glaube, ich kann. Als Imposter, ja, würde man schon reporten. Als Imposter würde ich da nicht reporten. Wer war mit dem Dropship? Das waren wir beide. Wir können uns gegen das Hardcam, glaube ich, für die. Also, wir sind beide. Also, wir waren gerade alle camouflaged und es waren vier lebende Leute, glaube ich, an der Lifeline und Unge lag da tot. Okay, okay. Matteo war an der Lifeline? War das Unge an der Lifeline oder was? What? Unge an der Lifeline, ja. Und da waren noch vier andere Blobs, glaube ich. Oh, what the fuck, ich stehe im Download gerade. Dachte, hey, ich bin da gar nicht dabei. Oh, hallo. Hi. Aber Shorty hat ja auch gesagt, nicht reporten. Ja, das heißt, sie müssen ja Shorty, Mental, Faulesk, Carouser und Caruso, warst du die Person rechts an dem Lavasee? Nee. Du hast es dann. Caruso, was sagst du, habe ich gemacht? Na, du meintest doch nicht reporten, oder? Ich habe gar nicht, ich wusste nicht mehr, dass die Leiche bei uns liegt. Ich bin auch beim Download im Lifeline. Also ich stehe da dran und ich habe gesagt, nicht reporten. Wer konnte sich im Dropship rausnehmen? Max und ich. Dann bleibt ja nur noch Tuna übrig. Ey, Dona, schade, Mann. Dona, how that feels? Hey, schade. Oh Gott, oh Gott. Ich hab mich einfach überführt, ey, scheiße. Aber warum? Lass einfach skippen. Okay. Aber warum? Also eigentlich warst du nicht überführt, aber jetzt schon. Da waren Leute, wieso warum nicht? Ich bin einfach so verloren. Weil die anderen sich... Hä, was passiert hier? Außer Vlesk lügt halt rein. Ach, ist doch egal. Vlesk würde nicht lügen. Was sind nur zwei Leute gestorben? Ihr habt ja nicht mehr erzählt, was passiert ist. Es sind zwei tot? Warte mal, was? Ich hab doch gesagt, was passiert ist. Was? Wo ist denn Crunchy gestorben? Ich hab nichts zu sagen, keine Ahnung. Ja, wo ist Crunchy gestorben? Kann der Lava-Kappe gewesen sein. Ist keine Lava-Kappe, ja. Oder wurde gebissen. Boah, ihr tötet mich gerade. Also nicht wirklich, aber so im übertragenen Sinne. Unlucky. Also ich bin auch ein bisschen verwirrt. Zwei Worte hat sich. Warum nur zwei? Ich hab gerade so, als alles voll offensichtlich ist und ich komme mir vor, wie du nimmst du Menschen weg. Die Imposter hat es auch nicht mehr abgeholt. Mano, Leute, dann mache ich jetzt. Ach, ich komme, ich werde einfach jetzt ein bisschen Moderation machen. Das wird keine lange Runde. Ich sag's euch, es wird keine lange Runde, es geht schnell. Wir gucken uns Dona an. Dona wird jetzt etwas sehr Lustiges tun. Wir verfolgen Dona, die lilane mit der grünen Hose und dem Dumb-Zettel. Ist sie wirklich so dumm oder macht sie jetzt das 500 IQ-Play ihres Lebens? Wir werden es sehen nach einer kurzen Unterbrechung. Hallo! Interessieren Sie sich für Windeln? Nein? Egal, kaufen Sie jetzt das 10er-Pack. Pampers.
Hashtag Werbung. Danke, Pampers. Placement war richtig geil, hat geschmeckt, danke. Ich habe mich schon gefragt, wie ich das Pampers Placement einbauen kann. Aber jetzt weiß ich wie. Einfach so tun, als ob ich Werbung mache und dann wirklich Werbung mache. Pampers! Kaufen Sie Pampers. Nicht nur für Babys. Nicht nur für Babys. Oh oh, Timmit ist tot. Okay. Leiche liegt in Admin. Also unter dem Admin-Table. Also in dem Gang schon noch, ne? Haben wir Lifeline-Info? Neben dem Admin-Table? Ich kann dir sagen, wie alt die ist. Die ist so frisch, dass sie noch gestanden hat, als ich rangelaufen bin. Dann würde ich dich und... Oh, wie bist du da so schnell hingekommen? Waren wir nicht eben noch zusammen in Security? Wer fragt mich das? Max, right, wir waren noch zusammen in der Kamera. Also Max, ich war in der Kamera, hab dir einen Knoblauch hingelegt und bin dann weggelaufen. Mich wundert nur, dass du so schnell dahin bist, weil ich bin jetzt gerade ins Lab rein. Ich habe Flask, glaube ich, gecrossed auf dem Weg. Naja, wenn du es ins Lab schaffst, dann werde ich es ja wohl zu Lifeline schaffen, ins Admin, oder? Wo lag jetzt die Leiche? Sorry, ich bin... Dona, du genau hast sie doch am Admin-Tisch zurückgelassen, sei doch ehrlich. Nein, ich war nicht mal in Admin drin. Das ist eine schöne Geschichte, das kann sie vielleicht dem anderen Polizisten erzählen, aber mir nicht. Okay. Okay, Bruder. Warst du nicht vorher noch in der Lifeline? Okay, Bruder. Was meinst du an der Lifeline? Wie meinst du? Wann denn? Also, was hast du gemacht, nachdem du aus Security raus bist? Das ist meine Frage. Ich bin rausgelaufen, da habe ich Vles gecrossed, ich habe Dona gecrossed, dann bin ich runtergelaufen zur Lifeline, habe geguckt, ob jemand tot ist, bin weitergelaufen und laufe in den Gang rein und da steht wirklich, der Unterkörper steht noch und fällt um. Dann bin ich 2 Steps links, 2 Steps runter, habe niemanden gefunden, habe reported, das war's. Also wenn der wirklich gerade umgefallen ist, würde ich gerne Caruso rausnehmen, weil wir gerade ins Specimen sind. Linda, ich liebe dich. Es können sich auch eigentlich alle rausnehmen, die in der Nähe von Kamera oder in einem Hotelgebäude waren. Angenommen, Mental Story stimmt, dann sind es nicht Mental, nicht Flask, nicht Dona, nicht ich. Nicht Shorty, weil ich bin mit Flask reingelaufen. Wo? Also ich bin hinter Flask. Ja, warte mal, ist niemand. Es ist niemand in dieser Lobby. Mhm. Okay, cool. Na gut. Ey, wir müssen aber auf Lava Couple aufpassen. Wir müssen voten. Ich würde für die erste Runde Dona voten. Warum müssen wir voten? Wir sind bei 7 Lava Imposter. Ja, oder das war ein Self-Report, aber ich war wirklich in Otto unten. Okay, ich habe einen Vote bekommen. Ich dachte, Matteo hat gesagt, er hat mich gecrossed. Das heißt, ich kann ja nicht hinter ihm auf einmal davor spawnen und jemanden töten. Also das wäre schwierig für Dona gewesen. Okay, this was a lie. Und ich habe Matteo noch in Electrical gesehen. Geht weiter. Wir folgen wieder Dona. Sie steht am Button. Was denkt sie gerade? Was ist in ihrem Kopf los? Was hat Dona sich gerade überlegt? Was für eine Strategie? Was für ein Master-Gameplay? Sie geht nach rechts, täuscht aber nur an. Sie geht nicht raus. Sie geht nach links. Sie geht wieder nach rechts. Aber sie geht runter. Dona läuft wie ein Bot und sie sieht Baso. Sie geht nach links. Sie haut ab. Oh, oh. Und es wird der Knopf gedrückt. Okay, das war der heimliche Hinweis darauf, dass Lover noch im Game sind. Woher weißt du das denn? Ich bin verliebt. Ich bin unfassbar unsterblich verliebt. In einen Imposter oder was? In einen Crewmate. Woher weißt du das? Weil 2 Leute gestorben sind und der zweite Teil meiner hoffentlich nicht toxischen Beziehung hat keinen dieser Kills gemacht. Also Baso. Das kann ich bestätigen, dass das nicht in den ersten dabei war. Und dadurch, dass wenn jetzt Baso oder ich abgeknallt wird, ist die Runde vorbei. Weil dann im Prinzip nur noch 2 Kills gemacht werden müssen. Deswegen sollten wir bei 7 voten. Was ist, wenn du Imposter bist? Tut mir leid, wenn ich Baso da so reinreite, wenn sie Imposter ist, aber für mich ist Baso Lover Crewmate und deswegen müssen wir jetzt hier voten, damit wir nicht verlieren. Nee, wenn du Crewmate bist, ist es fein, weil ich war mir nicht sicher, ob du Crewmate bist. Deswegen wusste ich halt nicht, ob ich Linda! Für welche Seite ich. Was denn? Ich guck dich doch an. Wir sind verliebt, du musst mir doch vertrauen. Nee, lieber nicht. Okay, also müssen wir jetzt voten oder nicht? Ja, theoretisch schon, weil wenn Baso und Caruso beide getötet werden. Wir sind beide Crew. Es ist aber sehr schwer, wenn ihr ein bisschen aufpasst. Es ist ein bisschen schwer, wenn ihr aufpasst, weil ich Caruso geschildert habe. Sprich, ich liebe dich. Also Dona kann den Kill nicht begangen haben in Admin, weil sie kam mir entgegen. Bless kann den auch nicht begangen haben. Bleibt da nicht nur noch Shorty übrig, wenn Carusos Vermutung, dass Baso Crewmate ist, richtig ist? Bless müsste mich eigentlich rausnehmen können. Das war die eine Runde, wo ich nicht so ganz aufgepasst habe, aber Shorty war da in meiner Nähe. Ja, aber wer bleibt denn da noch übrig? Dann bin ich rausgelaufen, hab mich nicht rausgelaufen. Bleibt da nicht Riley einfach Vampir sein, oder nicht?
Aber ja, Donna ist doch trotzdem die einzige, und Metal Story stimmt Fehler einfach nicht, ne? Theoretisch. Aber Metal Story kann einfach nicht stimmen. Nein, das stimmt, das stimmt. Ich würde hier auch Donna für den ersten Kind am Anfang am highesten haben, aber ich lass mich auch überreden. Ja, okay. In für wen, Donna? Wer ist es denn dann? Ich weiß nicht, aber es hat. Wir haben eh nur noch 10 Sekunden, aber die Logik, die Caruso angebracht hat, stimmt trotzdem, weil wenn jetzt ein Imposter uns beide, also einen von uns tötet, dann haben die Imposter gewonnen. Deswegen müssen wir so oder so voten als Crew. Passt du einfach ein bisschen auf, dass du hinter Caruso stehst, der hat ein Shield, dann seid ihr beide safe, okay? Ich hab euch. Ich, der große Beschützer. Wer hat mich gewonnen und wer schaut denn? Ist diese Beziehung? Wenn Baso hinter Caruso steht. Hey, wenn ihr beide glücklich seid, dann bin ich auch glücklich. Wir können Doha nicht mehr verfolgen. Schade. Babe, komm mit hier. Dann verfolgen wir. Nun. Vor allem verfolgen wir Shorty. Wir sehen hier Shorty. Sie öffnet eine Türe. Für sie Alltag. Sie macht dieses Spiel hier. Und schießt Kometen ab. Sie hat wahrscheinlich gerade einen Kometen mehr als ich. Also ist sie wahrscheinlich gerade bei 10. Jetzt sie bei 11. Jetzt sie bei 12. Und wir machen ganz schnell hier hinne. Oh, sie war ein bisschen schnell fertig. Kann das hinkommen? Es sieht legit aus. Wir gehen weiter. Sie sieht aus wie ein Crewmate. Wir gucken weiter. Was könnte noch... Wer könnte noch böse sein? Vlesk macht gerade die Kabel. Warum sollte er das machen, wenn er alleine da steht? Das müsste er nicht. Deswegen schließe ich Vlesk auch aus. Er hat ja auch geschildert. Ich denke... Einer dieser drei Personen ist der Mörder. Ist es Mantle? Ist es Caruso? Ist es Baso? Wer ist es? Oh, es ist Caruso. Oder nicht? Oh, es könnte auch Max sein. Wir schauen weiter. Max geht mit Mantle in den Raum hier rein, wo man Fernsehen gucken kann. Die Generation heutzutage, für die ist Fernsehen etwas aus der Steinzeit. Mittlerweile gucken die Leute YouTube oder Twitch. Das ist ganz normal. Aber es geht weiter. Shorty geht in die Storage-Task rein. Sie erfüllt die Task mit Bravour. Caruso rennt alleine rum. Was ist mit Caruso? Oh! Shorty ist dead? Shorty wurde gebissen. Shorty wurde gebissen? Shorty wurde gebissen. Von wem? Shorty wurde gebissen. Die Frage ist nur, von wem wurde Shorty gebissen? Wen hat Shorty als letztes gesehen? Wen hat Shorty berührt? Ich könnte mir vorstellen, dass es Caruso oder Riot Max ist. Oh, oh, es ist nicht Caruso. Denn Caruso findet das. Na, die Leiche. Geht's? Wir schauen rein. Ha, cool. Shorty liegt tot in Storage. Das ist jetzt natürlich nicht so cool. Shorty, ich finde es in Wirklichkeit voll traurig, aber ich bin leider gerade in einer toxischen Liebesbeziehung mit Baso gefangen. Was toxisch, Alter? Das hast du dir doch ausgedacht. Was denn daran jetzt schon wieder toxisch? Scheiß Männer. Max, wo kamst du gerade her? Point. Ich kam gerade aus dem Lab. Hast du gerade an den Lights rumgespielt, Mantle? Also, hast du an den Lights rumgespielt und ich glaube, es ist Max. Nee. Also, die Story kaufe ich dir auf jeden Fall nicht ab, weil als ich angekommen bin, war noch genau... Achso, ich unterbreche dich ganz kurz. Caruso hat die Leiche doch gefunden. Der hat natürlich ganz viel Unsinn gelabert erstmal, aber sag doch erstmal, wo die Leiche liegt. Wie wär's damit? Das hab ich gesagt, oder? Echt? Ja, ich habe gesagt, die liegt in Storage. Deswegen Sorry, dann bin ich dumm. Dummkopf. Also, als ich an Lights angekommen bin, war noch ein Lämpchen... Hast du bestimmt gerade ganz andere Sachen im Kopf. Und dann ging das Lämpchen aus. Und ich frage mich aber, warum sollte das jemand machen? Also warum sollte jetzt jemand an der Stelle Lights sabotieren? Okay, Max lügt gerade. Ich glaube, er will Also er kam ja vom Lab, oder? Ich bin Safe Crewmate. Ich bin in der ersten Runde beim Double Kill mit Timage im Dropshot gewesen. Okay, Max, dann erklär mir, warum du an Storage vorbeiläufst, wo die Leiche liegt und kommst zum Lichtschalter und drückst da die ganze Zeit, dass das Licht nicht angeht. Ich war im Lab, ich habe mein Sample abgeholt und bin dann zurück, als Lights ausgegangen sind. Also sorry, ich werde Max voten, weil also es gibt keine andere Möglichkeit. Aber Caruso, woher kamst du? Für die ersten Mal Kills. Aber es macht halt keinen Sinn. Max ist der Vampire, dann natürlich nicht. Aber selbst dann hätte ich ja in Runde 1 nicht killen können. Doch, du hättest doch markieren können und dann einfach wieder im Dropship bleiben. Max ist in Lab reingelaufen in dem Moment. Für mich, die Crew hier. Ich weiß halt nicht, ob ich das Ding bin. Das kann natürlich auch Big Time Five-Head sein von Chris. Und er ist gewendet in Admin-Raum, aber als ich reingegangen bin. Also, ich glaube eher. Wie naiv bist du? Du, Baso ist geschildert, nicht du. Als ob ich sagen würde, du bist geschildert, wenn ich dich wirklich schilde. Baso hat mein Schild. Natürlich. Also, keine Ahnung, ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht. Kann okay. Nicht an dieser Stelle fühle ich mich verarscht und werde Chris voten. Nee. Ganz ernst. Müssen wir überhaupt voten? Nö, müssen wir nicht. Aber dafür, dass du mich so hintergangen hast, Chris, dafür fliegst du jetzt hier. Das ist eine Wendung, die ich nicht verstehe. Riot Max wurde gar nicht gewotet. Das ist jetzt die Frage. Es ist ein Spiel zwischen Max und Mantle.
Caruso hat da einen großen Fehler begangen. Wenn jetzt das Lover-Couple fliegt, ist es vorbei und Mantle ist scheinbar der Mörder. Mantle ist der Mörder, es gibt keine Möglichkeit mehr, es zu gewinnen, denn Mantle weiß ganz genau, wenn er die beiden absticht, ist das Ding gelaufen. Das ist sehr spät. Sehr spät. Jetzt bin ich verwirrt. Warum geht der rein? Warum geht der Specimen rein? Das macht alles keinen Sinn. Ist es vielleicht doch Max? Ist es... Wer ist es? Das lustige Ratespiel für die ganze Familie. Wer ist es? Baso geht nach links. Caruso geht nach... Es ist doch Max gewesen. Das war nicht GG. Gut. Du darfst nicht aufgeben, dass du Lava-Couple bist. Wir hätten das eh nicht mehr gewinnen können als Lava-Couple. Ja, also ich habe leider als Jester den Fall gelöst. Das ist sehr unangenehm. Hallo! Wenn wir als Crewmates gewinnen, Baso, dann gewinnen wir. Ich habe einfach nur mit gebrochenem Herzen für uns die Runde verloren. Es tut mir leid. Traurig. Ach so, okay. Der wurde auf Flask, obwohl er geschildert hat. Mir wurde doppeltes Herz gebrochen. Ich habe erste Liebesbeziehung mit Baso. Du hast dein eigenes Herz gebrochen. Laber ich jetzt nicht. Okay, so gut. Du hast mich gerade rausgevotet. Und somit das Schild verloren. Matteo, Max und Sasso. Ja, das war Flask. Weiß, was er macht, aber anscheinend nicht. Aber Matteo, hast du auch Flask gevotet? Matteo, hast du auch Flask gevotet? Ich habe mich selbst gevotet. Ich war ja Jester. Aber du kannst doch nicht selbst voten, wenn noch ein Lava-Couple drin ist und Imposter. Man spielt doch dann fürs Team. Eigentlich. Nee. Naja, also Matthäus ist erstmal nicht schuld. Ich denke, die zwei Leute, die auf mich gewotet haben. Ja, wer hat's denn? Es waren drei Leute auf dir. Ja, der Imposter. Ich hab mitgevotet, weil ich ja an das Lava-Couple denke, damit das Lava-Couple gewinnt. Es gab da nur noch einen Imposter und drei Auswahlmöglichkeiten, außer die Lava. Da muss aber das Lava-Couple konnte er gar nicht gewinnen, weil er musste ja nur das Lava-Couple. Doch, wenn wir als Lover-Couple als Crew gewinnen, dann haben wir doch trotzdem gewonnen, oder? Genau. Ja. Dann haben wir halt hätten wir Max gewotet, so wie ich es gepusht habe, hätten wir gewonnen, oder? Ja, genau. Ja, ihr habt doch euer eigenes Schild gerade rausgevotet und somit wart ihr wieder runter. Das war voll toll. Ich habe halt gedacht, Caruso votet ihn, dann musst du ihn auch voten. Keine Ahnung, Mann, ich weiß auch nicht. Oder ja, ich habe gerade votet, weil er ist die Liebesbeziehung meines Lebens. Ich habe reingeschissen. Oh nein. Hey, Freunde, ihr müsst da gar nicht so viel drüber nachdenken. Ich habe einfach reingeschissen. Das ist voll okay. Verstanden, wie ihr wusstet, ihr so wisst ja nicht, dass ich den Kill gemacht habe in Camouflage, weil es waren fünf Leute aufeinander, wir waren alle grau. Und ihr wart euch so sicher, dass ich das war, dass ich nicht gewotet habe. Das hätte doch jeder von euch sein können. Weißt du, was ärgerlich, Dona, war? Weil wir alle anderen ausschließen konnten. Weil Matteo und Shorty gesagt haben, nicht reporten. Das würdest du als Imposter natürlich nicht machen. Ich habe auch reported, würdest du als Imposter auch nicht machen. Also ich habe natürlich nur so getan, aber ich habe ja auch gesagt, warum hast du reported? So, deswegen habe ich das gar nicht verstanden, wie ihr das so... Du hast es erst nach allen anderen gesagt, oder nicht? Das vier Leute haben sofort gesagt, sie waren da. Zwei Leute haben sich im Dropshop gecovert, der Rest war nicht da. Und hatte ein Alibi und dann du hast halt nichts gesagt zu dem Moment. Es war einfach nur doof, weil wir uns alle ausschließen konnten. Das war so unlucky. Warum hast du reported? Das heißt ja, dass ich da war. Weißt du, Spanne? Deswegen fand ich das so, hä, wie kommt ihr jetzt auf mich, Alter? Das war so unlucky. Normalerweise. Ich drei Runden wieder mitspielen. Ich stelle immer als erstes. Ja, ist schade gewesen. Weißt du, auch schade war. Normalerweise. Ja, ich bin immer als erstes rausgetappt, weil ich eine Rolle habe und dann bin ich tot. Ich so, ärgerlich. No, ich übernehme deine Rolle wieder, alles gut. Ja. Normalerweise stelle ich mich immer hinter Leute bei Lifeline und stacke. Und jetzt habe ich einmal mitten im Raum gestanden, als wir alle grau waren und da kommt Dona rein und stief. Aber ich war Sheriff. Wenn du Caruso verliebt bist, kannst du auch nur verlieren. Hey, das ist einfach mal so viel Spaß. Wir müssen Timmy hinterher. Wir müssen Timmy hinterher schnell. Wo ist Timmy hingelaufen? Nein. Oh, ich hab mich übel. Ich hab grad auf den Display geklickt, auf einmal wird reported. Ich hab grad den Müll rausgebracht und Matteo wird reported. Matteo war entweder Officer oder wurde gebissen, weil er gerade neben mir und Don einfach geplatzt ist, wie so. Platz? Ja. Ich wollte gerade sagen, der hat gerade noch gelebt. Ich bin double-checken gelaufen ins Dropship, ob da jemand tot war. Und der muss literally in der Sekunde gestorben sein. Ja, der ist einfach explodiert. Puff. Oh no. War weg. War er Sheriff? Oder haben wir einen anderen Sheriff, der es jetzt outen möchte? Er war natürlich nicht Sheriff, weil wieso sollte als Sheriff einfach mal random auf mich schießen? Naja, ich habe auch auf Tim mit erster Runde geschossen. Warum sollte er das tun? Und ich habe damit richtig gelegen. Ich habe auch random auf Caruso geschossen. Ja. Der wurde vom Vampir gebissen. Das sagst du. Du bist Sheriff? Aber er hat Crunchy überlebt hat. Shorty. Shorty, bist du Sheriff? Ja, ich bin Sheriff. Okay. Ah, okay. Was? Ja, dann ist er vom Vampir gebissen worden. Wer hatte mit euch zuletzt sexuellen Kontakt? Simon.
Ist mir zu cool. Ja. Nee, das, da wurde ja gecamouflaged. Wer ist denn alles zum Light gelaufen? Ich habe Lights gefixt, weil ich dann, von da müsste Menti ja gekommen sein. Also alle, die zum Lights gelaufen sind, die sind sus. Gut, mit dem nächsten Safe, weil wir fixen Light nicht. Ja, wo mach, ist denn die Leiche? Ich mach gar nichts, ich bin ein faules Schwein. Total. Max ist mir hinterhergelaufen und dann sind wir zusammen zu Timmit gelaufen. Genau. Leiche liegt, wo? Vielleicht? Cool. Die Leiche. Unter der rechten Storage Task. Achso, dann kann man vielleicht doch nicht von Light. Vielleicht und kann man Storage. Ich greife mich da jetzt zwar komplett mit in den Pot, aber ich weiß, dass die letzten drei Leute, die im Dropship waren, waren ich, Matteo und Donner. Oh, oh. Schon wieder Dona. Hast, aber ja. Es kann halt auch, im Dropship kann auch jeder vorher als Vampir gewissen haben. Sollen wir dann einfach Dona voten? Dona. Dona, schwörst du? Wie kommt ihr denn jetzt wieder auf mich? Was? Caruso voten? Okay. Ey, ey, hold your horses. Simon, Matteo als letztes angefasst haben ich und Baso, aber wer im Spiel an ihm vorbeigelaufen ist, wissen wir jetzt nicht. Shut up. Dass der Swapper sich jetzt geoutet hat, das ist gefährlich. Weil jetzt weiß der Swapper. Lügen, Christian. Oh, oh. Timmit, du bist ein kleiner Schmimmit. Ich nenne dich ab heute Schmimmit, denn du bist in meinen Augen kein Timmit. Hä? Schmimmit? Schmimmit? Schmimmit, wo bist du, Schmimmit? Oh nein, wo ist Schmimmit? Hä? Wo ist Schmimmit? Oh oh. Where is the Schmimmit? Where is the Schmimmit? Wo laufe ich lang, um nicht zu sterben? Oh oh, ich bin Graublob. Ich bin Graublob. 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 Oh nein, Hilfe, die Tür geht zu. Ah! Ah! Ich will, das soll ich sie einfach aufmachen. Ich bin ein grauer Blob. Es tut mir sehr leid. Ich gehe jetzt in meinen Lieblingsort. Da habe ich ein Kleid. Ich trage gern ein Kleid. Ich trage gern ein Kleid. Schwimmet. Schwimmet, wo bist du? Schwimmet? Das Beste ist mein... Oh! Aha. Ja, dann mache ich erstmal meine Task in Ruhe. Aha! Es ist das eingetreten, was ich gehofft habe. Menschen sind gestorben. Ja, Max, sag mal, wen denkst du denn, wer ist es? Nummer 1 ist Crunchy, Nummer 2 ist... Warum? Also, sie ist gerade neben mir geplatzt. Wer ist schon wieder jemand geplatzt? Also ich bin gerade mit dir... Deswegen habe ich mich umgedreht und geguckt, so, hä? Weil ich erstmal realisieren musste, was passiert. Weil ich weiß, dass ich das nicht war und du bist ja von links reingekommen. Falls gerade vor mir jemand gewendet ist, dann möge er bitte sprechen an der Stelle. Ja. Gibst du Simon? Nein. Aber ich habe eine andere Leiche gefunden, die ich nicht reportet habe. Gut. Soll ich dann, das erzählen? Dann ist Nummer zwei Caruso, der ist nämlich gerade gewendet. Okay, ich habe eine Leiche gefunden. Soll ich euch sagen, wo? Stimmt nicht. Ich habe eine Leiche gefunden. Ich bin nicht gewendet, dann müssen wir... Erzähl mal, warum ist er gewendet? Typen hier haben, der sich verwandeln kann, weil ich bin gerade mit Vlesk im Lab. Oh ja, das ist richtig, da habe ich auch langgelaufen sehen. Das Problem ist nur, ich bin Detective und ich bin deinen Spuren bis zum Vent zurück. Oh, sehr gut, gefolgt. Sehr gut, Max. Ich weiß auch, wo die Leiche liegt, die zweite, also ich weiß, wo grün, rot liegt, rot. Soll ich sagen? Rot? Ja. Rot liegt in Specimen und ich habe da gerade noch die Leiche gefunden und dann habe ich erstmal gedacht, oh, ich mache erstmal meine Förmchen-Task und dann wurde weiß reported. Also. Genau. Ja, aber nochmal, welchen Kill soll ich davon jetzt gemacht haben? Du hast den Specimen-Kill gemacht, Caruso. Ja. Wahrscheinlich den Specimen-Kill, dann rausgewendet und dann wieder reingelaufen. Ist das ein Kill in Specimen, ja? Ja, okay, also wirklich ein leichtes Specimen. Ich habe die nur nicht reported. Na klar. Nee, bei Crunchy kann natürlich ein Vampir-Kill sein, theoretisch. Achso, ja, aber ich weiß halt wirklich, also ich bin... Wie gesagt, kann auf jeden Fall ein Vampir-Kill sein bei dir. Das kann ich nicht ausschauen. Ich habe einfach alles erstunken und erlogen, Max. Caruso. Soll ich das jetzt sagen, Caruso? Ich weiß, dass du gewendet bist, weil ich bin nämlich der Engineer. Ich bin halt aber nicht gewendet. Ich weiß nicht, warum er sich das aushängt, aber Simon, ich bin nicht gewendet. Doch, du bist in die Toilette reingewendet. Du bist in die Toilette reingewendet. Ich bin wirklich einfach nicht gewendet. Dann nach dem letzten Mal, die anscheinend so dominant gewonnen haben, dachte ich mir, mach das ein bisschen einfacher. Ey, yo, skippen wir, oder? Nee. Yes. Caruso. No. Also, ja, wollte mich, aber dann ist halt gleich Reaktor und vorbei. Aber könnte passieren. Hä? Oh, oh. Oh? Oh, wer ist denn der Swapper? Sollte ich das jetzt mal outen? Oh mein Gott. Ich nicht. Someone fucked up. Okay, der Swapper ist ja kein Imposter. Warum hat er das jetzt gemacht? Weil er kann, weil er es kann. Hey, imagine. Wir haben verloren, ne? Egal. Ja, ja. Warum? Wir haben verloren. Ja, weil sechs Leute. Wir sind sieben, alles gut. Wir sind sieben?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach stimmt, wir haben sie wirklich 7. Ach, du bist gar nicht tot, Max. Du bist gar nicht tot. Maus! Donas Bock. Oh, jetzt ist Pink tot. Okay, ich habe gesehen, dass Pink tot ist an der Lifeline und die Gefahr ist zu groß, dass jetzt zufällig ein Lover-Couple erwischt wird, deswegen habe ich mir gedacht, sind zwei tot. Es sind sogar, warte mal ganz kurz. Oh, Max ist gerade in der Sekunde gestorben. Max ist gerade in der Sekunde gestorben, weil ich habe gerade Lifeline gecheckt, da war nur Vless tot. Das heißt, Max ist gerade, als ich auf dem Weg von Dings zu Dings war, ist von Lifeline zu, okay. Also Vampir bist oder Lover? Also wenn Max jetzt tot ist und Caruso eben behauptet wurde, von Max erst gewendet, dann wäre jetzt aber der Simon, ich bin wirklich nicht gewendet. Ja, ich muss auch sagen, ich habe Caruso wirklich nicht wenden sehen. Das ist ja meine Art. Warum manchmal, sagst du sowas, Simon? Ja, manchmal sage ich Dinge, aber ich habe dich nicht gesehen. Aber ich würde dich jetzt trotzdem voten, weil Max das gesagt hat. Und aber das ist, ey, ich verstehe das, aber das ist leider völlig falsch. Und wenn du das machst, dann haben wir verloren. Und wer auch immer der Swapper war, hat dir den richtigen Riecher. Max? Dass ich's nicht aber bin. Swapper kann ja nicht Dings sein, oder? Also Imposter und Swapper gleichzeitig, oder? Okay, Caruso, eine Frage, Caruso, eine Frage. Eine Frage. Nix. Bitcoin wird steigen. Gut. Kurze Sache. Max war Lover. Max war Nein, Lover? Nein, war nicht. Nein. Doch, doch. Nein. Ich war nämlich mit Max in Lifeline, der ist einfach explodiert. Nein, ich habe doch gerade gesagt, Lifeline, Vlesk tot, niemand sonst. Wenn der Lover gewesen wäre, wenn die... auf den Button geklickt. Wenn die gleichzeitig gestorben. Ja, du hast wahrscheinlich Vlesk getötet und hast den Button direkt gedrückt. Und Max ist halt leider mitgestorben. Ja, wenn ich Imposter wäre, ja, bin ich aber nicht. Ich bin einfach nur ganz normaler, stinknormaler Scheiß-Crew. Deswegen spiele ich auch wie ein Jester und habe gesagt, dass Caruso gewinnt. Ist Vlesk tot? Also, das wissen wir nicht. Nein, wissen wir nicht. Ich habe einfach den Button schnell gedrückt, weil ich dachte, es wäre. Timmy, was ist deine Rolle? Ich bin Swapper. Timmy, du bist der Swapper. Ja, ja. Okay, Dona, was bist du? Was? Ich bin Tracker. Tracker? Ja. Was macht das? Hast du die Aufgabe noch nicht fertig? Ey, mach mal den Chat. Ey, Dona, mach mal den Chat auf. Angeblich hat man da irgendwas im Chat. Nee. Ich bin leider stinknormaler. Nee, wenn, aber sie dann muss Aufgaben, der... wenn sie die Aufgaben fertig hat, dann sieht sie, wer Imposter ist. Ja, aber guck mal. Das wusste ich nicht. Fuck. Die Sache ist, guck mal, wenn jetzt Timid wirklich, ich weiß, dass ich Crew bin, wenn Timid wirklich der Swapper ist, was wir ja schon bewiesen haben, und Dona Tracker ist das Bild, das Date denkt sich aus, weil Dona kennt Tracker überhaupt nicht als Rolle, dann bleiben ja noch zwei Imposter übrig, das sind dann Crunchy und Caruso. Nee, aber ich bin Spy. Du bist Spy? Hä? Haben wir einen Imposter raus, aber wir haben doch gar keinen gewotet. Ich wollte jetzt mal Caruso. Ich wollte auch Caruso. Aber vielleicht wegen Lava? No. Aber vielleicht wegen Lava. Unge hier einfach mit unserem Head spielt. Und nee, bin ich aber nicht. Ich bin einfach Crew. Ja, das würde doch niemals machen, oder? Ey, perfekt. Ja, wir haben verloren. Oh no. Einen hatte ich gewotet. Ja, zwei Leute habe ich. Die Person, die gerade nicht gewotet hat, hat das Spiel entschieden. Danke, Mann. Danke. Oh no. Ja, ist egal. War eine schnelle Runde. Ich mach meinen Download-Task. Das ist das Einzige, was ich noch machen möchte, bevor ich sterbe. Oh, warte mal kurz. Nein, ach, scheiß drauf. Ach, scheiß drauf, Digga. Ich mach einen Download. Ach, scheiß drauf, ich geh zurück. Let's go, ja. Crunchy. Oh, ey, Crunchy! Ich hab doch gesagt, es bleiben nur noch zwei Imposter übrig. Ich hab Caruso gewartet. Junge. Da müsst ihr aber auch früher auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil also, du hast ja gerade von den 120 Sekunden hast du ja schon einen Großteil der Zeit gehabt und es war mega nervös und am Ende hat niemand gesagt voten und dann ist es einfach ausgelaufen. Na klar, wir haben doch gesagt, Caruso voten, klar. Wenn niemand nicht die Wahrheit sagt, ich war ja, ganz ehrlich, noch, ganz Mann. Ja. Aber Tim, aber Dona, hast du vergessen zu voten? Dona. Ich hab Dona. Ja, schade, Dona, weil... Ja, aber ich muss sagen, ich war mir nicht ganz sicher, ob du nicht uns hier... Ja, könnte natürlich auch gewesen sein, aber es hätte ja trotzdem so sein müssen, wenn guck mal, Dona, wenn du weißt, dass du wenn du Crew bist, also beziehungsweise Tracker, dann musst du ja wissen, es gab ja einen Swapper in der Runde und Timid hat ja sich als Swapper released. Hm. Das heißt, wenn ich Imposter gewesen wäre, wäre ich Imposter mit Crunchy oder Caruso, weil ja noch zwei drin waren. Und hey, da ich kurz, gesagt... Bevor wir das alles aufklären, ja. Crunchy, good game, du hast gespielt, das hat Bock gemacht, die Imposter-Runde. Ja, ich dachte, meine letzten beiden Tasks sind die Key-Tasks und wollte mir die aufnehmen für nach dem Meeting. Und dann habe ich gemerkt, das ist Download. Schade. Und dann war ich völlig am Arsch, weil ich war die Snitch gerade. Ja, und ich wollte die Key-Tasks aufnehmen, damit ich sofort weiß, wer Imposter ist, in der Zeit, in der ihr gar nicht töten könnt.
Aber es war einfach Download und dann hast du mich natürlich vom Upload einfach weggesnickt. Ja. Ah. Du hast bei mir diesen blauen Pfeil übrigens. Ja. Also den Tracker-Pfeil hast du mir, weil du bei deiner... Ich hab mir quasi, wenn du dir die beiden Key-Tasks in Office hinlegst für nach dem Meeting, dann können die Imposter nicht killen. Sprich, wenn du die beiden einfach hintereinander machst, wissen die Imposter gar nicht, dass die Snitch drin ist. Und du siehst sofort beide Imposters gewonnen. Chris, du weißt, wie es ist. Snitches get fucking stitches. Ja, ich hab sehr viele Stitches bekommen gerade. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Crunchy hat sich auch ein paar Mal rausgelabert mit dem Vampirzeug. Ja, ich so, hä? Aber es war irgendwie unglücklich. Ich hab Shorty gebissen. Und ich so, ja, okay, sie ist jetzt weg. Ne? Auf einmal treffe ich sie wieder und sie stirbt neben mir. Und Max denkt sich so, oh. Es ist immer noch die beste Taktik, als Imposter einfach zu sagen, nein, ich bin's Dings. Nicht. Ist eigentlich ja, Dings wieder nicht. Drin? Ich bin Spy. Ist eigentlich der Typ, der wenden kann, wieder drin? Der Engineer? Lol. Ich hab gesagt eben, ich bin Engineer und das hat niemand gemerkt. Lol. Aber ihr könnt Engineer wieder reinmachen, weil der Bug ist ja weg, theoretisch. Wir müssen einfach in den Meetingrunden so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen mehr Ruhe reinbringen dann. Ja, wobei am Ende haben wir Simit und ich ganz klar gesagt, wir voten jetzt Caruso. Lass einfach mal Simon vertrauen. Ja. Wir vertrauen einfach mal mir. Simon vertrauen. Simon ist immer energisch, egal ob er Imposter ist und sich rausreden will oder Crewmate. Das ist halt so tricky. Das ist das Gefährliche. War Crewmate, aber ich bin Engineer. Ich bin Engineer. Let's go. Viel Spaß. Hey, gut gefahren. Spaß. Shorty, du bist die Geilste. Ich meinte Crunchy. Ah, Shorty, du bist auch cool. Yes, geil. Oh, cool, so eine letzte Liebesrunde. Das wäre doch, das ist nochmal schön. Hier oben rein? Bitte sagt nicht, dass Donuts gibt. Bitte sagt nicht, dass Basel uns gewissen hat. Bitte sagt nicht, dass Basel uns gewissen hat. Oh, Braun ist tot. Matteo, was machst du da? Also, ich habe Crunchy über Storage gefunden. Oh, ja. Und ich habe einen Stalker, der heißt Caruso. Okay. Von der Brille passt das auch ganz gut, ja. Ja. Ich hab eine Frage gleich. Erstmal du, Mäntel. Ich wollte nur sagen, also Caruso kann das nicht gemacht haben, weil der war halt die ganze Zeit hinter mir. Aber Caruso müsste eigentlich wissen, dass ich den Kill auch nicht begangen habe. Können wir überhaupt wissen, wo die Leiche lag? Über Storage. Das ist mit dem Lover-Couple immer so ein bisschen nicht ganz so offensichtlich machen, Leute. Also hält der Imposter jetzt einfach nur nicht rein, oder nicht? Stimmt, wenn Caruso, Mantle in der Erde, vielleicht sind Lover und einer von den Imposter, könnte auch sein. Aber ich hab eine ganz andere Frage. Also, ich habe eine ganz andere Frage. Kill, ja. Und zwar habe ich eine Frage an Baso. Baso, hast du die Rakete gemacht oder den Bohrer? Hast du die gemacht, die Tasten? Hm, habe ich ja. Im Dunkeln. Kann sein, ja. Kann sein, also weiß nicht, ob es Licht aus war. Ich weiß nicht, ob es da gerade dunkel war, weiß ich einfach nicht. Es war dunkel, ja. Das müsstest du eigentlich wissen, Baso. Ja, ich habe es mir einfach nicht gemerkt, kann sein, dass es dunkel war. Ich habe auf jeden Fall die Task gemacht und dann bin ich weiter ins Labor reingegangen und habe das Raumschiff gefunden beim Meteoriten, meine Röhrchen angeklickt, habe mich gescannt und bin jetzt gerade im Decon oben, weil ich im Specimen eine Task gemacht. Das ist cool. Hast du irgendeine Rolle oder bist du einfach normaler Crewmate oder möchtest du es nicht sagen? Erstmal überlegen. Ich habe eine Rolle. Imposter. Okay. Die Sache ist, ich habe eine Frage, man muss ja nicht sagen, man muss ja nicht die Wahrheit sagen. Ja, ja. Das Spiel geht ja ums Lügen, aber ich habe warum ich Baso als Hass halte, ist, wenn das Licht ausgeht und bei mir laufen Leute umher und bei mir waren Vlesk und Baso, dann kriege ich ein bisschen Angst im Dunkeln. Und Baso hat nicht mal gemerkt, dass das Licht aus war, obwohl wir da zu dritt in diesem kleinen Bohrerraum standen. Das kommt mir. Sie könnte Leiter sein. Ja, aber warum hast du dann keine Angst vor mir? Ja, weil du mit mir zusammen reingelaufen bist, deswegen weiß ich, dass du die Task gemacht hast. Aber Baso weiß ich gar nicht, wo du gekommen bist. Ich habe mich einfach nicht aufs Licht konzentriert, weil ich mit mir selbst geredet habe, tatsächlich. By the way, wenn ich hier raus, so Max, ich habe auch noch eine Frage an Linda. Korrekt. Linda? Okay, Caruso, even now, she's too strong. Hast du eine Sonderrolle, Caruso? Caruso, du bist so doof einfach. Caruso, hast du eine Sonderrolle? Ja, habe ich. Du hast eine Sonderrolle? Ja. Okay. Imposter. God damn it!
Oh, gut, dass wir nicht gewotet haben, oder? Ja, sehr gut. Hast du mich gewotet, Caruso? Nice. Ich hab gar nicht gewotet, leider. Wir haben einen Swapper, Leute. Vorsicht. Aber maybe she's. Baso, ich hab Angst vor dir. Ich hab Angst vor dir. Ah, solltest du auch. Oh oh. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Verliebt, wir sind verliebt. Okay. Da kannst du mal aufhören, mir hinterher zu laufen. Sorry, ich hatte aber Angst vor einer Person. Und vor dir hatte ich keine Angst. Und das ist jetzt auch bestätigt, weil es nämlich zwei Leute gestorben. Ja, weil ich. Ich bin Vampir, ich beiß dich. Nee, ich dachte erst, du wärst einer der Imposter, aber guck mal. Ja. Guck mal, es sind zwei Leute gestorben. Ich weiß aber vielleicht, wer einer der Imposter ist. Und zwar Riot Max. Und What? Zwar, weil Max hat so ganz klein in meinen Lichtkegel reingedippt und wieder raus, also dass ich ihn nicht sehen sollte. Aber ich muss dazu sagen, ich bin Leiter, also er wusste nicht, dass ich ihn nicht sehen konnte, ich konnte ihn aber sehen. Und er hat mich versucht so zu umfahren. Und ich bin einfach wieder zu Security gegangen. Ach, du weißt also genau wo, obwohl du mich ja gar nicht hättest sehen können als Clou. Klar hab ich dich gesehen. Warte mal, wenn du. Du warst einfach in meinem Lichtkegel drin. Wenn du Leiter bist. Was war das dann? Wenn du Leiter bist, warum schießt du denn in Runde 1 gegen Base, wenn das Licht aus ist, wenn du. Ja, weil du Angst hast, dass das Licht aus ist. Ja, einfach so ein bisschen die Stars, du Geist. Als Leiter weißt du auch gar nicht, dass Licht ausgeht. Ich weiß. Ganz kurz. Also erstmal, die Leiche liegt im Labor auf dem Scanner, MedBay-Scanner. Und Timid ist auch tot. Base, wo bist du denn gerade? Ich war gerade am Admin und bin, glaube ich, gerade wieder rausgelaufen. Ich habe auch zwei Punkte im Admin gesehen, zwei Punkte im Electrical und den letzten weiß ich nicht mehr. Timid habe ich zuletzt in Admin gesehen. Ja, ich habe auch in der Lifeline gesehen. Also oben bei der Lifeline, ich auch, Matteo. Max hätte mich nicht sehen können. Ist Timid mir noch gecrossed im Office, aber ich habe ihn danach nicht mehr gesehen, weil ich da war. Wirklich, Max? Okay, Simon, bist du wirklich Leiter oder? Du warst doch rechts, als ich aus dem Leithaus gekommen bin. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, er ist eins von beiden, entweder Leiter oder Imposter, weil er mir die ganze Zeit in der gelaufen ist, wenn Lights out. Guck mal. Immer Kurven gelaufen, sprich, der kann mich nicht sehen. Okay, Vlesk, das ist unmöglich. Dann müsste ich Simon jetzt voten, weil ich bin Leiter. Ja, Mensch, ich bin nicht Leiter, aber. Okay, aber. Ich bin nicht Leiter. Aber, Vlesk, du musst doch bestätigen können. Also, ich weiß nicht, wie lange die Kills jetzt auseinanderliegen. Ja, also Kills kann ich nicht gemacht haben, wir waren zusammen unterwegs. Aber warum sagst du denn, warum hast du die ganze Diskussion, auch die erste, hast du auch die ganze Zeit Baso gesagt, wir haben 180 Sekunden darüber geredet, jetzt haben wir 180 Sekunden über dich und Max geredet. Ich weiß, aber wir haben die Mörder ja schon, es sind ja Max und Baso. Ich hab beide entlarvt. Aber Simon, ich hätte dich fast gewortet, weil du gesagt hast, du bist Leiter. Ja, das ist nicht so schlimm, vielleicht bin ich ja Jester. Ich muss mich verstecken. Nein, wir müssen eigentlich jetzt zum Lifeline, sonst ist es vorbei. Wir müssen eigentlich zur Lifeline, sonst ist es vorbei.
Wir müssen zur Lifeline, Lauf, lauf, lauf. Flask! Nein, wir müssen zur Lifeline. Nein, mach hier nicht die ganzen Tasks. Nein, wir sind tot. Müssen zur Lifeline schnell. Ich glaube, Dona hat mich gebissen. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, einer von uns wurde gebissen. GG. GG. Dann hast du jetzt gerade Joker, ne, Unge? Nee, ich war Lover. Lover mit mir. Nee, ich war Joker. Oh mein Gott, ich hab dich so gechased die ganze Zeit. Oh, hättest du uns beide töten können. Ich dachte auch, du hast uns gebissen, Dona. War so, ich hab diesen blauen Pfeil bekommen. Ja, ich hab einen von euch gemorpht. Also, ich wollte einen duplizieren und dann Kill machen. Ja, Max. Kurze Frage. Ich den Button, aber ich wäre... Kurze Frage. Wenn man gebissen wurde und man reportet eine Leiche, stirbt man dann auch instant? Ja. Ja. Und ist dann aber Meeting? Ja. Ja, Schiff auch. Tot. Ja. Okay. Ich dachte mir schon, dass wir verloren haben, weil wir waren durch ganz Specimen gelaufen, dann durch ganz Lab. Und ich dachte mir, warum gehen wir jetzt zum Button? Es wird doch jemand sterben. Max hat mich gebissen und wusste das und hab dann einen Countdown gezählt, so 10, 9 und hab dann runtergezählt. Und dann habe ich erst gemerkt, dass da unten eine Leiche liegt. Simon, dachtest du wirklich, dass ich Imposter bin? Oder? Ich dachte, du bist entweder Imposter oder irgendwie Jester oder irgendwie sowas. Weil du vom Licht nichts wusstest und so, aber Max hat's mich wirklich, also du hättest mich nicht sehen können eigentlich, ne? Weiß ich nicht. Ja. Kann ich natürlich nicht einschätzen, weiß ich nicht, aber ich muss natürlich sagen. Ich habe jetzt einfach zugemacht. So machen wir noch eine oder? Wir können doch noch ganz schnell. Ja, aber wenn ich sterbe, dann verabschiede ich mich schon mal und gebe dann ab, weil Leon ist schon hier. Okay. Sekunde, ich bin noch nicht in der Lobby, ne? Ich muss noch einmal reconnecten. Was? Eine schnelle, ja? Und, okay. Hey, Leon. Leon! Hallo Leon! Hallo! Hallo Leon! Mann, ich kenne dich nicht! Alle sagen Hallo! Hey Leon, let's go! Mantel! Hey, dann let's go! Viel Spaß bei der letzten Runde! Wieso hast du mir den Leiter weggenommen, Mantel? Wieso hast du mir den Leiter weggenommen? Hätten einfach. Inshallah, gönn Imposter! Mega viel aufgedeckt! Oh. Medic. Okay, wen protecte ich? Das ist die Frage. Wen protecte ich? Wen protecte ich? Oh ja. Ein Knoblauch ist immer gut. Crunchy hat einen Knoblauch gelegt. Ich werde Crunchy jetzt shielden. Hallo. Hallo. Das machst du nur, wenn du Imposter bist. Hey. Ja, stimmt. Shorty liegt unter den Pylonen, so zwischen Office, Storage und Comms, in diesem Da stand ich gerade eine Weile mit Crunchy. Ja. Und Crunchy, Shorty, Matteo und Shorty. Ich hab Knoblauch hingeworfen. Unge. Ja. Und Matteo. Genau. Ich war der Erste, der die Task fertig gemacht hat und weiter nach unten gelaufen ist. Dann bist du Crewmate. Crunchy hat Knoblauch hingeworfen, deswegen glaube ich auch Crunchy, dass sie, weil ich glaube, dass... Ich wollte nicht sterben, ich bin dreimal viel. Ja, ich glaube nicht, dass Crunchy das Meta-Gameplay so rausholt, dass sie sagt, sie geht dahin, wo drei Leute stehen, macht einen Knoblauch auf den Boden, um zu verdecken, dass sie Imposter ist. Deswegen denke ich, dass Crunchy relativ... Würde ich als Crew einschätzen. Crunchy ist ja gerade panisch von mir weggelaufen, also ich glaube auch, sie ist Crewmate. Ja, aber ich will nur leben. Okay. Ich wollte nur wissen, welche Farbe du hast, weil ich wissen wollte, wer bei mir beim Lightsfix war. Dann waren noch dabei, wer war noch dabei? Mantle und Barso und ich? Ja, genau. Ich stand auch kurz dran, ja. Hast du jemanden gebissen, Barso? Nee. Oh. Hast du jemanden gesehen? Mein kleines Hörnchen reingepiekt. Barso dürfte den Kill an Lifeline gesehen haben, da wahrscheinlich, oder? Ja, so halb. Aber das lässt mich halt. Das lässt mich halt einen Vampir nicht ausschließen, so an dieser Note. So halb. Ja, wo ist die Leiche? Na, ich habe nicht genau aufgeguckt. Ich habe halt, glaube ich, eine Task gemacht oder so und dann habe ich wieder raufgeguckt und dann war sie halt tot. So. Wo war sie? Ist schon so 10, 15 Sekunden tot. Okay. Ich glaube, Barso hat nicht geguckt, aber weiß, dass sie gestorben ist. Nee, ich habe geguckt. Aber ich habe halt nicht in dem Moment drauf geguckt, wo sie umgefallen ist, weil ich halt raus und reingegangen bin bei der Lifeline. Ja. Ab diesem Sekunden kommt ganz gut hin. Ab diesem Punkt bist du für mich Sass.
Für mich das auch. Mental. Achso. Ich? Was? Nein, war so natürlich. Ah! Ja, wo ist die Leiche, Bless? Wie schon gesagt, zwischen Storage, Comms und Office. An den Pylonen. Achso, das bringt ja natürlich nichts. Comms und Office. Das Ding ist. Ist aber super recent. Crash und ich waren ja da vor ein paar Sekunden. Ja, sorry, ich dachte gerade, du meinst den unten bei Weapons. Ich habe auch. Nein, dann sind es aber warte mal, hat Crunchy, den Knoblauch bei der Note hingelegt? Weil dann kann er ja nicht gebissen worden sein. Ja, ja, dann stimmt. Dann muss es ja gerade passiert sein. Ja, muss gerade passiert sein. Wenn er gerade passiert sein soll, dann kann ich Basu rausnehmen. Shorty ist rausgelaufen aus dem Knoblauch. Und dann ist er gleich wieder zurückgelaufen. Ja, da wurde dann ja auch Camouflage. Ja, aber ich stand nur ganz kurz an der Note. Ich war, und dann bin ich wieder weggelaufen. Womit habe ich die Note verdient? Ich sag eben, wer der Imposter ist, ist Caruso. Okay, gut. Danke. Ja, wegen dem... Wegen der Begrüßung. Ja, ja. Wegen dem Moin. Ja, ja, ja. Das macht er immer. Ja. Crunchy, bist du im Lab? Hä? Oh mein Gott, mir ist gerade das Dümmste in meinem Leben passiert. Warum kann ich 50 drücken? Ey, meine... Jetzt reportet er auch noch. Okay, Caruso, sag du zuerst, aber ich muss ganz wichtige Informationen geben, aber Caruso, erst zuerst. Shorty ist tot im Laboratory. Okay. Dona ist tot, meinst du, oder? Henny, wer ist tot? Dona. Basu und Dona sind gestorben jetzt. Shorty, also Shorty war schon tot. Ja. Basu, Dona, achso, wahrscheinlich... Wen habe ich gerade reportet? Du hast... Dona. Basu. Also. Rot wurde reported. Okay, ich habe wichtige Informationen. Ich habe wichtige Informationen. Aber erstmal gebt ihr alle Informationen, die ihr habt. Okay, also ein Body liegt auf jeden Fall tot im Lab. Okay, den ich reported habe. Wer war noch im Lab mit drin? Ich war im Lab und bin gerade Specimen gelaufen. Was, Caruso, warst du alleine im Lab oder was? Ich bin vorgelaufen, ich war als Erster im Lab. Ich rede mit Caruso ganz kurz. Ja. Hey Mental, es freut mich, mit dir reden zu können. Wir haben den ganzen Abend noch nicht so richtig viel miteinander geredet, aber ich kann dir sagen, das Licht war aus. Ich weiß jetzt nicht, wer am Ende noch drin war, aber ich bin reingelaufen und anscheinend ist den ich reportet habe, vor mir reingelaufen und anscheinend Simon Unger auch. Ja. Ich habe das gefragt, weil ich war an Kameras und ich habe gesehen, wie Caruso und Dona die ganze Zeit zusammengelaufen sind. Caruso hat dann echt? Die Tat. Ja, ja. Caruso hat kann dann es sein, dass sie für mich unsichtbar ist? Das weiß ich nicht, aber Dona ist auch tot. Deswegen habe ich auch so spezifisch gefragt, wen du reportet hast. Weil ihr seid Hand in Hand gelaufen. Ja, ja. Jetzt haben wir es. Okay, ich habe noch wichtige Informationen. Wir wissen jetzt schon, dass es Caruso ist, aber ich habe Informationen. Ich habe gerade so reingeschissen, eigentlich müsstet ihr mich voten. Und zwar, ich bin zur Lab reingelaufen und ich habe in der letzten Runde habe ich diese Probentask gemacht mit den Röhrchen. Und jetzt war ja an der Runde vorbei. Das heißt, ich konnte die richtige Probe rausnehmen. Seit dem neuen Design-Update ist in der Mitte so ein Kreis um den mittleren Knopf. Und der mittlere Röhrchen war blau und nicht rot. Und ich habe auf den mittleren Knopf trotzdem drauf gedrückt, verloren. Okay, komplett reingeschissen. Ich geh runter, dann gehe ich Specimen, dann mache ich die 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Task. Was passiert? Auch reingeschissen. Ich drücke 1, 2, 3, 4. Die ist auch schwer, muss man und sagen. Dann war die 5 auf einmal gelb und ich konnte nichts mehr drücken. Ich konnte die 5 nicht drücken. Ja, das ist ein Bug. Kenn ich. Das ist ein Bug. Oh mein Gott, ich habe keine Task geschafft, obwohl nächste, das die zwei nächste billigsten. Runde. Ja, auf jeden Fall Caruso. Ja. Nächste Runde kannst du. Also Caruso, außer Dona war für dich echt unsichtbar. Du musst es gewesen sein. Caruso, dein Moin hat sich einfach verraten. Oh mein Gott, diese Maske, wo ist die Zeit verdient? Ey, ich verstehe, dass ihr joked, aber. Nein, jetzt kein Joke. Ich bin halt. Mental hat doch gesehen, wie er reingegangen ist. Meine Infos waren 100%. Einfach nicht geschafft. Oh ne, 0 Uhr, Kinder. Zeit für Krabbenburger. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lieb oder böse?
Ja. Okay. Also, die Sache ist die, ich Mental habe Theo hat reported. Oh no, er ist tot. Ja, Mental hat reported und ist tot. Aber ich weiß, also es, einer der Mörder ist auf jeden Fall Caruso. Mhm. Und das liegt aus folgendem Standpunkt. Crunchy. Was für eine Rolle hast du? Ich habe einen Crewmate. Pass. Also ich habe gar keine Rolle. Mhm. Okay, das macht sich auch wieder verdächtig. Bless, was für eine Rolle hast du? Ich habe halt wirklich einfach gar nichts aus allen Rollen. Bless? Also. Eine Engineer. Entweder Vless ist Engineer oder Imposter. Okay, ich bin Tracker und hab Tracker getrackt. Ich hab Vless getrackt und ja, er ist in den Vent reingehoppt. Und er ist dann, ja. Ja, du bist nicht Tracker. Crunchy. Doch, ich bin Tracker. Die Sache ist, entweder gibt's nur die Kombination Caruso und Crunchy oder Caruso und Vless. Oh. Oder ich weiß es nicht. Nee. Ich bin gerade unten links aus dem Vent in Admin gehoppt. Matthias ist mir vorbeigelaufen vor einer Sekunde und jetzt tot beim Reporten. Es waren 4 Leute in Office und 2 Leute in Specimen. Weiß nicht, wer ihn gebissen hat. Ja, aber ich war bei Timmit. Kann man das bestätigen? Ich hab, also, ich hab Crunchy in der ersten Runde. Nee, Simon, pass auf. Ich hab Crunchy in der ersten Runde. Ich verstehe, dass du. Komm, nein. Ich bin nämlich der Medic. Auch, dass du letzte Runde. Ja, das glaube ich jetzt zum einen, nehme ich dir das nicht ab. Und zum zweiten glaube ich, dass dann du mit Timmit zusammen. Ja, dann habe ich dich jetzt gewotet, wenn du letzte Runde. Ich bin diese Snitch. Ich wollte noch ich Aufgabe machen, hier. Dann weiß ich, wer die Imposter sind. Also, Caruso ist safe. Ich hatte den blauen Pfeil auf Lesk und du wolltest letzte Runde einfach nur wieder 100 Sekunden deine Story erzählen, warum du hier und hier da und da warst. Glaubst du die Story? Lesk, glaubst du die Story, mit der, dass ich die Röhrchentaste reingeschissen habe und die. Du wolltest auch mit Timmit die ganze Zeit den Sass dann auf so mich lenken, weil dieses. Also, ich bin Medic. Nö, ich bin nicht safe, aber. Ich bin Medic. Nein. Ich muss halt nur noch eine Aufgabe machen. Specimen dabei für den Posten. Ich habe leider. Ich glaube, Vlesk ist wirklich Engineer. Der würde nicht so vor mir wenden. Ich habe Crunchy ein Schild gegeben. Was hast du gesagt, das ist für eine Rolle Crewmate, ne? Ja, ich habe wirklich Crew. Ich habe gar nichts. Ich habe Crunchy ein Schild gegeben. Ich denke, ich habe einen Imposter geschildert, weil ich denke, Crunchy ist dann die zweite, wenn Vlesk es nicht ist. Nein. Aber ich habe erstmal Caruso gewotet. Du bist einfach zusammen mit Timmit. Ich lebe? Timmit. Oh mein Unge. Es sind Simon Unge und Timmit. Safe. Es müssen die sein. Ist ja Quatsch, Caruso. Oh mein Gott, es glauben drei Leute. Caruso, ey, Crunchy, ich hab den Schild gegeben und du wurdest mich trotzdem, das heißt, du bist ein Imposter. Schade. Caruso hat doch Moin gesagt. Schade. Hat Caruso nicht Moin gesagt? Oh Mann, Unge, das war so deep von dir. Ja. Let's go. Ey, ich hab's von Anfang an erste Runde. Zweites Mal Caruso. Schade. Zweites Mal Caruso. Let's go. Ey. Ey, das Erste, was er sagt, ist auch mal gegen diesen Simon Unge durchsetzen, der die ganze Zeit redet und redet. Ist ja egal. Ich habe deine beiden Imposter-Runden habe ich vorher rausgefunden, deswegen ist mir egal. Warum? I won them both. Unge gewotet. Hey, können wir kurz darüber reden, dass ich ihn durchs Moin ertappt habe? Aber was hast du da ertappt? Ja, weil du immer, wenn du Imposter bist, hast du immer Moin. Moin, Meister. Ich verstehe auch nicht, warum Vlesk hier nicht gewotet wurde. Was konnte ja nur die Kombination, wenn. Also, Caruso, verstehe ich. Ich verstehe nicht. What'd you say? Es war so obvious. Oh mein Gott. Ich habe sogar das mit der Kamera noch gesagt. Mäntler hat sogar mit der Kamera das gesagt. Ja. Mäntler hat sogar gesagt, dass er mit Dona reingelaufen ist und trotzdem wird er nicht gewusst. Irgendwie so. Naja. Wild, ey. Egal. Hey, aber vielen Dank für die Runde. Ich muss mich jetzt direkt auskoppeln. GG, was hast du nice gut gespielt? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, alles gut. Euch auch. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao. Oh, Leute, es macht keinen Sinn, Leute. Deswegen spiele ich lieber als Crew, so wie wenn ich Jester wäre. Weil wenn ich die Wahrheit sage, was soll das bringen, Leute? Das verstehe ich nicht. War aber trotzdem sehr lustig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war leider keinmal Vampir. Ich war ein paar Mal Imposter. Hab auch eine Imposter-Runde gewonnen. Die war echt cool. Mit Donat, die Vampir war, wo es übelst kritisch wurde. Aber ich war kein Vampir. Ich hätte gerne Vampir mal ausgetestet. Schade. Naja, es war sehr lustig. Also Leute, ich hab's eben schon gesagt, für Leute, die es eben verpasst haben. Morgen spielen wir mal wieder Phasmophobia. Also morgen spielen wir Horror zusammen mit Gnu. Es gab von Phasmophobia ganz viele coole Updates und die werden wir uns morgen angucken. Es ist viel viel gruseliger und viel viel schwerer geworden, das Spiel. Und ja, morgen gibt's mal wieder Horror. Morgen gibt's mal wieder Phasmophobia. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Leute. Ich küsse eure Augen. Und wir sehen uns morgen zu Ungeklickt um 20 Uhr und um 21 Uhr zu Phasmophobia. Küsse. Bis später. Ciao. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Wir haben fast die 9000 Daumen nach oben voll. Ich küsse eure Augen dafür. Danke. Kuss.